La 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 la. Das ist sie, die einzigartige, sensationelle Sonder-Super-Duper-Ausgabe der Comic-Cookies. Und hier kommt er für Sie, der einzigartige, der anschauliche und der legendäre Leger Legende. Hallo, liebe Comic-Cookies-Freunde. Spezial, speziell, besonders, aber es ist eine reguläre Episode. Hier haben wir die Comic-Cookies Episode 77. Hello, this is Tig and Tigger, the beloved white comic cats, and you are better listen to this guy, Leger Legende in Comic-Cookies 77. Dankeschön. 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 So, die Aufnahme findet am 9.11.2018, dem White Friday, statt. Gewidmet sind sie weißen Comicfiguren und Zeichentrickfiguren wie Snoopy, Pinky the Brain, Phonebone und vielen anderen weißen Comicfiguren. Ach ja, ich sehe gerade, wie viele Leute zuhören. Das gab es ja bisher noch nie. Vorab vielen Dank, dass so viele Zuhörer wie nie eingeschaltet haben. Wir haben hier nun einen Rekord an Zuhörern. Wahnsinn! Wahnsinn! Heute geht es um Diverses. Danke, danke. Okay, der war gut. Ja, gleich Schiene drauf. Jawohl. Tadam. Clever und smart. Habt ihr gemerkt? Heute geht es um Diverses, zum Beispiel. Ja, ich werde hier gerade ein bisschen gefordert, aber das ist nicht schlimm, das macht es ja lebendiger. Heute geht es um Clever und smart. Da gibt es Updates. Korrekturen zu Clever und Smart. Warum stehen das hier hinter? Das wollte ich ja gar nicht. Also ein bisschen was erzähle ich über Clever und Smart, ein bisschen was erzähle ich über West Comics, ein bisschen was über Superman und Bendis, ein bisschen was über Spirou, ein bisschen was über Wrestle, das ist der Comic nach Bone vom Jeff Smith, ein bisschen was über Frank Thur, ein bisschen was über die Welt und wie LL sie sieht. Das war es für heute. Wir wünschen allen noch einen schönen Rest-Podcast. Ab jetzt geht's bergab. Ab jetzt wird's ein bisschen slower. Ab jetzt könnt ihr euch zurücklehnen und den sanften Stimmen des Leger Legende hören. Yeah. Bevor es losgeht. Danke, danke, danke. So viel Zuhörer hatten wir noch nie. Bevor es losgeht, ein paar Hinweise. Hinweis Nummer 1. Danke. Die heutige Folge kann im mittleren bis in großem Maße selbstverliebte, monotone Monologe und super subjektive Momente enthalten. Oh, ich sehe gerade auf unserer Übersicht, 15% der Hörer haben diesen Moment abgeschaltet. Gut. Hinweis Nummer 2. In der heutigen Folge können im mittleren... Dankeschön. Ja, ihr könnt euch freuen. Hinweise wird es immer wieder geben. Hinweise gibt es immer wieder. In der heutigen Folge können im mittleren bis im hohen Maße in Teilen oder komplett nachfolgende Gegebenheiten enthalten sein. Wiederholungen, ja, schon zu erörterten Thesen, eventuell unter Einbeziehung neuer Teilaspekte. Oh, ich sehe gerade auf der Anzeige, weitere 15% der Hörer haben diesen Moment den Sender verlassen. Schade.
Bezüge und Rückbezüge zu vorangegangenen Comic-Cookies oder anderem. Ja. Oh, 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 oh. Oh, der Hörer ist auch weg. Schon wieder ein paar weniger. Na gut. Verzettelungen auf sympathische, aber nicht unbedingt angenehme Weise. Schon wieder. oh je, und schon wieder ein paar Hörer abgeschaltet. Na gut. Abschweifungen zweiten Grades und noch weiteres. Das kann alles vorkommen, das wollte ich vorher erwähnt haben. Nicht, dass jemand hinterher sagt, das wusste ich nicht. So, vorab vielen Dank, dass noch nicht alle abgeschaltet haben. Aber ich sehe, jetzt haben wir wieder die normale Menge an Zuhörern. Gut. Dann grüße ich unsere paar Zuhörer. Ich denke, wir können jetzt anfangen. Hurray! Ja, dich haben wir auch. Danke. So, ja, wie viele Minuten haben wir denn schon? Eieieiei. So, dann sortiere ich mal die Zettel. Oh, hier ist ja ein cooler Comic. Von dem will ich auch noch ein bisschen was erzählen. Anweisung aus der Regie, Anweisung aus der Regie, bitte auch immer mal die Gäste vorstellen, die da sind. So, jetzt geht's gleich los. Hallo, 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 dies ist der Start. Ab jetzt geht es los, was bisher geschah, werden wir alle schön vergessen und nicht mehr drüber sprechen. Heute ist Comic-Cookies-Episode 77. Unser Star-Editor, Star-Kameramann, Star-Programmleiter und Mikrofonführer Steffen L. Punkt ist da, ist dabei. Guten Abend. Guten Abend. Nur dank ihm findet das Ganze statt, weil ohne ihn wüsste keiner. Ja, danke schön. Ja, ist gut. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Merkt ihr schon einen Unterschied zu dem bisherigen Podcast? Also ich noch nicht. Ich selbst, ja, ich, wer bin ich denn? Ich bin Leger Legende, doch. Hurray! Danke. Ist das wahr? Und wer ist Leger Legende? Es gibt nur sehr wenige, die die wahre Identität von Leger Legende kennen. Du Leger Legende? Ja. Ist das eine Legende, wie der Name entstanden ist? Ja. Möchtest du sie heute Abend erfahren und hören? Ja. Und wer noch? Also mindestens noch einer? Mindestens noch einer. Das ist bestimmt Tick gewesen. Ich frage nochmal, wer denn noch? Ja, gut, danke, danke. Ja, na gut. Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, spontan, dann geht die Episode einfach um mich. Ja. Warum? Warum bietet sich das an? Mein Name ist Leger Legende. Davor. Bitte? Oder greife ich davor? Du greifst davor. Nee, du hast ja gar nicht davor gegriffen. Du hast ja mitten reingegriffen. Ich greif mal rein. Hast mitten reingegriffen. Jetzt mal ernst hier. Also wir haben festgestellt, während wir hier gerade aufnehmen und spontan sprechen, dass wir schon bei der Episode 77 angelangt sind und dass der Leger Legende die zwei Anfangsbuchstaben groß L hat. Wenn man die jetzt auf den Kopf stellt, sieht das aus wie 77. Das passt irgendwie verrückt zusammen. Verrückt. Und als ich das vor 2 Sekunden wahrgenommen habe, dachte ich, das ist ein Lacher. Ja. Ja. Gut. Willst du kurz erläutern? Was? Möchtest du was sagen? Nein. Also es ist erlaubt, dass der Steffen L. zwischendurch immer wieder was sagt. Oder fragt. Oder fragt. Oder lenkt. Aber auch das Publikum darf sich beteiligen. Hurray! Das ist schön. Das ist schön. Ich hoffe, dass das Publikum rege beteiligt ist, dass Steffen L. rege beteiligt ist. Aber wer schon mal einen Podcast mit mir gehört hat, kennt diese Monologführung eines LLs. Deswegen gab es ja die Hinweise vorab. Entschuldigung. Ich nehme es einfach mal auf mich. Ich tue es, als wäre ich das gewesen. Ja. Ruhe da hinten. Nein. Jederzeit. Jederzeit. Kuba, man. Yeah. Ah, das war der Crabman aus My Name is Earl. Ja. Weiß nicht, ob es war, aber es klang so ähnlich. Ich grüße Crabman aus My Name is Earl. Mhm. Ich hoffe, dass er auch zuhört. Yay. So. Jetzt doch mal, du wolltest dir was erzählen. Eigentlich wollte ich was erzählen. Ich komme bestimmt irgendwann ins Stocken, da darfst du deine 1000 Knöpfe von der Mischpult wieder drücken mit den ganzen schönen Geräuschchen. Ja.
Und das ist bestimmt sehr bald schon wieder dran. Aber solange ich noch ein bisschen was zu sagen weiß, ehe ich ins Stocken gerate, kann ich ja einfach mal loslegen. Ja. Es ist ja so, dass es jetzt, das war jetzt ja, also kein, man weiß ja nie, worauf man sich einlassen kann, verlassen kann, wenn die irgendein Thema ankündigen. Im letzten Podcast-Special haben wir uns ja auch ohne mich jetzt unterhalten und dann gab es eine Kritik, dass die ab und zu abschweifen. Das kann ja wirklich vorkommen. Also war das jetzt eine Abschweifung, dass man behauptet hat, es geht um LL, war das eine Abschweifung, dass man behauptet hat, Steffen ist da? Nein, Steffen ist da. Ja, die Musik baut Spannung auf, unterlegt. Es ist wirklich so, es wird ein bisschen über Leger-Legende gelabert. Es gibt nur sehr wenige, die die wahre Identität von Leger-Legende kennen. Und es gibt noch weniger, die es interessiert. Aber Leger-Legende ist einer der unberühmtesten Comiczeichner Europas und schuf einige der unbekanntesten Werke, die bis heute sowohl a. unverständlich, b. unübersetzt und c. unveröffentlicht blieben. Bis diesen Oktober zählte Leger-Legende über vieles zu den unproduktivsten Künstlern. Er wurde auch schon als... Ich lese das doch nicht ab. Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich das eine Wort nicht lesen kann. Aber weißt du was? Das einzige Wort, was ich nicht lesen konnte, das war das Wort Wort. Und das, deswegen kam ich gerade ins Stocken. Er wurde auch schon... Er wurde auch schon als... Des Illustrator bezeichnet, Leger-Legende ist keiner der Worte wie tatsächlich gerne und dürfte im Übermaß verwendet. Wer bei Leger-Legende nicht abschaltet, muss in Gesprächen eher mit häufig vorkommenden Begriffen wie eben und genau rechnen. Und doch sagen die Leute, Leger-Legende zaubert in seinen Geschichten wie kein zweiter. Unklar ist nur, ob er entzaubert oder vielleicht verzaubert. Bis hierhin war es abgelesen. Jetzt ist die Seite durch. Ja, ab jetzt. Ich möchte erwähnen, dass es vereinzelt vorkommen kann, dass ich in meinen Gesprächen zur Veranschaulichung und zur Verdeutlichung im Detail etwas überspitze und übertreibe, aber es wird mir heute wahrscheinlich nicht zu einer Kohnenenttäuschung kommen. Wie in manchen Formulierungen von Gesetzestexten und Geschäftsbedingungen möchte ich auch hier darauf aufmerksam machen, dass wenn ich mich in meinen Gedankenkonstruktionen mit etwas daneben liege oder mich in einer Sache irre, ich dadurch nicht automatisch komplett daneben liege oder mich gar in allem irre. Der Rest bleibt davon nicht unberührt und meine Worte werden damit nicht automatisch alle ungültig. Das war noch der letzte Rest von der Rückseite dieses Blattes und jetzt, ab jetzt rede ich frei. Ist das nicht Hammer? Oh, Applaus! Applaus! Applaus, Applaus! Ich heiße natürlich auch alle nicht weisen Kommentatoren herzlich willkommen. Ja. Also. Gibt es diesen White Friday wirklich? Bitte? Gibt es diesen White Friday wirklich? Oder hast du den? Der wird in Zukunft Tradition sein, weil wir ihn heute eben gerade gerufen haben. Also ganz traditionell, aber erst in Zukunft. Ja. Ich möchte diesem Datum was Positives zusortieren. Und White Friday ist zum einen vielleicht auch, also Black Friday macht echt keinen Spaß. Das ist nur... Kapitalisten denke Ausbeutung in extremst Form und White Friday, da will einem keiner was verkaufen. Heute ist alles harmlos, heute ist alles schön, heute gibt es nur Empfehlungen, keine Kaufverpflichtung. Und der Steffen L. spielt also, das seinem Mischpult. Das war der Aufsichtsrat. Das war der Aufsichtsrat. Ja. Ja, also. Es ist ja so, dass eigentlich das, was ich heute Abend erzählen wollte, schon ein bisschen in anderen Episoden angesprochen wurde. Deswegen gibt es hier wirklich Wiederholungen. Echt? Ja. Ja, so ein bisschen Redundanz ist aber ja nicht, nun nicht verkehrt. Nein. Oder wie sieht das Publikum? Eben. Ich kenne das, ich verstehe das Wort nur aus dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, was es heißt, Redundanz. Oh, im Publikum jemand, der ein Instrument spielt. Sehr schön. Nein, das kommt aus dem Regie, glaube ich. Ach so. Ich dachte, das wäre erst ein Publikum. So eine kleine Überbrückungshilfe. Ach so, ja. Damit er nachsinnen kann. Ja, aber eigentlich bringt es wieder eher zum Nachsinnen, dich aufhört zu labern, oder? Ja, der Leger-Legende ist hier live im Comic-Cookies-Podcast Episode 77.
Und wenn wir Rückbezüge ziehen und nochmal was erwähnen, was schon mal erwähnt wurde, oder nochmal was ausführlicher besprechen, was schon mal kurz angesprochen wurde, dann ist das gar nicht schlimm, weil die meisten hören ja gar nicht nochmal alles von vorne, sondern manche sind ja erst später eingestiegen, später dazugekommen. Ein paar erzählen ja, hey, sie haben den Comic-Cookie-Podcast entdeckt, Postcard, und hören den jetzt, aber das heißt nicht, dass die bei 1 anfangen und in 2 Jahren die heutige Folge hören, sondern vielleicht hören sie die heutige Folge in 2 Jahren, sonst nichts. Das ist wie mit dem Comic-Sammeln eigentlich, also man kann ruhig bei der Nummer 1 anfangen, wenn man möchte. Ja. Also man kann das also auch nachholen, wenn man... Von unserer Seite ist das gerne gehört. Ja. Wir haben sogar noch alle online, man kann die alle abrufen, alle hören. Ja, wenn die Arbeit ein bisschen zu sehr stresst, achtet auf eure Gesundheit und hört mal zwischendurch einen Comic-Cookies-Podcast. Genau. Ja. Hört mehr Podcast. Hört mehr Podcast. Hört mehr Podcast. Aber nicht gleichzeitig. Hört die nacheinander, das ist besser. Kriegt ihr mehr mit, ja. Ja. Um was geht's denn heute? Naja, wer jetzt wirklich von Anfang an zugehört hat und nicht abgeschaltet hat, es gibt ja keinen, der jetzt erst zuschaltet. Man startet den ja von vorne. Sonst würde ich es nochmal kurz erwähnen, aber es wurde in diesem ganzen Gewusel bis hierhin. Ja. Was gibt's denn Neues? Also ich habe schon mal einen Podcast gemacht und das ist der erste Podcast, wo ich Feedback bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, hey, deine Stimme erkenne ich, hey, es ging um Clever Smart, mal ein Thema. Naja, der Sascha hat das doch gesagt. Ah, Sascha hat das gesagt. Der Sascha hat das gesagt. Ah, gut. Und da denke ich, na gut, Clever und Smart ist vielleicht auch ein Thema, ein bisschen mehr Leute interessiert, als das, was man sonst so zu erzählen hat, weil es ein großes Thema ist, weil es ein bekanntes Thema ist und weil es eine Weile weg war und jetzt wieder da war, dass man sich sogar freut, dass es wieder da ist und dann hört man vielleicht auch gerne zu. Ich hatte ja in einem der Specials den Klaus Schikowski zu Gast. Genau. Und jetzt passt mal auf, das war das Comic Cookie Special Nummer 16. Ah. Und da... Da ist einer vorbereitet. Nee, es ist vielleicht für die Leute ein bisschen einfacher, wenn man das schon weiß, dass man jetzt gerade auf die 16 rumswitcht und uns nicht also weiter zuhört. Also eigentlich die Episode, die hier unmittelbar davor erscheint. Genau, ist. Direkt hier vor. Ja. Und das ist der Herr von Carlsen. Das heißt, der ist sogar zuständig, was ist der Redakteur von Clever und Smart. Ja. Und wir haben ihn, also nicht wir, sondern der Steffen war so lieb und hat ihn dazu all diese Sachen gefragt, die ich mich nicht getraut hätte. Ich war nicht dabei. Und erzählt ein bisschen was zu Spirou, nämlich, dass ja der Spirou so erfolgreich ist, der Spirou in Berlin von dem, na, wie heißt der, Flix. Und das ist ja auch ein Wagnis gewesen, erstmals ein deutscher Zeichner. Ist ja nicht nur, das wollen wir als Karls Verlag und das wird super toll, sondern man hat ja auch wirklich vorab die Angst, dass es vielleicht keinen interessieren könnte. Aber es hat alle interessiert, es hat wirklich sehr vielen Leuten gefallen. Die haben nachgedruckt und verkaufen das Ding. Und es ist auch, du hast es auch schon gelesen, gell? Ich habe es auch schon gelesen. Ja, gelesen habe ich es noch nicht. Ach so, hast du noch nicht gelesen? Ich habe schon gelesen, es ist richtig schön. Ich habe auch zuletzt in den letzten Jahren nicht sehr viel Spirou und Fantasio gelesen, aber noch einen anderen. Den Flix finde ich sogar besser als den anderen, den ich gelesen habe. Das will ich gar nicht gerne zugeben, aber es ist so. Und da hat er auch kurz erzählt, dass das Ding jetzt in Frankreich erscheint. Die Franzosen haben erstmal davon gar nichts vorab versprechen wollen, aber jetzt denken sie, ach komm, den bringen wir auch. Ist ja erfolgreich. Die haben halt vorher nicht gewusst, was sie erwartet, wenn sie sich einlassen, dass irgendein komischer deutscher Zeichner, es gibt deutsche Zeichner, die können richtig was Gescheites abliefern. Da gehört zum Beispiel jetzt auch, er hat bewiesene Flix dazu, andere auch noch. Und jetzt will ich gar nicht erzählen, was der gesagt hat, nur dass er in Frankreich erscheint, aber was, wie und warum und an wen es liegt, dass es nicht sofort passiert, das solltet ihr in den Comic Cookie Spezial Nummer 16 hier vor diesem Podcast hören. Aber das ist gar nicht, weswegen du drauf eingehen wolltest auf den Klaus Schikowski, sondern der hat auch was zu Clever Smart Fragen beantwortend erzählt. Und deswegen solltet ihr auch hinschalten. Das Einzige, was er nicht beantwortet hat, ist das, was man als Verlag nicht so gerne beantwortet. Es wurde ja auch gefragt und deswegen gibt es mich jetzt hier und deswegen ist die heutige Episode, weil ich nerdige Kleindetail-Infos noch habe, die man nicht von Klaus Schikowski hört. Und beim letzten Podcast, als wir über Clever und Smart gesprochen hatten, da war das eine noch nicht so weit, dass ich das eine schon weiß und das andere war ich nicht so weit. Ich wusste, ob ich es sagen darf oder ob das so eine Geheiminfo ist. Und heute ist es mir wurscht. Es ist circa ein Jahr her, seit ich über Clever und Smart das letzte Mal gesprochen habe, oder? War das nicht zur Veröffentlichung? Jetzt gibt es ungefähr ein Jahr Clever und Smart, hofft wieder. Und das eine ist, dass er gefragt wurde von unserem Interviewprofi Steffen L., ob es irgendwo eine Übersicht gibt oder für den Leser nachvollziehbar ist,
ob in Auflagen von demselben Band Unterschiede drin sind. Da hat er sowas Ähnliches wie zugegeben, dass sowas vorkommen kann. Natürlich, wenn man was verbessern kann, ist die nächste Auflage verbessert. Warum soll man den Fehler drin lassen? Klar, kleine Fehlerchen gibt es immer. Das ist alles verzeihbar. Also das ist nirgends eine Anschuldigung oder sowas. Es kommen immer mal Unperfektheiten vor. Und wenn, ich finde es schön, wenn er die bei Neuauflagen gerade rausnimmt. Für bekloppte Sammler, die es übertreiben und dann jede Änderung nochmal in Auflage auch noch dazu kaufen wollen, muss ich nur dazu sagen, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, dass der erste Band erschien in der Erstauflage und dann haben Leute lauthals gesagt, was ist denn hier, da ist ein Schreibfehler drin, da ist eine Sprechblase vertauscht, hier ist noch ein Wort falsch, also so kleine Textunperfektheiten kamen in der ersten Band in der Erstauflage bei Carlsen jetzt vor und dann haben die das weil die Erstauflage auch sehr schnell wegverkauft war, dann angepasst, dass in der Zweitauflage die eine vertauschte Sprechblase korrigiert wurde. Irgendwo zwei, drei Tippfehler, dass ein Wort falsch geschrieben wurde oder sowas oder ein Leerzeichen ungünstig gesetzt war. Irgendwelche Kleinigkeiten wurden verbessert. Das heißt, liebe Sammler, kauft die Erstauflage und die Zweitauflage vom ersten Band, damit ihr alle Variationen habt. Früher bei Conda gab es ja auch Erstauflage, Zweitauflage, Drittauflage, da war das nur ganz anders. Da gab es zuerst jeden Band von der Erstauflage, dann hat der Verlag festgestellt, dass es erfolgreich ist, hat danach dieses Kiosk-Produkt, wo dann ja die früheren Bänder nicht mehr verfügbar waren, in einer Zweitauflage nochmal von vorne gestartet und die der Reihe nach durchveröffentlicht, damit die Leute am Kiosk dann auch diese Nummern nachkaufen konnten und wegen des Erfolgs gab es dann Jahre später nochmal eine Drittauflage und die Drittauflage hatte ein wunderschönes gold hinterlegtes Cover. Das hat bestimmt ein paar Euro mehr im Druck gekostet, war aber auch richtig schön. Und die Drittauflage war auch neu getextet. Ja, aber das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Nur jetzt, weil es um Textänderung ging, kann man sich natürlich, wenn man alle Textänderungen haben will und damals auch die Drittauflage wegen der Texte gekauft hat, jetzt auch da diese Neuauflagen nochmal gucken und vergleichen. Und da gibt es nirgends eine Übersicht, hatte Klaus gesagt. Damit hatte er auch recht. Aber festgestellt wurde, dass ja zum Beispiel in geschriebenen Worten, reingetippten Worten im Comicforum, auf comicforum.de im Carlsen-Bereich unter dem Clever and Smart Thread, weil da einfach die Leser, die so begeistert waren und sehr hohe Erwartungen hatten und dann von sowas geschockt waren, obwohl es überhaupt kein Schock ist. Also die meisten haben dann auch nochmal zurückgerudert und haben gesagt, eigentlich haben wir es beim ersten Lesen gar nicht gemerkt, nur beim genauen Hingucken. Also es stört gar nicht richtig, aber da wurden Sachen im Comicforum erwähnt, was die Fehlerchen waren und die wurden dann rausgenommen. Also da kann man nachlesen, was die klitzekleinen Fehlerchen in der Erstauflage des ersten Bandes bei Carlsen von Clever and Smart waren, die rausgenommen wurden. Mehr weiß ich leider auch nicht. Im zweiten Band gab es auch Fehlerchen, die wurden wahrscheinlich auch in der zweiten Auflage vom zweiten Band dann korrigiert. Aber ich kenne Klaus ja auch leider gar nicht. Das heißt, ich kann mich auch gar nicht so kumpelhaft an ihn wenden und sagen, hey, dritte Band, wie sieht denn da aus? Und ich glaube, das mag er auch gar nicht so gerne über seine Fehler sprechen. Mag keiner. Deswegen lasse mir das. Ja. Ja, damit haben wir fast schon einen Punkt von einem Bereich, über den wir heute reden wollten, abgehakt. Es gibt noch weiteres, was ich über Clever and Smart sagen könnte. Und wegen mir, wenn das Publikum soweit wäre, könnte ich den nächsten Punkt von Clever and Smart ansprechen. Publikum? Moment, jetzt triffst du mich unvorbereitet. Das ist aber sowas von... Entschuldigung. Ich glaube, der Applaus geht dir, weil du doch schnell geschaltet hast. So, ja. Also, Carlsen hat jetzt ja schon ein paar Bände rausgebracht. Finde ich voll cool, kam bei allen gut an, bei mir auch gut. Also bei mir kam es eigentlich sehr gut an. Carlsen hat die Dinger nochmal von vorne rausgebracht. Das heißt, die haben einfach bei dem ersten Band angefangen. Die haben es chronologisch rausgebracht. Das haben wir vor einem Jahr auch schon mal so vorankündigend gesagt und alles. Aber jetzt sind sie ja auch draußen. Jetzt kann man auch sagen, dass es wirklich so ist. Die ersten 5 oder 6 Bände sind draußen. Auch der spanische Verlag hat sich voll gefreut über die Aufmachung, wie sie die Covergestaltung auf Deutsch machen. Weil er so richtig altmodisch wie damals ist. Die Leute, die es von früher nicht kennen, sehen einfach ein richtig schön klassisches Motiv. Leute, die es von früher kennen, fühlen sich nostalgisch zurückerinnert in wohlige Zeiten, als Clever and Smart einfach der Hammer war. Und es schwappt halt über, es ist heute immer noch der Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht, die ersten Bände mal wieder zu lesen. Die sind alle noch in dem
Bereich, dass da viel weniger Text ist, viel mehr Slapstick. Und dieser Slapstick, optisch dargestellt in urkomischen Bildern, das ist schon heute immer noch sauwitzig, also es ist zeitlos. Das ist ein Klassiker mit urkomischen, dynamischen, wortkargen, naiven Slapstick-Einlagen. Und zwar nicht Einlagen einzeln, sondern geballt, Seite für Seite, je Album für Album. Jetzt haben ein paar Leute zum sechsten Band gesagt, dieser Band mit dem Mann mit der Melone, der sei ein bisschen schwächer. Der war früher auch schon ein bisschen schwächer und deswegen, wenn man früher alle Clever and Smarts tausendmal gelesen hat und die Schwächeren eher ausgelassen hat, dann hat man den noch gar nicht tausendmal gelesen. Das heißt, der ist noch gar nicht totgenudelt. Überlegt mal, dass ab irgendeinem Moment ein Song, der super geil ist, nervt, weil er totgenudelt wurde. Und das fand ich an dem Band jetzt cool. Der wurde nämlich nicht totgenudelt, weil ich ihn früher schon schwächer fand. Dann hat er mir heute ganz gut gefallen. Und anhand von diesem Band kann ich auch noch sagen, dass Carlsen vorab gar nicht wusste, wie sie es machen werden, ob sie es beibehalten werden oder nicht. Das ist halt wirklich von Band zu Band und von demjenigen, der es macht, der wusste es vielleicht auch noch nicht, aber er hat es jetzt getan. Hauptsächlich werden grob gesagt viele Titel, also die Untertitel von dem Clever and Smart Band übernommen, die Asphalt-Safari und so. Und bei ein paar Bänden, da gibt es ja so einen deutschen Textbetreuer, das heißt, es gab früher eine Condor-Übersetzung, die wurde jetzt grundsätzlich genommen, die war aber früher nicht eins zu eins übersetzt, sondern ins Deutsche vergeckt, hat der Übersetzer früher immer gesagt, weil viele Deutsche können den spanischen Humor nicht nachvollziehen, das heißt, ich finde das überhaupt nicht lustig, aber der Textbearbeiter heutzutage, das ist der Steffen Hauptner, der macht das sehr gut, der nimmt die deutsche alte Übersetzung, guckt sich das Ding auf Spanisch an und gleicht es nur zeitlich so ein bisschen an, dass der Haupttext bleibt, aber ein bisschen die aus der Zeit gefallenen Witze versucht zeitlos zu machen oder zu modernisieren. Mein Tipp ist, versuch es immer zeitloser zu machen, weil die sollen ja auch in 20 Jahren noch gelesen werden. Ich weiß nicht, warum du lachst, aber wahrscheinlich ist irgendwas gut. Und das war jetzt nicht der erste Band, wo der Titel nicht mehr der gleiche Titel wie früher geblieben ist. Du wackelst. Sondern es gab schon mal einen, der, ich glaube der dritte Band war das, der hieß früher so und so und heißt jetzt so und so, also der ist anders, auf den Kampf Torero. Und da war das auch schon mal, dass der Titel abgeändert wurde und zwar einfach nur anpassend. Mach weiter. Gut. Ich weiß immer gar nicht, ob das jetzt zur Show gehört. Nein. Gut. Nein, ich weiß es schon, dass es nicht zur Show gehört, klar. und jetzt sind halt schon diese Bände Schritt für Schritt rausgekommen, circa im 2-Monats-Rhythmus. Und jetzt passiert was, oder es ist schon passiert, das, worauf alle Clever and Smart Leser gewartet haben, nämlich es gab früher schon mal ja, alle 2 Monate ein neues Clever and Smart Album. Das geriet irgendwann mal ein bisschen ins Stocken in der Endzeit vom alten Condor Verlag. Und dann kamen auch keine neuen mehr. Und dann hat das aufgehört. Und dann gab es jetzt 10 Jahre lang kein Clever and Smart. Und jetzt gibt es wieder Clever and Smart. 10 Jahre sind jetzt rum, dass der alte Condor Verlag aufgehört hatte. Und Carlsen hat es wieder aufgenommen und hat den ersten neuen Clever and Smart Band rausgebracht. Also ein Clever and Smart Comic, der bisher noch nie auf Deutsch erschienen ist. Und das ist jetzt eine Sensation. Allerdings, die Leute, die sich jetzt mit den Carlsen Clever and Smarts wieder in Clever and Smart reingelesen haben und sich daran gewöhnt haben, wie schön das alles ist, diese nostalgisch alten Dinge mit den vielen kleinen Panels, mit den naiven Slapstick-Einlagen, mit den wortkargen Gags, die werden jetzt halt in die heutige Zeit versetzt und ohne diesen Übergang über die Jahrzehnte war das für manche Leser so ein bisschen den Schock, dass da die Sprechblasen vollgeballert sind, dass ja, der Humor sich wiederholt. Ach nee, ein Comic, den es seit 60 Jahren gibt, da hat sich irgendein Witz wiederholt oder was? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ein paar mussten sich da ein bisschen umschauen, weil das einfach ein kompletter Bruch ist, weil die einfach komplett geschockt waren von schön, klassisch, alt, wieder aufgelegt, richtig schick, neu aufgelegt, aber das alte Gewand, wunderbar. Und jetzt halt das Ding, das so ist, wie es ist. Aber es ist ja in der Evolution von Clever and Smart überhaupt kein Bruch oder sowas gewesen, sondern in Spanien erscheint ja immer wieder ein neuer Clever and Smart Comic. Die Abstände werden nur deshalb größer, weil Ibanez langsam immer älter wird und nicht mehr so schnell kann und es auch nicht mehr nötig hat,
irgendwie in jungen Jahren dem Verlagsdruck standzuhalten und zu sagen, ja, ich liefere termingerecht ab, sondern der darf sich heute eigentlich so ähnlich fühlen wie vielleicht der Uder so als Asterix-Zeichner, der sagt, ich mache einen neuen Band, wenn ich einen neuen Band mache. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wird auch nirgends offiziell genannt, den gibt es auch gar nicht offiziell und ich weiß auch nicht, ob der 100% stimmt. Also wir nennen das jetzt hier mal sowas wie, wie heißt das, Gerüchteküche, wie sagt man denn da so mit so anderen Worten? Sowas halt. Es gibt in Spanien Comiczeichner und es gibt den Ibanez und der Ibanez hat noch nie koloriert, das wusste ich auch nicht, das habe ich mir von einem spanischen Comic-Fan erzählen lassen. Das heißt, es war noch nie sein Bereich. Wenn er was koloriert hat, dann sind es immer so Einzelillustrationen und ansonsten gibt es in Spanien einfach bei dem Clever & Smart Verlag zu den abgelieferten schwarz-weiß Clever & Smart Seiten vom Ibanez einfach den nächsten, der den Job des Kolorierens macht. Der wird halt leider nirgends erwähnt. Ja, auch ich weiß nicht, wie der heißt, wer das ist oder wie viele verschiedene Leute das machen. Die alten Dinger wurden auch nach und nach alle mal neu koloriert, als in Spanien ein Verlagswechsel war. Da hat der neue Verlag gesagt, wenn wir die jetzt alle wieder neu auflegen, dann kolorieren wir die beide gleich neu und daher kommt die neue Koloration. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Sache, die ich mir jetzt so ein bisschen Dankeschön angeeignet habe an Wissen. Und das finde ich voll cool, das irgendwie zu wissen, weil ich habe mich immer gefragt, gibt es vielleicht mehr als eine neue Koloration, warum wurde es koloriert, in welchem Rahmen wurden die der Reihe nach koloriert? Und da hat mir der spanische Comic-Fan, den ich über das Internet kenne, einfach gesagt, der neue spanische Verlag damals, also als es einen Verlagswechsel gab, neu ist da gar nichts, das ist alles Jahrzehnte her, der hat einfach nicht sortiert, sondern immer, wenn sie einen neuen, also wenn sie einen alten neu aufgelegt haben, den in dem Zuge neu koloriert und so wurden die alten irgendwann alle mal neu koloriert. Und deswegen hat der Carlsen Verlag heutzutage neu kolorierte Clever & Smart Hefte. Der gute alte Ibanez, der war früher jung und so schnell und so ergiebig, was das Comic-Output raushauen von den Comic-Seiten anging. Das ist unglaublich und heute ist er viele, viele Jahrzehnte später nicht mehr so ergiebig. Das stört alle gar nicht. Aber ihn stört es vielleicht schon, dass er ein bisschen älter geworden ist und nicht mehr so kann, wie er möchte. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht fragen können, ich weiß es nicht. Aber er hat inoffiziell angeblich Gossip-Talk ein Helferlein. Das ist ein Zeichner, wo auch ein Bekannter von uns eine Originalzeichnung sich hat machen lassen. Und dadurch hat der Bekannte dann auch gesagt, das ist der, der in Spanien jetzt ein bisschen hilft. Und wenn es dann mal so weit sein sollte, dass der Ibanez nicht mehr zeichnen möchte, nicht mehr zeichnen kann, das Ganze voraussichtlich auch Gossip Talk übernehmen wird. Und ja, da sieht man dann wenigstens keinen Bruch, das finde ich gut. Und der soll angeblich schon all die Jahre immer ein bisschen helfen. Also jetzt die letzten wenigen Jahre, das sind alles Alben, die wir hier in Deutschland noch überhaupt nicht kennen. So, jawohl, da habe ich das auch erwähnt. Puh, jetzt ist es raus, jetzt wisst ihr es, Zuhörer auch. Ja, also dieses Helferlein habe ich auch schon namentlich gesehen. Das nenne ich, das weiß ich jetzt aber nicht, weil es war, ob es war es oder nicht, ob es 90% Wahrheit ist oder 100%, deswegen. Ja, auch etwas, das ich mich nicht getraut habe zu sagen, ist, aber das ist ja nicht verboten, sowas zu sagen. Passt auf, jetzt kommt's. Trommelwirbel, jawohl. Ich bin nicht allein, der Comics liest. Ja, ist wahr. Ich habe so einen kleinen Comic-Freundeskreis, das heißt, mit Kumpels ziehen wir los, lesen Comics, kaufen Comics, machen Comics, Comics. Comics. Und wir sind nicht nur am Comic-Lesen interessiert, sondern auch an Comics interessiert. Das heißt, wir sind nicht nur diejenigen, die viel wissen wollen, sondern dann ab irgendeinem Punkt sind wir auch diejenigen, die viel wissen. Und wenn man das dann übertreibt, sind wir sogar diejenigen, die es zuerst wissen, die mehr wissen als alle anderen. Und einer von uns hat mir schon 2 Jahre, bevor bei Carlsen bekannt, also bevor Carlsen bekannt gemacht hat, dass die Clever & Smart rausbringen, hat mir schon jemand gesagt, dass die deutschen Rechte vergeben sind an Clever & Smart. Anfangs konnten wir noch nicht recherchieren, wer es war. Und irgendwann wussten wir dann, es war Carlsen Verlag. Und ich konnte all die 2 Jahre lang überhaupt keinem was von erzählen, weil das macht man nicht. Das möchte der Verlag immer nicht. Im Nachhinein ist alles halb so wild. Und jetzt ist es soweit und ich wusste überhaupt nicht. Ja, aber stell mal vor, es hätte doch nicht geklappt und dann. Nee, das, also die Ankündigung von einem neuen Projekt überlässt man dem Verlag, weil er das vielleicht auf seine Weise ankündigen möchte. Auch das. Genau. Und wie gesagt, bei so einem Mammutprojekt, da kann ja immer noch ein bisschen was schiefgehen letztlich. Und
dann wäre es ärgerlich gewesen, wenn man jetzt irgendwie die Hoffnung geschürt hätte in dem Fall und dann. Ja, aber wir wissen ja so oft Sachen, die wir noch nicht verraten dürfen. Es ist schon. Das Ach! Vor allem, man möchte über was reden. Was ist unser Hobby? Comics. Warum reden wir nicht über Comics? Ja, können wir gerne machen, aber all die Sachen, die interessant sind, können wir nicht reden, weil wir es nicht sagen dürfen. Ist auch blöd. Man ist ja überall voll gebremst. Man spricht immer nur über Sachen, die schon von der Comic-Info schon so weit zurückliegen, dass man sie verraten darf. Und das ist ja so, wie wenn du eine Nachrichtensendung von vor 5 Jahren guckst. Nein, also nur wenn man jetzt wirklich so tief drin ist, wie wir es mal waren. Ich bin da jetzt auch ein bisschen wieder rausgerutscht, so tief bin ich gar nicht mehr drin. Aber zu der Zeit war das halt Hammer, als mir mein Kumpel gesagt hat, weißt du was, nicht weiter erzählen, aber ich weiß was. Ja, und seit dem Zeitpunkt, seitdem ich das wusste, habe ich gedacht, oh je, hoffentlich macht Carlsen was Gescheites draus. Oh je, hoffentlich. Verbauen die nicht alles, hoffentlich machen die sich nicht selbst kaputt, ihren Erfolg oder sowas, weil sie zu blöd für alles sind. Es kann jetzt ja jeder beruhigt sein, sogar ich bin beruhigt. Carlsen hat nicht alles verbockt. Carlsen hat sehr, sehr viel, sehr gut, sehr schön gemacht. Aber nicht alles. Aber leider nicht alles. Ja, es gibt da Sachen, die sind nicht ganz perfekt, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich freue mich voll über die Comics von Carlsen, auch mit dem stärkeren Umschlag, mit dem, ach, das ist schön. Ja, als in Spanien Verlagswechsel war, inzwischen vor ein paar Jahrzehnten die neue Koloration. Dabei haben die auch teilweise diese Sprechblasen-Outlines nochmal ein bisschen neuer runtergesetzt. Das heißt, ich nehme an, dass das so ein bisschen am Computer gemacht wurde oder sowas. Da gibt es dann auch manche Sprechblasen, die anders aussehen als früher, zumindest in den Short-Stories, in den Kurzgeschichten. Bei den Alben weiß ich es jetzt nicht. Ich glaube, da ist es mir selbst zumindest nicht aufgefallen, hat der Spanier auch nicht gesagt, wie es da im Detail ist. Er sagt halt auch immer nur das, was ich frage im Detail. Ja, aber trotzdem ist der neue Band, also dieser in Deutschland als Erstveröffentlichung seit wie vielen Jahren, vielleicht seit 20 Jahren, gibt es endlich mal wieder einen neuen Comic von Clever & Smart in Deutschland. Wenn früher manche Zeichnung ein bisschen krakelig war, manchmal ein bisschen anders war, ist es jetzt so, dass das einfach inzwischen so routiniert ist. Ich höre was. Ja, egal. Warte. Also, wenn manchmal früher der Zeichner sich noch weiterentwickelt hat oder nochmal was abgewandelt hat oder nochmal was abgeändert hat oder auch einfach nur die Koloration ist jetzt ja einheitlich. Der Mr. L. hat einfach einen blauen Anzug, deswegen hat er immer einen blauen Anzug. In der neuen Koloration kann man das ja nachträglich so machen. Früher hat er an 2 Alben einen roten Anzug angehabt oder so. Und jetzt ist halt alles so schön routiniert gezeichnet, dass man gar keine sympathischen Fehlerchen mehr entdeckt, aber eigentlich weiß ich, dass viele Leute immer über Fehlerchen schimpfen und diese zeichnerischen Fehlerchen passieren eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil es einfach sitzt. Was ich beim 60. Geburtstagsband von Clever & Smart schade finde und nicht so perfekt finde, ist das Covermotiv, aber da kann ja keiner was für, außer der es so ausgewählt hat. Und der deutsche Verlag hat das so ein bisschen so platziert, dass rechts am Cover noch Rand ist, Luft ist und die Zeichnung schon längst aufgehört hat. Ich hätte lieber das Cover voll prächtig platziert, dass da nicht ein grüner Rand noch ist. Das haben die bestimmt gemacht, damit oben Platz ist und damit die der 60. Geburtstag größer schreiben können. Ja, also die Covergestaltung von dem deutschen Band, die hätte ich anders gemacht und hätte anders noch toller gefunden, aber erstmal freut man sich, dass er da ist und damit hat Carlsen nicht nur die klassische Reihe gestartet, wovon schon 6 Bände erschienen sind, sondern auch eine Sonderbandreihe gestartet und da erinnere ich mich auch gerne zurück an die alten Sonderbände, die es früher mal gegeben hat bei Condor Verlag und die hatten halt auch oft ein schön goldenes Cover oder sowas. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es auch heute wieder so wäre. Ist halt leider nicht so. Es kommen viel weniger Gewusel, Einzelhintergrundgags im Comic und auf dem Cover auch ein bisschen weniger vor als in den extrem Höchstzeiten an solchen Hintergrundgags bei Clever & Smart. Durch die Nullkoloration im Laufe der Jahrzehnte, diese ja, gediegenere Koloration, sieht es nicht optisch nicht mehr so subversiv auf den ersten Blick aus, aber trotzdem geht es im Sonderband um Trump und um den, ach so, der heißt ja gar nicht Trump im Comic, oder? Wie heißt er?
Jetzt habe ich es gar nicht parat. Also sind ja so ein bisschen verhohnepiebelt, leicht abgeänderte Namen, aber jeder weiß, dass es da um den einen Staatsmann und um den anderen Staatsmann geht. Das finde ich jetzt beim Blättern eh nicht. Der Licher-Legende sucht. Ja. Aber während du suchst, sagst, lese ich auch gerade das Wort suchen. Suchen und uns an King Kong Un ranpirschen. Also da haben wir schon den anderen Namen von dem, der nicht der Trump ist. Die treffen nämlich aufeinander. Und jeder weiß, wer King Kong Un im echten Leben sein soll. Aber den Trump-Namen habe ich jetzt noch nicht gefunden. Weiß jetzt gar nicht, ob der Trump oder Trump oder, naja, ist ja wohl, ist es selbe in grün. Kann ja auch mal suchen. Dann fällt ruhig weiter. Und in dem Comic wird gefeiert, dass Clever and Smart 60 Jahre alt wird. Und das wird auch thematisiert. Und es ist auch so, dass die Clever and Smart Crew, also Mr. L, Clever and Smart selbst und all die anderen Leute wirklich alte Säcke geworden sind. Die sind halt schon seit 60 Jahren im Geheimdienst tätig und sind immer noch in diesem Geheimdienst tätig. Auf der ersten Seite wird gezeigt, wie prunkvoll der früher war und seitdem Clever and Smart dazugestoßen sind, was seitdem aus dem geworden ist, wie runtergekommen der ist. Das ist halt der Humor von Clever and Smart. Und damit erkennt man halt auch gleich, da ist Humor von Clever and Smart drin, deswegen ist der Band auch gut. Ist nicht mehr so Slapstick gelungen wie die urklassischen Dinger, das ist klar, aber es ist halt trotzdem ein typischer, richtig schöner Clever and Smart. Jawohl! Der Clever and Smart Sonderband. Schön, dass es einen neuen Comic gibt von Clever and Smart. Ich weiß nicht, ob es genau 20 Jahre sind, aber es sind circa 20 Jahre, seitdem in Deutschland das letzte Mal ein neuer Comic von Clever and Smart erschienen war, also eine neue Geschichte. Das war damals die 174. Achso, weil das andere sind jetzt alles Nachdrucke, ne? Genau, genau. Also damals hat dann der Verlag auch aufgehört, neue Bände rauszubringen, weil die Lizenzen viel zu teuer waren im Verhältnis zu den Verkaufszahlen, die leider ab irgendeinem Moment zurückgingen. Und der Carlsen Verlag hat jetzt ja auch mit den uralten Dingern gestartet. Und da haben wir schon lange nichts Neues mehr gesehen, ja. Nö. Anfangs, wie eben schon kurz angesprochen, wird erstmal gezeigt, wie alt ein Fred Clever und ein Jeff Smart sein kann und wie alt ein Mr. L werden kann. Alles auf typisch Ibanez-Weise, auf urkomische, ulkige, überdrehte, bescheuerte, bekloppte Weise dargestellt und ja, bis es nicht mehr lustig ist, aber das ist ja eigentlich das, was derjenige, der Clever and Smart nicht mag, bescheuert findet und der Clever and Smart mag, gar nicht überdreht genug haben kann, ist schon witzig. Was bei dem Band ein bisschen schwierig war, aber das habe ich beim Zweitlesen festgestellt, dass wenn man es einmal durchgelesen hat und der Text ist einem schon so ein bisschen bewusst, dass man da gar nicht mehr so drüber holpert und stolpert. Anfangs werden so viele Gebrechen in Fachjargon aufgezählt. Wenn man das erste Mal liest, muss man erst mal lesen, was da für Worte stehen. Beim zweiten Mal weiß man schon, dass das diese ganzen Gebrechen sind, dass ein paar Leser und ich auch gedacht haben, huiuiuiui, was für ein schwerer Text. Statt lauter Pointen, lauter komische Fachbegriffe für Alterskrankheiten. Der Steffen, während ich hier erzähle. Sie sind weg. Puh, gut, dass hier diese dickhalsigen Vasen stehen. Dickhalsig war vielleicht deine, denn meine ja. Gewisse Wortschöpfungen, die ich bei deiner Wortauswahl wiedererkenne. Dickhalsig, siebennasig. Ja, irgendwie. Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht, das bin wahrscheinlich gar nicht ich, sondern das bin ich geprägt durch Clever and Smart. Wahrscheinlich. Siebennasig. Man müsste mal alle Clever and Smarts durchschauen, ob irgendwo mal das Wort schon mal vorkam. Vielleicht habe ich das nur unbewusst abgespeichert. Mhm. Kann gut sein, ja. Aber ich finde auch den Namen nicht. Also es ist jetzt kein... King Kong? Das ist jetzt der andere? Ja. Der Name selbst ist ja gar kein Gag. Also da ist nicht was urkomisch bei rausgekommen, sondern es ist einfach nur, dass sie den halt abgewandelt haben, weil man ihm gar nicht den Respekt zollen möchte, um ihn beim echten Namen zu nennen, weil... Das ist ein blöder Politiker, den man lieber verhohnepiepelt. Ja, und dann brechen die auf, da wo sich King Jong-un, nee, wie heißt der jetzt nochmal, King Kong-un treffen will mit dem Trump, um zu verhindern, dass dort irgendwas eskaliert. Aber im echten Leben bei Clever and Smart ist es eigentlich so, dass immer wenn die vorhaben zu verhindern, dass irgendwas eskaliert, dass es aufgrund genau von Clever and Smart erst recht eskaliert. Und das ist halt typisch Clever and Smart und deswegen ist dieser neue Band auch typisch Clever and Smart. Und es kommen die typischen Witze vor, es kommen die typisch geliebten Witze vor und es ist natürlich
auf heutige Zeit gemünzt, also mit aktuellem Zeitgeschehen, mit modernen Methoden. Es ist schon witzig. Mhm. Das ist ein sehr, weiß nicht, wie man es nennt. Es ist kein tiefgehender. Ja, genau. So ist es eher. Es ist kein tiefgehender Humor, wo man macht. Aber so in die. Und da fand ich den Stonderband zwar von der äußeren Aufmachung ein bisschen schwach. Das sieht, also ich weiß nicht, ob das nur ich so empfinde, aber es sieht für mich aus, dieses deutsche Erstveröffentlichung in so einem Zickzackkreis. Das Stern. Ja, ich meine, es soll wahrscheinlich auch so ein bisschen das nostalgische sein. Dreschig nostalgische Hervorrufung. Auch die Farbwahl jetzt vom Cover ist irgendwie, naja. Das Grün ist ja die beruhigendste Farbe, die es gibt, ist nicht dreschig. Also, ja. Wobei, das gehört ja noch zur Koloration von dem, der das Cover gemacht hat. Das hier ist der deutsche, vom deutschen Verlag die Gestaltung mit diesem Zickzackkreis, der 60. Geburtstag in dieser Schriftart, die so einen grauen Schatten wirft. Es erinnert mich eher an. Ja, du hast ja allein schon auf dem Cover hast du ja verschiedenste Schriftarten, was das Ganze schon mal ein bisschen unruhig wirken lässt. Also Clever und Smart, das hat seinen eigenen Schriftzug. Ja. Dann hast du unten drunter ein Areal, sage ich jetzt mal, Sonderband einstehen. Ja. Dann hast du nochmal der 60. Geburtstag in der Comicschrift, in der anderen, in der eine Headliner-Comic-Schrift, dann hast du einen Text in der Sprechblase, ziemlich viel Text in der Sprechblase für ein Cover und nochmal einen ganz kleinen Text in einer anderen Sprechblase und das dann auch wieder in extra Schriftarten. Ne? Ja. Und dann hast du oben noch, ganz oben hast du nochmal den Hinweis, wie das gezeichnet ist, genau. Okay, und dann hast du noch das Carlsen-Logo, das sind auch nochmal zwei, drei unterschiedliche Schriftarten. Also da ist schon viel durcheinander. Und dann durch das Bild natürlich, die Bilder von Clever und Smart, das hast du ja schon mal beschrieben, die sind immer sehr detailreich, demzufolge auch recht überlastet. Und an für sich ein recht unruhiges Cover. Aber dadurch, ich ein bisschen das Dreschige passt schon, ja. Ich finde halt, ins Motiv gehört das unruhige Durcheinander. Und oben sollte eigentlich als Hauptpranger das Clever & Smart Logo stehen. Und das ist voll im Hintergrund. Das ist ja viel kleiner als normal. Stimmt, ja. Nochmal kleiner. Es ist sogar, guck mal, wenn du guckst, wie groß das C, also die Buchstaben von Clever & Smart, dem Schriftzug sind, sind die ja höchstens gleich groß wie der 60. Geburtstag, dieser Schriftzug. Naja, also ich meine, ich bin jetzt ja auch kein Verlag. Manchmal möchte ein Verlag ja auch sagen, hey, wir präsentieren es. Wenn irgendwie der Platz so knapp wäre, hätte ich mich zurückgenommen, hätte das an eine andere Stelle gerückt. Aber so ist es jetzt halt. Die werden es auch nicht ändern, auch nicht in der Zweitauflage. Die haben ja lange genug Zeit gehabt, zu überlegen, ob sie es ändern oder nicht. In der Vorschau ist es ja auch schon ein halbes Jahr vorher so gestylt gewesen, haben sie nichts mehr geändert. Okay. Und jetzt ist er endlich erschienen, ja. Also 2017 war ja in Spanien auch schon mal ein Comic von Clever & Smart erschienen zum Thema Trump. Und da habe ich erst gedacht, als ich das Cover zum ersten Mal im Internet entdeckt hatte, dass das Band sei, aber es ist ein Sonderband. Das ist ein Spanien-Sonderband gewesen. Das heißt, der ist jetzt auch in Spanien so erst erschienen, ja? Genau, also natürlich ein Stück weit vorher, aber das ist auch ein Sonderband, der jetzt in Spanien relativ neu ist. Ja. Und wie hat dir jetzt also insgesamt die Geschichte gefallen? Also du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, Anfang ein bisschen, haben sie ein bisschen dargestellt, wie es so früher war, die Goldzeit, dann jetzt so das Moderne. Fühlst du dich daheim damit? Ich glaube, ich muss erst wieder nach Hause kommen, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, neue Abenteuer zu lesen. Aber jetzt, eigentlich macht es Spaß, neue Abenteuer zu lesen. Erstens, weil man es nachher noch gar nicht kennt, es ist einem ja neu. Also das, was man liest, kennt man noch nicht, ist ja immer schön. Auf der anderen Seite, gerade bei Clever & Smart, ist es immer schön, die Sachen, die man kennt und liebt, nochmal zu lesen. Also deswegen, die Klassiker sind ja genau richtig. Und hier endet das Comic gar nicht so wie in Clever & Smart endet mit der letzten Seite und das Abenteuer versinkt in Chaos, sondern das passiert auf dem zweiten Panel von der letzten Seite. Und dann kommt der Übergang zurück zu, also natürlich weiteres Chaos, aber dass Clever & Smart halt wieder bewusst wird, dass sie alt sind. Und während sie anfangs überall gejammert haben und gebrechlich waren und tragisch reingeschaut haben, ist es in den letzten 1, 2, 3, 4 Paneln so, dass sie halt ein Lachen auf den Lippen haben. Und das ist so schön, ich hoffe nicht, dass es der letzte Comic ist, aber es sieht aus wie ein harmonisches Abschließen, also ein harmonisches Ende, weil sie gratulieren sich dann halt selbst zum 60. Jubiläum und jetzt ist alles gut und sie gesellen sich in Rollstühle zu alten Säcken auf einer Parkbank. Clever & Smart.
Also es ist jetzt nur das Ende von diesem Band. Ich hoffe nicht, dass das das Ende von Clemens Smart ist, aber das zuerst einen neuen Clemens Smart. Das könnte ein Ende sein, aber theoretisch. Ja, also vielleicht weiß der Zeichner nicht mehr, wie viel er noch schafft. Mhm. Aber ich glaube, das... Naja, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, dass er da angeblich Unterstützung hat, aber... Genau. Inoffiziell. Also ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber es wird wahrscheinlich stimmen, ja. Ich weiß aber auch nicht, ist er ja noch einer der wenigen, die solche traditionellen Serien, sage ich mal, selbst macht. Ja, weil jahrzehntelang allein geschaffen hat. Asterix ja. Haben wir es ja schon, dass da jetzt ein neues Duo dran ist. Bei Lucky Luke ist es auch so. Bei Spirou natürlich sowieso, da hat es ja immer mal gewechselt. Da kennst du der Leser schon, genau. Ja, und bei Asterix hat es ja lange gebraucht, bis der Zeichner sich umentschieden hatte. Druck von der Wirtschaft, also von den Verlagen, hey, wir wollen weiterhin Geld machen, gib endlich frei, bloß weil du nicht sterben willst. also so haben sie es nicht formuliert, aber die wollten, die haben gedacht, hat es der ein oder andere bestimmt. Ja. Und das war ja auch für den Leser ein Abwarten, was passieren wird und ein ja, Zittern. Und irgendwo hat der Leser, auch wenn er sich immer auf einen neuen Asterix gefreut hat, wenn er dann gelesen hat, eigentlich immer nur geschimpft, es ist nicht mehr so wie früher. Die fanden das ja alle doof, wenn der Uder so alleine einen neuen Asterix rausgebracht hat und alle waren immer nur enttäuscht, wie doof. Verkauft hat sich der Verlag, der hat sich trotzdem gefreut, weil er sich trotzdem soweit gut verkauft hat, aber auch da gingen Verkaufszahlen zurück. Und jetzt hat er sich ja entschieden, dass wenn es nur ein guter Comic wird, dann kann man das ja doch weiterführen, auch von anderen. Also bei Asterix hat es ja ganz gut geklappt. Das große Comicland Frankreich hat das auch mit Asterix jetzt gelöst. Mhm. Und irgendwie steht das jetzt im Ibanez bevor. Mhm. Also, dass er sich entscheiden muss, dass er sich, dass er irgendwas vielleicht abschließen möchte. Vielleicht hat er es damit getan, das weiß ich jetzt nicht. Frag ihn nochmal. Ja, würde ich gerne. Exklusiv für uns. Wenn ich irgendwie drankomme, würde ich gerne machen, ja. Naja. Aber ich habe diesen Kontakt, den ich durchs Internet mit jemandem aus Spanien hatte, das ist nicht nur ein Clever and Smart Leser, sondern auch ein richtiger Clever and Smart Fan in Spanien. Also die leben da als Clever and Smart Fan sein, ein bisschen anders da als hierzulande. Und da war ja auch Clever and Smart nie weg. Das heißt, das ist da ewig gewesen und der ist circa genauso alt wie wir oder wie ich. Der hat es genauso als Kind mitgekriegt und seitdem verfolgt, genauso wie ich. Und der kennt halt noch ein paar ganz andere Nuancen. Also es ist da auch nie abgeebbt. Also nicht in der Form wie hierzulande. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen und ja, aber da, also ich habe vor, dir noch ein paar andere Sachen zu fragen, weil ich fand es einfach cool, dass ich ihn auch fragen kann, was mich interessiert. Also wenn man ein Interview führt, muss man ja irgendwelche Sachen fragen, die hoffentlich die Zuhörer interessieren oder die Sachen, die sich gehören oder die Sachen, die man klassisch fragt. Aber was ist denn, wenn man jetzt eigentlich, also ich habe ja mal den Humberto Ramos interviewt und zwar auch nur, da hatte ich die Freiheit auch zu fragen, was mich interessiert. Da habe ich ihn zuerst gefragt, ob er Bone gelesen hat. Und das ist viel interessanter, die Sachen zu fragen, die einen selbst interessieren. Und bei Clever and Smart habe ich die ja auch schon ein paar Sachen gefragt. Die sind auch hobbymäßig dabei. Er gehört halt zu so einem Freundeskreis von Clever and Smart Fans. Hobbymäßig sind die in Spanien dabei. Das dürfen sie nicht gedruckt veröffentlichen und dürfen damit kein Geld verdienen. Dann müssten sie ja Rechte und Lizenzen und sonst was klären. Aber sie haben inoffiziell eine Erlaubnis, dass sie es aufbereiten dürfen. Die alten Strips sind sie gerade dabei. Also womit Clever and Smart angefangen hat, diese Einseiter, die... ja, weiß nicht, was sie da genau machen, zu digitalisieren und da ein bisschen aufzupeppen. Ich habe auch schon ein paar Seiten gesehen oder ich habe viele Seiten gesehen, aber ich kann halt kein Spanisch. Ich finde es nur obercool, die alten Dinger zu sehen. Das ist was, was ein vor der Zeit des Internets in Deutschland keine Chance. Es gab nicht die Möglichkeit zu wissen, dass es vor den Alben andere Sachen gab, dass es neben den Alben andere Sachen gibt, wenn es die nicht in Deutschland gab. Und das, was es in Deutschland gab, wusste man auch nie. Man hat es auch gar nicht hinterfragt, weil man nicht wusste, dass es sein könnte, dass es nicht die richtige Reihenfolge ist, dass es was Sachen ausgelassen werden. Es gibt ein paar Alben, da sind Kurzgeschichten drin, die, das sind gar nicht spanische Alben, die übernommen wurden und lauter so Sachen, das wusste man früher nicht. Und zum einen weiß man heute manches übers Internet, aber trotzdem ist, glaube ich, zwischen deutschen und englischen Webseiten switchen einfacher für viele Menschen als zwischen, was weiß ich, italienisch und deutsch. Das macht man nur, wenn man Italiener oder Deutscher ist. Und zwischen Spanisch und Deutsch gibt es auch nicht so einen großen Kommunikationsaustausch. Entweder hab ich es auf Spanisch gefunden oder auf Deutsch, aber es gibt nirgends. Also anscheinend die englischsprachige Welt hat nicht so viel mehr Informationen als die deutschsprachige Welt. Das heißt, man muss
bei mehr Informationen immer auf Spanische zurückgreifen. Und dieser Spanier, der spricht halt mit mir auf Englisch. Und das, das ist ganz gut. Da treffen wir uns in der Mitte. Und wie clever und smart früher ausgesehen hat, das habe ich jetzt, bevor er mir diese Seiten gezeigt hat, auch nur in ganz wenig Einzelbeispielen gesehen. Das heißt, ich habe vielleicht insgesamt mal eine ganze Seite gesehen und zwei, drei einzelne Strips, weil er es auf irgendeiner Fan-Webseite früher vor 10, 15 Jahren beispielhaft mal gezeigt wurde. Jetzt bewege ich einfach nur mal beim Sprechen mein Gesicht ein bisschen mehr für den Fall, dass du bei der Videoaufnahme, ne, machst du nicht gut. Und dann einfach zu sehen, wie das die Spanier damals vorgelegt bekommen hatten, nämlich regelmäßig im Magazin, jedes Mal eine Seite. Wie ganz früher Clever and Smart war, kenne ich nur von Beschreibungen. Also es gibt die Beschreibung, dass das anfangs sowas wie so ein Sherlock-Holmes-Duo war. Was heißt denn anfangs? Die ersten Jahre, die ersten Folgen? Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man bei anderen Figuren die Entwicklung gezeigt bekommt, dann steht da ganz am Anfang sah er so aus, dann sah er so aus und später so. Und dann sagt jeder, ach, guck mal, wie der sich gewandelt hat. Aber dieses, wie er ganz am Anfang aussah, ist ja meistens gar nicht, wie er die ersten vielen Jahre aussah, sondern wie die ersten zwei Wochen aussah. Und danach hat sich ja schon, hat ja schon die Wandlung begonnen, dass sich weiterentwickelt. Und beim Clever and Smart, Mortar Day y Filemon, da ist es so, dass die Strips, die gab es lange. Also es gab viele Strips, Einseiter viele. Und irgendwann kam halt der Ibanez oder eher gesagt der Verlag auf die Idee, zusätzlich noch ein Album zu machen. Und nach diesem einen Album kam sie auf die Idee, überhaupt Alben zu machen. Und dann gab es halt eine Albenreihe. Tja, dann habe ich mal, weil jetzt ja das nicht verschwiegen werden konnte, dass ich hier Papiere liegen habe mit Vorbereitungen, habe ich, das ist ja gar nicht schlimm, man merkt ja eh, ob man freispricht oder nicht, aber ich habe jetzt schon mal einen Text geschrieben, der in der Form so gar nicht veröffentlicht wurde und du hast mir schon vorm letzten Mal vorgeschlagen, dass ich den vielleicht nutze und da habe ich mich das auch nicht so ganz, wusste ich nicht, ob ich mich damit gut fühle und irgendwie jetzt so mit ein bisschen Abstand denke ich, wenn die Zuhörer gerne möchten, das ist die Frage, aber ja, wenn du auch nichts dagegen hast und wir haben jetzt hier, du hast vorher gesagt, da war glaube ich das Tongerät noch nicht an, dass wir 5 Stunden aufnehmen können. Oh. Also, naja, vorlesen geht ja schneller, als wenn ich mich verzettel und frei rede und von einem ins Hundertstel, ins Tausendstel komme. Und da könnte ich eigentlich mal ein paar Bereiche von dem vorlesen, was ich früher mal geschrieben habe. Und vor allem jetzt, wenn ich das einfach mal so vorlese, gibt es ja auch keinen, der sagt, ey, du musst das von vorne bis hinten vorlesen, sondern immer, wenn mir dazu irgendwas noch einfällt, kann ich das ja theoretisch spontan dazu sagen. Also einfach nur einen Halbsatz oder sowas. Ich habe mal was über Clever and Smart geschrieben, als ich mich gefreut habe, weil ich erfahren hatte, dass die wiederkommen und habe da so ein bisschen versucht, ja, ich sag mal in Kürze, aber es war den Leuten viel zu lang, davon zu berichten, wie es mit Clever and Smart losging. Also gefühlt für einen deutschen Clever and Smart-Fan, der nicht weiß, dass es in Spanien früher losging und heutzutage vielleicht das im Internet kurz nachgeguckt hat. Und weil ich jetzt ja eh verraten habe, dass es ein Text ist, den ich vorlese, muss ich auch gar nichts schön reden, sondern ich rede das Ding einfach runter, indem ich vorlese. In einem hohen Stockwerk des Hauptgebäudes des TIA, des Transinternationalen Agentenrings, eine übergewichtige Frau geht durch die Flure. Auf dem Fußboden liegen ein paar Zigarettenstummel. Beim Blick in die Büros gibt es überall kleine Hintergrundgags. Im Büro des Chefs wird ein Top-Secret-Umschlag in einen Tresor gelegt. Neben ihnen ein bärtiger Mann. Hierbei kann es sich nur um die Sekretärin Ophelia, den Boss Mr. L und den Wissenschaftler und Erfinder Dr. Bacterius handeln. Es kommen neben den zwei berühmten Geheimagenten Fred Clever und Tress Smart nicht nur noch ein bulliger Schläger, ein durchgedrehter Bösewicht und der kleine, stark kurzsichtige Mann vor, sondern auch die höchst attraktive Fräulein Tussi, Sekretärin im Vorzimmer von Mr. L, die 1987 in Band 86 in die Comicserie eingeführt wurde und bis 1981 in Band 109 immer mal wieder kurz auftauchte und vor allem Fred den Kopf verdrehte. Jetzt würzt sie Jeffs kühne Träume. Wow. Das war der erste Absatz. Ja, die Fräulein Tussi, das war der Versuch, noch eine neue Comicfigur in das Stammensemble einzuführen. Sie hat es leider nicht so ganz gepackt.
hier der Band 86 von 1987 bezieht sich auf die deutsche Comic-Serie, darum geht es ja. Und da kam sie im ersten Auftritt vor, dann kam sie immer mal wieder vor, neben der Ophelia. Und ja, eigentlich kam sie dann nicht mehr so oft vor, aber vereinzelt ist sie dann immer mal bis dorthin wieder aufgetaucht, bis zum Band 109, wo sie auch ganz selten auch noch mal wenig aufgetaucht ist, ist in den Kurzgeschichten, die auf Deutsch in den lustigen Taschenbüchern, nicht lustigen Taschenbüchern, in den Taschenbüchern von Clever and Smart erschienen sind. Also da kam sie auch noch hier und da mal vereinzelt vor. Und das ist die Fräulein Tussi, die oft vergessen wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen fand ich es den Oberhammer, weil jetzt lese ich gerade weiter, worum es geht, was ich gerade vorgelesen habe. So beginnt der gelungene 2014er Animationsfilm Clever and Smart in geheimer Mission, der Herbst 2017 auf Deutsch erschienen ist und perfekt auf den überraschenden Neustart der chaotischen Kultknollnasen ihrer Comicalbumreihe bei Carlsen Comics einstimmt. Also das war jetzt eben die Kurzbeschreibung vom Intro vom Film. So, aber von vorn. Die Welt formte sich und brachte in ihrem Verlauf unter anderem Dinosaurier, Auberginen und Comicbuchdruck hervor. 1958 erschien erstmals in einer spanischen Zeitschrift Mortadelo y Filemón von Francisco Ibáñez. Die ersten Folgen wirkten noch wie eine schwarz-weiße Comicparodie auf Sherlock Holmes mit zwei langnasigen Privatdetektiven mit Melonen. Aber bald wurde es bunt und Mortadelo und Filemón wurden zu Geheimagenten. Filemons Äußeres wandelte sich dabei zu einer kürzeren Nase und einem weißen Hemd mit schwarzer Fliege, dazu eine rote Hose. Der große, beprillte Mortadelo blieb schlaksig, langnasig und wirkte in seinem schwarzen Anzug mitsamt Steifkragen schon immer schulterlos. Er hatte die Fähigkeit, sich in alles Mögliche zu verwandeln, wozu er anfangs seine legendären Verkleidung aus dem Hut zauberte. Die Melonen verschwanden und zum Vorschein kam, Filemón hatte nur zwei Haare, Mortadelo war glatzköpfig. Mortadelo y Filemón war beliebt und erschien in kurzen Geschichten in Comic-Magazinen. Ibáñez startete 1969 zudem eine Comic-Albenreihe mit seinen Helden und setzte für die erste Ausgabe beim Seitenaufbau auf 4 Panelreihen pro Seite. Nach 40 spanischen Ausgaben wurde dauerhaft von 5 Panelreihen auf 4 gewechselt. Also nur im ersten Band hat er 4 Panelreihen gehabt. Dann gab es 39 Bände, wo er dann 5 Panelreihen pro Seite gemacht hat. Das heißt mehr Bildchen pro Seite. Das ist gut für diese Slapstick-Sachen, wo es ja um Momentaufnahmen in Fortbewegung geht. Aber nach 40 spanischen Ausgaben wurde dauerhaft von 5 Panelreihen auf 4 gewechselt. Dadurch wurde in den größer gewordenen Einzelbildchen auch mehr Platz für Kleinigkeiten im Hintergrund. Im ersten Album tuschte Ibáñez mit großer Liebe zum Detail, dass hier Filemons Hemdkragen besonders auffiel oder auch ein Straußengefieder von Mortadelos Verkleidung besonders flauschig wirkte. Es folgten und folgen viele Magazine und Alben, sowohl in Softcover als auch in Hardcover in Spanien. In der Kollektion Olé ist zwar nicht das Mortadelo y Filemón Logo, aber das ganze Covermotiv geprägt. Also wenn man so einen spanischen Softcover-Band in der Hand hat, das ganze Covermotiv ist richtig cool geprägt, also dieses Fühlbare. Das ist so toll. Ab 1967 gab es eine erste Zeichentrickserie mit 3 Staffeln. Aus der 3. Staffel wurde auch ein Kinofilm montiert, den dann auch in Deutschland in die Kinos gab. Es gab dann noch 2 weitere Kinofilme, wovon man hierzulande nie was gehört hat. Also Zeichentrick. 1995 gab es erstmals 26 neue Zeichentrickfolgen mit Geschichten, die auf den Alben-Stories basierten. Also in diesem kurz gehaltenen Text zum Thema Zeichentrick ist nicht alles erwähnt, aber ich lese einfach mal weiter. 2003 und 2008 gab es 2 Realverfilmungen und 2014 erschien der oben erwähnte höchst moderne und preisgekrönte Trickfilm Goya und CEC Award für den besten animierten Film. Das Merchandise ist in Spanien unüberschaubar. Es gab und gibt Plastikfiguren in diversen Größen, ein Schachspiel, lizenzierte und nicht lizenzierte T-Shirts, Armbanduhren, Videos und, und. Also gerade das unlizenzierte Zeug taucht immer da überall auf, wo was sehr, sehr, sehr groß wird und unüberschaubar ist. Und in Spanien ist das so. Also da gibt es T-Shirts, die sehen viel cooler aus, aber sind so schlechte Qualität vom T-Shirt her, aber schicke Motive. Auf Comic-Messen in Spanien werden Pappmasken von Mortadelo kostenlos verteilt. Das heißt, da kann jeder sich so ein Ding aufziehen und ist jetzt einfach mal der Clever. In Spanien gehört Mortadelo y Filemón längst zum Kulturgut. In Deutschland gab es zwischen 1958 und 1981 die Comic-Heft-Reihe Felix, in der verschiedene Comic-Serien erschienen. Ab Felix Nummer 876
von 1975 war Flip und Flap die lustigsten Geheimagenten der Welt mit dabei. Unter diesem Namen wurde hier die kürzeren Geschichten von Motherday und Philemon in deutscher Version abgedruckt. Flip und Flap standen hier im Dienst der Organisation für Meisteragenten, kurz OMA. Die Sprechblasen sahen neu gezeichnet völlig wolkig aus. Oft erschien auch Flip Motherdayo zusammen mit Felix auf dem Cover. Und bald gehörte zum Felix-Logo der Beisatz mit Flip und Flap. Da hießen Clever und Smart Flip und Flap. Klingt auch sauwitzig, aber Clever und Smart ist cooler. Chaotisch und witzig waren Flip und Flap allemal. Aber wer kein Felix las, nahm deren Existenz gar nicht wahr. Ach, das ist gar nicht die endgültige Textversion. Also was ich hier vorlese, ist nicht perfekt. Ich sehe hier gerade, dass hier so ein paar Leerfelder sind, aber ist ja wurscht. So, viel auffälliger und viel erfolgreicher kam ein zweites deutsches Konzept des Frankfurter Verlages Condor Print und Verlag GmbH und Co. KG mit Wiesbadener Telefonnummerimpressum ab 1972-73 daher. Unter der Redaktion von Horst Kallmeier und Harald Seemann war Science-Fiction- und Comic-Fan Wolfgang M. Bieler für die Produktion und den Inhalt einer irrwitzigen Alpenreihe namens Clever and Smart verantwortlich, deren erstes Abenteuer damals bei Condor die Asphalt-Safari hieß. Hier wurde der nicht übertragbare spanische Humor von Motherday y Philemon dem Leser nicht einfach übersetzt und Flip und Flapsig überlassen. Der Titel Clever and Smart wurde kreiert. Das hat der Bieler gemacht. Der Storyplot wurde von Harald Tondern, Harald Seemann und Wolfgang M. Bieler völlig neu getextet und vergeckt. Wolfgang M. Bieler erinnert sich in zwei E-Mails von 2008 und 2017, also das sind halt die zwei E-Mails, die ich von ihm mal gekriegt habe, und da hat er das dann unter anderem mit erwähnt, dass es insgesamt ca. 450 verschiedene Ausgaben in einer geschätzten Gesamtvertriebsauflage zwischen 35 und 50 Millionen Exemplare beim Condor Verlag und späteren Konpart Verlag GmbH und Co. KG Zeitschriften KG gegeben habe, die allesamt bis zuletzt von Harald Seemann und ihm mit deutschem Gag-Text versehen wurde. Die Lizenzausgaben von vielen, vielen 100.000 D-Mark dürften über all die Jahre siebenstellig gewesen sein, so Bieler. Das klingt nach einem riesigen Hit, war es auch. Clever and Smart war zur Hochzeit an jedem Kiosk und in jedem Zeitschriftenhandel überall präsent. Also überall meint überall. Jede Menge Alben. Über Jahrzehnte hinweg kam alle zwei Monate ein neues Clever and Smart Album in der Erstauflage heraus. 36 Jahre lang. Also allein der Condor Verlag hat 36 Jahre lang auf dem deutschen Markt Clever and Smart rausgebracht. Zwischen 1979 und 2004 erschien zudem 147 Alben in der Zweitauflage. Auch nochmal dazu. Und ab 1986 erschien als Golden Comic Gags eine schicke Drittauflage mit 50 Bänden bis 1998, deren ersten 13 Ausgaben komplett neu getextet und die weiteren textlich aktualisiert wurden. Die habe ich damals gar nicht so richtig zu schätzen gewusst. Also mit meinem Taschengeld habe ich halt neue Abenteuer gesucht, Sachen, die ich noch nicht kannte. Hier noch ein Abenteuer, da noch ein Abenteuer. Das sind ja alles Sachen, die man schon kannte, die man schon hatte. Hm. Und nur neu getextet war für mich als Comic-Fan, der die Comic-Zeichnungen toll findet und die Comic-Geschichten witzig findet, einfach nur ein anderer Text. Und heute finde ich die optisch, weil die so ein schönes goldenes Cover haben, die sehen so schick aus, wenn man die heute noch in gutem Zustand findet. Also heute finde ich die richtig schön. Mhm. Besonders beliebt war hierzulande auf jeden Fall die zusätzliche Reihe der Sonderbände zu Sportereignissen wie Olympiaden oder Fußballweltmeisterschaften, die ab 1976 8 Bände lang durchnummeriert wurde und später ohne Nummerierung mit Jahreszahlen erschien. Also es gab mehr als 8, die wurden danach halt nicht mehr nummeriert. Band 6 mit verrückten Kisten auf ihren Pisten erschien zum 100-jährigen Jubiläum des Autos und 2002 war da der neueste Hit, jetzt machen wir den Eurofit, der Sonderband zum Euro. Es gab dicke Sammelalben mit Bezeichnungen wie Extra Clever and Smart, da gab es über 50 Ausgaben. Super Clever and Smart, da gab es bis 2005 15 Bände. Und Clever and Smart Jumbo Spaß. Gab noch andere, weiß jetzt aber nicht, wie die hießen, die habe ich hier auch weggelassen. All diese Sammelbände boten dem alten, wiederverwerteten Inhalten witzige neue Cover-Motive. Ist auch so eine Sache. Früher, wo man nicht alle Clever and Smarts hatte, hat man dann irgendwo so ein Sammelband gekauft, wusste gar nicht, dass es ein Sammelband ist. Und irgendwann hat man selbst so viele Clever and Smart Geschichten gehabt, dass in dem Sammelband ein Comic aufgetaucht ist, den man schon hatte. Und dann hat man das erst geblickt. Aber egal, wie viel die das zweite und dritte und wiederverwertet haben, der Deutsche Condor Verlag damals, all diese Sonderbände, die Cover gehörten ja zu den witzigsten und coolsten Sachen von den Clever and Smart Comics, die hatten jedes Mal nochmal ein anderes neues Cover, das man noch nicht kannte. Und wenn ich damals nicht nur knappes Taschengeld gehabt hätte, sondern einfach nur gedacht hätte, ich nehme das, was ich will. Die Cover waren es wert, die Dinger nochmal zu kaufen, aber konnte ich mir damals nicht leisten. Mhm. So witzige Cover.
da hätte es Postkarten sehen oder sowas von geben sollen, damit ich alle Motive alle hätte. Also ja, aber ich glaube, hier kommt auch irgendwo ein Satz, dass ich mir sowas wie ein Cover-Sammelbuch wünsche. Hm. Wo war ich denn jetzt hier? All diese Comic-Motive. Genau. Und Anfang der 1980er gab es Ratefix mit Clever and Smart, mit Kreuzworträtseln, Basteltipps und kurzen Comic-Geschichten rund um Clever and Smart. Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit der neutralen Rätselheftreihe Clever and Smart Raten, die im Compart Verlag nach Einstellung der Comics mit Clever and Smart Logo erschienen, aber sonst damit nichts zu tun haben. Das war einfach, weil der Bieler, der hat dieses Clever and Smart Logo kreiert, der hat den Namen Clever and Smart erfunden. Diesen Schriftzug, dieses Clever and Smart Logo hat er auch erfunden. Da ist er stolz drauf, das darf er ruhig sein, da hat er sich die Rechte gesichert, das ist ihm. Mhm. Und als er dann Clever and Smart nicht mehr rausbringen konnte, war immer noch das Logo ihm. Er konnte damit leider nichts mehr anfangen, weil er die Rechte für Clever and Smart halt nicht zahlen konnte. Also diese Lizenzen sind sehr teuer, wenn du wenig verkaufst, legst du drauf und dann gehst du pleite. Mhm. Aber das Logo war ihm, das hat er noch verwendet für irgendeine neutrale, nichtssagende Rätselheftreihe. Die ist dann halt, nachdem Clever and Smart eingestellt wurde, noch irgendwo erschienen. Und das ist in diesem Nachsatz von mir gemeint, wenn man das nicht verwechseln soll mit den Anfang der 80er Jahren erschienen Ratefix mit Clever and Smart. Hm. Ha, das ist so ein No-Nerd-Wissen, das kein Mensch braucht, aber ich weiß. Und Taschenbücher. Seit 1977 erschienen 90 Clever and Smart Taschenbücher in der Erstauflage mit Kurzgeschichten bis 1998. 84 Taschenbücher gab es von 1982 bis 1994 in einer Zweitauflage. Da gab es irgendwann mal eine Nummer, die ein falsches Taschenbuch im Vergleich zur Erstauflage hatte, dass da die hinteren Nummern dann wie sie durcheinander kamen, aber das ist sonst wurscht. So viel Lesestoff und zu gucken gab es auch einiges. Die erste Zeichentrickserie lief im deutschen Fernsehen und erschien zum Beispiel 1984, 1986 auf Videobändern. Ich glaube, da gab es 3 Videobänderfirmen, die das gleich sich gesichert haben, rausgebracht haben. Wie erfolgreich das war, das hat man damals dann mitgekriegt. Der Zeichentrickfilm lief auch hierzulande im Kino. Da war ich drin. Da habe ich Kinoplakat gesehen, das fand ich so geil. Dann war ich im Film und war so enttäuscht. Weil bis dahin hat man Clever and Smart nur aus dem Comic gekannt. Das heißt, mit den eigenen Stimmen im Kopf, mit dem eigenen Tempo gelesen. Und so witzig, so charmant gezeichnet. Und der Zeichentrick war halt im Vergleich zu teuren Produktionen halt so billig produziert. Mhm. War leider nicht so das, was mich da voll begeistert. Aber als Clever and Smart Film muss man den trotzdem gesehen haben. Und damals, ja, war ich zwar zum einen natürlich ein bisschen enttäuscht, aber zum anderen war ich auch stolz, drin gewesen zu sein. 1988 gab es Clever and Smart Computerspiel. Hier steht jetzt Computerspiel, aber es gab, glaube ich, mehr als eins. Auf RTL lief die 1995er TV-Serie, zu der auch 9 Folgen auf DVD erschienen war. 1997 gab es eine auf 3000 Exemplare limitierte Telefonkarte. Die habe ich mir jetzt nachträglich auch nochmal gekauft. 2003 lief der erste Realfilm als Flop in deutschen Kinos und hatte Gummimauer als einzigen Lacher. Also ich war damals, der Film lief in Deutschland eine Woche in den Kinos. Mhm. Danach, es war keiner drin, sofort abgesetzt. Es war keiner drin, das habe ich echt gesehen. Ich saß im Kinosaal, ich war drin. Ich war da mit einer Freundin drin. Wir waren 2 waren die einzigen. Ich glaube, vorne saß irgendwo noch ein Einzelner rum. Das heißt, der Kinosaal, ein großer Kinosaal, war voll mit 3 Leuten. Und das Ding, ach du Scheiße. Ja, das wurde dann auch von den 2 Witzbolden synchronisiert, weil Clever and Smart Duos haben die gedacht, die nehmen auch ein deutsches berühmtes Duo, um die zu synchronisieren. Mhm. Das war Erkan und Stefan, den ihr türkisch-deutsch-Dialekt ist vielleicht auf einer Seite witzig, aber erstens war den ihr Höhepunkt vorbei, das heißt, den ihre Zeit war schon ein bisschen rum und zweitens passt das überhaupt nicht so Clever and Smart. Mhm. Naja, dann hier der nächste Satz. Klingt so. Die Clever and Smart Sommerhits CD von 2008 hat als Cover das Titelbild von Album 37. Jetzt gibt es die DVD und Blu-ray des aktuellen Animationshits, sodass wir alles über Teleportation lernen und Fred Clever als Harry Potter erleben können. Ach ja. Können wir auch mal wieder gucken. Und zudem seufzt ein Wiedersehen mit Fräulein Tussi. Die davor zuletzt in Heft 109 Still ruht das Meer, es steppt der Bär in der Kurzgeschichte April, April, kleine Scherze unter Kollegen, in 2 Panels gesichtet wurde, wie sie einen Silvesterkracher böse lachend in einen großen Pappkarton warf. Boom. Irgendwann ebbte der Boom ab. Die Hauptserie hielt noch lange durch, zum Schluss längerten, jetzt muss ich die Seite wechseln, aber zu der Fräulein Tussi. Das war der letzte Auftritt im Album. Also es ist so ein blöder Auftritt. Also man hat ja versucht, die zu charakterisieren. Die Fräulein Tussi ist die, die im Büro sitzt und das macht, diese Eigenschaften hat, diese
Und das da ist der letzte Auftritt, weil er mit ihr nicht umgehen konnte. Der wusste überhaupt nicht, was er mit diesem Charakter, den er da geschaffen hat, Witziges anstellen konnte. Mhm. Also die Fräulein Ophelia, da ist ganz leicht, 100.000 Gags zu ihr sich einfallen zu lassen. Und zu Fräulein Tussi ist halt, ist ihm nie was eingefallen. Und deswegen ist die halt auch wieder verschwunden. Wenn die nicht verschwunden wäre, ich glaube, dann würde ich gar nicht so sehr auf die hinweisen. Aber ich möchte halt, dass die nicht vergessen geht. Ach ja. Und deswegen fand ich so obercool, dass die halt im Film auch wieder vorkam. Das hat mich schon sehr gefreut. So, das war das. Dann habe ich hier mal umgeblättert. Ach so, jetzt habe ich einen Satz angefangen. Ach so, ja. Die Hauptserie hielt noch lange durch. Zum Schluss verlängerten sich die Abstände zwischen zwei Heften. Das letzte Clever & Smart Album 210 erschien im Dezember 2009 unter dem Titel Klein, frech und gemein, das haut rein. Es war ein Nachdruck von Ausgabe 93, die Panik ist groß, die Neffen sind los. An dieser Stelle lese ich hier einfach nur vor, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Korrektur zum vorherigen Podcast, wo ich über Clever & Smart gesprochen habe, weil nicht du mich Kürre gemacht hast, sondern ich mich selbst Kürre gemacht habe und mich selbst dazu gebracht habe, den Fehler, den ich von anderen gehört habe, und deswegen wollte ich den aus meinem Gehirn verbannen, abgespeichert und dann gesagt hatte, es wäre, ich glaube, 2012 gewesen, wo das letzte Clever & Smart Album erschienen war, und du noch gefragt hast, war es nicht 2009? Und ich habe so gedacht, wenn du das fragst, ja, das hast du nachgefragt. Ich weiß nicht warum, aber und da war halt einfach nur, dass ich gedacht habe, ich musste mich immer um die Zahl 2009 verteidigen, weil im Internet öfters 2012 stand. Und immer, wenn jemand gefragt hat, war es nicht die Zahl, dann hat er 2012 gefragt. Und da wusste ich, das ist immer falsch, wenn die Leute das nachfragen. Diesmal habe ich 2012 gesagt. Und als du nachgefragt hast, war es nicht, habe ich gedacht, immer wenn die Nachfrage kommt, war es nicht, dann ist das falsch, weil die im Internet falsch gelesen haben. Aber du hast 2009 gefragt und das war richtig. Also, das ist hier an der Stelle auch korrigiert. Im Unterschied zu den spanischen Ausgaben hatten sich unter den ersten Auflagen, unter den Erstauflagen ab und zu auch mal gesammelte Kurzgeschichten eingereiht, wie schon erwähnt. 1997 schummelte sich ein Nachdruck in Ausgabe 143 ein, hinter dem Titel Uns wird flau, wir sind im TV, verbarg sich nochmal das neunte Abenteuer, was jetzt bei Karls nicht das neunte sein wird, sondern das sind alles Nummerierungen, die sich auf Condor beziehen. Mhm. Auf der ersten Seite wurde die TV-Serie auf RTL beworben, also auf der ersten Seite dieses Comics, womit der Anschein erweckt wurde, dass dazu passend die Story ausgewählt wurde. Also als Leser hast du gedacht, hä, in der Serie, in der Reihe, wo nur die neuen Dinger kommen, kommt da jetzt auf einmal ein altes Ding. Und dann haben die so getan wie, weil jetzt auf RTL die TV-Serie kommt, bringen wir diesen Band nochmal. Ist das nicht Hammer? Nachträglich weiß man, da hat es angefangen, da hat er halt an Lizenzgeldern gespart, weil alte Dinger nachdrucken, kostet weniger Lizenz, als die neuen zu bringen. Innerhalb der Hauptserie kamen von nun an öfters Nachdrucke vor. 148 war ebenfalls einer. Statt Erstausgaben kamen nun zwischendurch neu getextete Versionen alter Stoffe. Also für die Leute, die alle Textversionen haben wollen, nicht nur die Carlton-Ausgabe, Erstauflage, Zweitauflage von Band 1 und 2 kaufen, sondern hier gab es ab Ausgabe 148 immer mal wieder alte Dinger, die aber dann neu getextet wurden. Jawohl, nämlich die alten Stoffe nochmal neu vergeckt. Und Ausgabe 174, ein Albtraum wird wahr, wir als Superstar, hatte ein Casting-Show-Cover und war das letzte Album mit neuer Story. Genau. Kommt einem jetzt gar nicht so uralt vor, wenn man überlegt, dass man jetzt verdrängt hat, dass Casting-Shows schon so lange gibt. Denkt man, es wäre noch nicht lang her. Im Internet gab es zwei Fanseiten. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht offiziell erwähnt, wobei das ja auch nicht offiziell ist, aber da stand halt Verschiedenes drauf, wovon ich nicht immer alles preisgebe, aber das kann ja jeder auch nochmal nachrecherchieren. Im Internet gab es zwei Fanseiten, die viel Interessantes boten. Auf denen war zu lesen, dass nicht alle Clever & Smart Alben immer nur von Francisco Ibanez seien. 16 Alben seien von Fremdzeichnern. Das wurde da erstmals irgendwo im Internet auf einer deutschen Fanseite aufgelistet, dass es so sei. Davor hätte ich es nie angezweifelt, nicht gewusst und niemals wissen können. Aber ich hatte beim Lesen von Clever & Smart ab und zu das Gefühl, dass manchmal die Augenpupillen komisch gezeichnet sind. Hm. Und das waren bestimmt die, die dann eben nicht vom Ibanez waren, sondern von jemandem, der dieses Detail anders dargestellt hat. Und dann ist das so ein Aha-Effekt, als ich das erstmals im Internet damals in den 90ern gelesen habe. Die Seiten gibt es auch alle gar nicht mehr, diese Fanseiten, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie die Barks-Leser früher immer gesagt haben, die Disney-Geschichten, die Comic-Geschichten, da stand früher nie, von wem die waren, da stand einfach nur, es ist von Disney. Wer der Zeichner war, wurde immer jahrzehntelang geheim gehalten und heute gibt es den Aha-Effekt für die Barks-Fans,
die haben immer bestimmte Geschichten besonders gut gefunden, wussten aber nicht warum und woher es kommt. Und das waren immer die Dinger, die der Barks gezeichnet hat. Das heißt, die waren Fan von Barks und wussten es nicht mehr. Tja, so, und das eine der besten Geschichten im Heft 58, das muss man feiern, wir sind in Bayern, für den deutschen Markt auf 3 Seiten, den Seiten 5, 6 und 12 teils umgearbeitet, teils neu gezeichnet wurden, da sie satirische Seitenhiebe auf das DDR-Regime enthielten. Das heißt, der deutsche Verlag hat aus Angst, dass die DDR dem sonst Leben schwer macht, bei dem Comic 58, das muss man feiern, wir sind in Bayern, saugeiler Comic, haben sie 3 Seiten abgeändert. Mhm. Und dann gibt es im Comicforum heutzutage, als Clever & Smart neu gestartet war bei Carlsen, die Frage, wie kommt das denn jetzt in der Carlsen-Ausgabe raus? Und der Carlsen-Verlag weiß überhaupt nicht, was er antworten soll, weil er überhaupt nicht weiß, worum es geht, weil er überhaupt nicht weiß, wo die Frage ist, weil ein Verlag kauft Lizenzen und kriegt Material von dem spanischen Originalverlag in diesem Fall. Die geben einfach die Seiten raus. Der spanische Verlag hat nicht die deutsch abgeänderten Seiten, das hat der deutsche Verlag abgeändert. Deshalb vermute ich, dass wenn da nicht keiner guckt, das könnten wir höchstens als Bonusteil noch reinbringen. Also ich vermute, dass da einfach, ohne dass da jemand drauf achtet, die spanischen Originalseiten kommen, die für uns deutschen Lesern dann halt nochmal 3 Seiten erstmals für uns dann gezeigt werden. Das Ende von Clever & Smart ist nun zu Textzeiten, als ich das geschrieben habe, 9 Jahre her, inzwischen 10 Jahre her. Also wir haben jetzt 10 Jahre Clever & Smart Abstinenz hinter uns und ein Jahr gibt es schon wieder. Es gab in der Zwischenzeit einen kompletten Fan-Comic von Clever & Smart, der im Internet gezeigt wurde. Kann man da immer noch irgendwo finden. Auf Flohmärkten und auf Auktionswebseiten gibt es weiterhin Interesse an Clever & Smart Heft, mal mehr, mal weniger stark. Zurzeit werden bei eBay Konvolute gerne bis um die und über 100 Euro ersteigert. Habe ich einfach noch weitergeschrieben. Könnte ja noch viel mehr zu erzählen, aber ich lese mal weiter. Die gute Nachricht. Clever & Smart kehrt auf den deutschen Comicmarkt zurück. Startschuss Ende Januar 2018. Na gut, das wissen wir jetzt inzwischen. Also hier kommt jetzt bestimmt ein Part, wo jetzt nicht so viel Heißes steht. Der Hamburger Carlsen Verlag veröffentlicht in seinem Februarprogramm zum Auftakt die ersten 3 Softcover-Alben mit der beliebten Übersetzung der Kondo-Hefte, die lediglich zeitlich angepasst sind, erstmals in chronologischer Reihenfolge. Das habe ich schon geschrieben, bevor das erste Clever & Smart-Album erschienen ist. Das erste Carlsen-Album, Keine Angst, wir retten die Welt, war 1973 bei Condor noch die Nummer 7. Wir bringen Nachschub für den Knast, kam in Spanien 1969 als 2. Band raus und war einst die deutsche Ausgabe 8 bei Condor auf damals auffällig rauerem Papier. Tja, so ein kleines Geheimwissen-Detail, das ich habe aber gar nicht interessiert. Dieser Titel ist damit nun Carlsen-Album Nummer 2. Die Asphalt-Safari ist jetzt Ausgabe 3 bei Carlsen. Habe ich damals schon geschrieben, damals war es nach Zukunft. Carlsen verwendet für das Lettering einen angenehm lesbaren Fond. Auch die Buchrücken der Reihe sind bedruckt. Endlich kann man im Regal die Titel erkennen und sehen, was man vor sich hat. Das ist etwas, das habe ich extra, also ich meine, der Klaus Schikowski und ich, wir kennen uns gar nicht, aber das habe ich ihn per E-Mail gefragt, weil ich es als Fan unbedingt wissen wollte. Da habe ich ihn, bevor Clever & Smart erschienen war, gefragt, wird die Carlsen-Ausgabe Buchrücken haben, also bedruckte Buchrücken? Die Clever & Smart Dinger, das war früher immer so blöd, wenn du die im Regal stehen hast. Dein ganzer Stolz ist, man kann es nicht erkennen, was es ist, weil da nur weiße Buchrücken sind. Und früher die Clever & Smart Dinger bei Condor, die waren auch nicht blank weiß wie jetzt bei Carlsen, sondern ja, billig weiß, das im Laufe der Jahre vergilbt. Das heißt, war nicht so schön anzusehen. So, wo war ich denn? Da sich diese Ausgabe an ein breites Publikum richtet, wird es nur wenig redaktionelles Material bzw. Bonusmaterial geben, verrät Klaus Schikowski vom Carlsen Verlag. Das habe ich ihn auch gefragt und das war die enttäuschende Antwort. Ich hoffe, dass Carlsen hier in ihrem Funny-Bereich eine neue Klassikreihe aufbaut und etabliert. So, für mich ist das Nostalgie pur. Als Kind war ich in den Niederlanden im Urlaub. Es gab dort Clever & Smart für Touristen in verschiedenen Sprachen und mit unterschiedlichen Namen. Ich hatte dort ein paar Clever & Smart Alben gekauft, weil mein Bruder zu Hause auch irgendwo bei ein paar Hefte hatte. Ich las sie und war geflasht. Sie waren nicht nur vorsichtig, zaghaft, angewitzelt, sie waren saulustig. Zu Hause. Zurück zu Hause suchte ich alle Hefte meines Bruders raus und las sie. Von da an sparte ich mein Taschengeld, wartete zum einen gefühlt sehr lange auf die nächste Neuerscheinung im nahen Supermarkt und besuchte zum anderen monatlich frühmorgens nur deswegen weit entfernt einen großen Flohmarkt, um verschiedene Geschichten zu erlangen. Mit der Zeit bekam ich einen Überblick über die unterschiedlichen Ausgaben mit all ihren irrwitzigen Titeln, die sich ab Nummer 17 mit so einem Mist diese List langsam begannen zu reimen und sich seit 33 nichts wie ran, jetzt ist er dran, immer reimten. Das ist Titelkult. Carlsen, merkt euch das. Das ist cool, das gehört zu Clever & Smart dazu. Die besonders alten Hefte
Nummer 1 bis 26 und 34 sowie Sonderband 1 hatten auf der Rückseite eine Illustration, auf der Fred gerade eine Auflistung der bisher erschienenen Clever & Smart Abenteuer auf einer Hauswand plakatierte und dabei versehentlich einen Polizisten mit ankleisterte, Fairen Jeff, dem Betrachter, die Zeit bis zum nächsten Album verkündete. Auf den ersten 6 Heften waren das 4 Wochen, ab Heft 7 waren es 8 Wochen. Also scheinbar 2-Monats-Rhythmus laut Vorankündigung ab Heft 7. Die meisten Hefte zeigten beim Aufschlagen immer das gleiche Vorbild unter dem Titel. Fred, mit frisch abgefeuerter Pistole in der Hand, schaut erschrocken auf den zur Tür reinkommenden Jeff, der seinen durchlöcherten Hut in der Hand hält. Die durchlöcherte Zielscheibe auf der Tür sieht Jeff dabei nicht. Die Sonderbände hingegen hatten jedes Mal an der Stelle eine eigene geckige Clever & Smart Illustration. Achso, genau. Das sind Details, die weiß nur der Profi. Das kriegt er sonst nirgends. Jetzt kommt noch was. Und das finde ich eigentlich auch richtig interessant. Das fand ich damals hammergeil, dass ich den Band ergattert hatte. Band 29 hatte in der ersten Auflage hinten eine blaue Seite mit einer Kurzbiografie über Ibanez und Schwarz-Weiß-Fotos vom Zeichner. Das war das erste Mal, bevor es Internet gab, dass ich irgendwas über den Zeichner mitkriegen konnte und mitgekriegt habe. Mhm. Sogar mit Foto. Vorher wusste ich nicht, wie der aussieht, wobei dann später im Impressum die Seite drüber so gestaltet war, dass dann irgendwann auch mal ein Foto von dem war. Mit dieser Ausgabe wurden auch die Hefte im Format etwas größer. Ab 150 wurde das Format dann wieder etwas kleiner. Ab Band 37 präsentierte sich die Impressumseite im neuen Gewand, auf der jetzt nicht mehr nur die 4 Hauptcharaktere wie bisher vorgestellt wurden, sondern auch die Zweitauflage in einem Text angepriesen wurde und ein Foto von Ibanez gezeigt wurde. Also da konnte man auch mal ein Foto von dem Zeichner sehen. Später wurde die Impressumsseite immer mal wieder modernisiert. Nicht so oft, aber im Laufe der Jahrzehnte immer mal. Clever & Smart hatte bis auf einen Fall keine Gimmicks. Lieber Horst, eine Serie, die ohne Gimmicks klarkam. Aber die Zweitauflage, die daran zu erkennen ist, dass immer mit Farbe hinterlegten Logo auf dem Cover prangerte. Da der Band 25 hatte einen Aufkleber vorne mit drin. Mhm. Das einzige Gimmick von Clever & Smart in den Comics. Der Clever & Smart Aufkleber ist voll cooler, steht drin, ich lese Clever & Smart oder so ähnlich. Also als Kind war es cool. So, sind noch ein paar Zuhörer dabei. Ich lese mal weiter. Ibanez taucht auch regelmäßig selbst im Comic auf. Ja. Mal hat er sich unauffällig in den Hintergrund gezeichnet. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Mhm. Mal greift er in die Handlung ein. In Ausgabe 80 müssen Clever & Smart in einer Kurzgeschichte sogar den verschwundenen Zeichner Ibanez wiederfinden. Im hierzulande unveröffentlichten 159. spanischen Band wurde Ibanez sogar entführt. Im Juli 2017 erschien in Spanien ein Album, in dem Clever & Smart mit Bacterius Drohne Donald Trump Beulen verpassen. Genau, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Mein Vater nahm mich Anfang der 1980er Jahre mit in einen neuen Comicladen in Frankfurt und kaufte mir dort einen Comicpreiskatalog. Das habe ich hier nicht erwähnt, das ist der Laden, wo ich 14 Jahre lang gearbeitet habe später, dann mal, als ich später groß war. Es gab dort auch antiquarische Ausgaben. Später gab es im Comicladen kleine Kunststofffiguren, eine von Jeff und 4 von Fred in verschiedenen Verkleidungen. Gespart gekauft. Oh Mann, die musste ich haben, das war so geil. Ach ja, wenn man als Kind irgendwo hört, dass Erwachsene sagen, Sex ist besser als alles, was dir als Kind passiert. Quatsch. Clever Smart Figuren ist der Hit. So. Naja, komm. Naja, ist ja auch wahr. Also im Erwachsenenleben vielleicht nicht mehr so, aber als Kind kann mir das keiner erzählen. Wieder später gab es noch mehr Figuren und die habe ich gar nicht alle gekauft, weil ich das Taschengeld hat dann gar nicht mehr gereicht, weil 5 Figuren, da kannst du echt sparen, gucken, dass du es zusammenkriegst und dann hast du es, geschafft. Und dann gab es auf einmal mehr Figuren, du wusstest gar nicht, was, wie, wo und wenn ich alle kaufen kannst, welche kaufst du dann? Und dann der Fred, das ist ja ein Brillenträger, das Plastikbrillending, war dann bei den späteren auch nicht mehr so eine schöne Brille und so weiter und so weiter. Mhm. Auf der Buchmesse war ein paar Jahre hintereinander am Stand des Kunde-Verlages eine Signierstunde mit Herrn Ibanez. Ich als kleiner Bub stellte mich an, bekam eine Signatur in einen Comic. Das sah so aus. Ein seriös aussehender, erwachsener Mann im Anzug klappte das Cover um, des Comics, und schrieb seinen Namen rein. Fertig. Dann war der nächste in der Schlange dran und schon war es durch. Und das war das ganze Highlight, das ganze Event, womit man heute vielleicht sagen kann, ich habe eine Signatur von ihm. Aber als Kind wusstest du auch nicht, ob du dann noch länger stehen bleiben darfst, ob du ihn was fragen darfst. Du wusstest nicht mal, welche Sprache der Mann, der da steht, spricht. Du wusstest nicht mal, außer dass dir jemand gesagt hat, dass das wirklich der Zeichner ist und du dachtest, der sieht aus wie ein erwachsener Mann.
der zeichnet für mich als Kind diese saulustigen Sachen. Kein erwachsener Mann im Anzug, also seriös, macht solche witzigen Sachen. Aber das ist der Typ gewesen, der diese Hammer-Dinger macht. Warum kam er zu Buchmesse im Anzug? Naja, als erwachsener Mann gehört sich das da so. Zu der Zeit erst recht noch mehr. Aber trotzdem war es saugeil. Vor allen Dingen zu den Signierstunden hat halt der Condor Verlag die Dinger, die gerade aktuell waren, das heißt das aktuelle Heft im Riesenstapel, und weil Kids gar nicht wussten, wie das Leben läuft, hat er die halt geschenkt, damit man eine Signatur kriegen kann. Auf der Buchmesse wurde das eine Comic, was du da gekriegt hast, das heißt, da hat man auch noch nichts mitgebracht, das hat man da geschenkt bekommen und hat eine Signatur rein. Ach, das fand ich schon cool. Das waren noch Zeiten. Ne? Das waren noch Zeiten. Ja. Tja. Und jetzt ist man erwachsen. Lebt in einem Erwachsenenleben, wo es ein paar tollere Sachen gibt. Klar. Eine Sache hatte ich ja eben schon erwähnt, die andere Sache. Beruf. Ach, liebe Kinder, werdet nicht erwachsen. Sobald euch Beruf blüht, geht zurück. So, wo war ich denn hier? Sucht euch lieber eine Berufung. Ja. Ja, das habe ich ja, also... Hast du ja ein Stück weit gemacht. Ja. Genau, habe ich ein Stück weit gemacht. Während der Steffen diese Worte sagt, hat er einfach mal ein Fischbein gegriffen. Das mache ich gerne. Das ist so ein Fetisch von mir, an Tischbeine zu greifen. Ja, aber an dem Tischbein lehnte ein Comic. Die wehren sich auch nicht. Eben. Schöne, schlanke Tischbeine, das sind was Feines. Ja, er hat einen Büro Comic, ist da drin. Genau, er hat einen Comic gegriffen, der da am Tischbein lehnte, weil das einfach ein von mir kürzlich gelesener Comic ist. Und wenn die Dinger wirklich toll waren, ist es ja ordentlich, wenn man den nach wieder wegsortiert. Aber wenn die wirklich so ein Erlebnis waren, dann kann man das Erlebnis in seinen Erinnerungen immer nochmal neu heraufbeschwören, wenn man den Comic da noch zwei Tage stehen lässt. Und wir Steffen, haben auch ein blödes Lettering, oder? Das ist jetzt eine Condor-Ausgabe, wie früher Comics aussahen von Condor, genau. Du kannst ja gerade mal erzählen, was du siehst. Was hast du da für einen Comic? Weil das ist auch. Also ich habe hier den neuen Comic-Knüller aus der Clever und Smart-Redaktion. Neu, als es damals erschien. Ja, Condor Verlag damals. Und zwar, steht es irgendwo, wann das war? Und zwar nennt er sich Tom Tiger und Co. aus dem Alltag einer Großstadtzeitung. Knapp daneben, so ist eben das Leben. Genau. Diesmal auch mit Clever und Smart, dem flitzig-witzigen Gag-Experten, damit es noch chaotischer wird. Man sieht ein schönes Cover, aufgenommen in einer Art Freizeitpark. Clever und Smart. Er ist smart oder clever? Das ist der Fred Clever. Fred Clever. Schaukelt gerade mit einem... Typ in Pagenuniform, der mich so ein bisschen ans Büro erinnert. Das ist der Tom Tiger. Das ist der Tom Tiger. Genau. Mhm. Aha. Mhm. Jedenfalls gibt es noch die Info, dass es alle 3 Monate neu gibt. Genau. Oder gab damals. Also liebe Clever und Smart Leser, die heute nachträglich vielleicht alle Condor-Alben kaufen von Clever und Smart. Es gibt noch ein Album, wo Clever und Smart ganz groß vorkommen. Also sie haben da drin die absolute Hauptrolle. Es ist sowas wie ein Clever und Smart Album. Das ist Tom Tiger und Co. Sag gerade mal, welche Nummer es ist. Ich weiß, 16 oder? Die, 15. 15. Das müsst ihr euch auch kaufen, wenn ihr alle Clever und Smart Geschichten haben wollt. Da haben wir auch einen Sir Winston, das ist der Verleger, und der trägt natürlich typischerweise einen blauen Anzug. Ja, genau. Ich habe mir aufgepasst. Dann haben wir den Harry Humbug, seines Zeichens Chefredakteur, die linke Hand von Sir Winston, ein Typ, der immer nur die besten Absichten hat, aber trotzdem immer alles verkehrt macht. Zielscheibe der Wutanfälle seines Chefs, Opfer der haarsträubigen Zufälle und das Tag für Tag wieder neu. Tut mir ein bisschen leid, denke ich. Der hat echt gelust. Tom Tiger ist der Bürobote, Mädchen für alles, unser Held. Ein pfiffiges Kerlchen, gewitzt und immer zu streichen aufgelegt. Tom meint es eigentlich nie böse. Doch was soll man von einem Mitarbeiter halten, der Tintenfische mit in die Redaktion schleppt oder Storcheneier durch den Schornstein fallen lässt? Kein Wunder, dass Verleger und Chefredakteur langsam rot werden, wenn sie Toms Kessel-Nasenspitzen aus der Ferne erblicken. Also praktisch eine Mischung aus Büro vom Äußeren her so und ein bisschen. Und Gaston. Gaston. Genau. Ja. Ja. Ah ja. Mhm. Also
bevor es die Globalisierung gab, ist nicht immer alles von einem Land ins andere sofort rübergeschwappt. Das heißt, nicht viele Comicleser in Spanien wussten zum Beispiel zu der Zeit vielleicht schon, als es in Spanien veröffentlicht wurde, Tom Tiger & Co., dass es in Frankreich eine Comicserie gab, die Gaston hieß, dass es in Frankreich einen Pagen gab, der Spirou und Fantasio als Comicreihe hatte und so weiter. Und dann hat der Verlag einfach zu dem Clever Smart Zeichner gesagt, hier, guck mal, entwickel mal noch eine neue Serie, die soll so sein wie das und das. Das ist in Frankreich sehr erfolgreich. Und dann hat er das gemacht, hat natürlich seine eigenen Facetten und seine eigenen Sachen mit rein. Also der Tom Tiger hat einen eigenen Charakter, der ist nicht eins zu eins der Gaston oder der Hotelpage, den wir aus Frankreich kennen, sondern der hat da schon einen eigenen Charakter entwickelt, aber der ist halt sehr angelehnt an diese zwei. Und die hat der Ja, das Publikum ist noch da. Das Publikum ist noch da. Ja, okay. Da habe ich jetzt wirklich was rausgehauen für alle Clever und Smart Leser. Tom Tiger und Co. Nummer 15. Du bist auch Clever und Smart Leser, das weiß ich. Auch zulegen. Jawohl, also der Ibanez, das ist schon mit Clever und Smart ein Vielzeichner gewesen. Und dann hat er noch andere Serien entwickelt und gemacht und am Leben gehalten. Also hier auf Deutsch mehr als 15 Bände. Ich glaube 22, 23 Stück gab es. Ja. Auch noch zusätzlich gezeichnet. In jungen Jahren war er ja ein Mann-Unternehmen. Also ich meine, Kolorieren war nicht seine Sache, das hat dann ein anderer gemacht, aber der ist alles gezeichnet und ohne Tablet-Unterstützung, sondern das wurde früher alles noch original klassisch getuscht, was ein Riesenaufwand. Und das ist halt auch etwas, liebe Leute, das zur Clever Smart-Historie gehört. Und den Comic finde ich saugeil. Also der gehört auch zu den besseren Clever und Smart Comics und den haben die Leute sich auch noch nicht schon zu Tode durchgelesen. Also wie wenn man einen Superhit so oft hört und es keinen Spaß mehr macht, damit kriegt man nochmal eine neue Story. Und ob Clever und Smart und der Tom Tiger zusammen einen Comic passen, das sind irgendwie zwei Welten, die aufeinandertreffen. Bevor ich gelesen, also jetzt diese Tage wieder gelesen habe, war ich mir jetzt unsicher, ob mir das heute noch gefallen wird. Aber dadurch, dass Clever und Smart so dominieren und sie einfach auch nur einen Fall haben und da ist er einfach nur der zu Bewachende, gibt es überhaupt keine Probleme. Okay. So wie wenn immer ein Crossovers zwei Welten aufeinandertreffen, man muss es erklären, dass es für den Leser gerne nachvollziehbar Sinn macht, was manchmal so schwachsinnig ist. Hier ist das ganz einfach gelöst. Gibt ja auch nicht zwei verschiedene Zeitstrahlen oder sowas. Es passt sehr gut. Ist sehr witzig. Und der Tom Tiger und Co. kommt auch noch vor. Zwar ein bisschen zurückgehalten, aber man kriegt auch mit, wer der ist. So. Von Freunden bekam ich aus deren Spanienurlaub Comic-Magazine mitgebracht, in denen Clever und Smart innen nur ein kleiner Teil ausmachte, aber vorne groß auf dem Cover drauf waren und glänzten. Das heißt, die haben ja natürlich auch nur irgendwas mitgebracht, wo außen Clever und Smart drauf war. Und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass innen wenig Clever und Smart drin war. Aber auch da habe ich wieder Cover mitgekriegt. Die haben so viel mehr Vorderbilder-Illustrationen. Die es hierzulande nie zu sehen gab. Deswegen habe ich mich da jedes Mal tierisch gefreut. Vor allem ein Original, auch cool. Also einfach ein Clever und Smart auf Spanisch. Jede Menge Covermotive, die es hierzulande nie zu sehen gab. Und dabei sind die Cover das mit das Beste. Ich wünschte, es gäbe eine Covergalerie-Gesamtausgabe als dickes, fettes, luxusmächtiges Buch. Das wäre cool. Hier haben wir jetzt noch weiteres von meinem Text, den ich vorlesen möchte. Aber wenn euch das interessiert, dann müsst ihr eine spätere Podcast-Folge nochmal wieder besuchen und mir zuhören, weil das heben wir uns für das nächste Mal auf, für ein andermal, wenn wir wieder zur Relevanz mal zurückkehren. Und ich kehre jetzt nicht den Comics den Rücken zu. Ich wollte nur noch ganz kurz erwähnen, dass ich ja neben den Spirou in Berlin noch ein Spirou-Comic gelesen habe. Ja. Und warum ich das erwähnen möchte, ist, weil ich denke, sag mal, wenn ihr das letzte Mal bei den Podcasts von Spirou erzählt habt, dass ihr da einen Comic gelesen habt, und ich habe 100 Jahre lang keinen mehr gelesen, also ich habe Spirou und Fantasio jetzt schon jahrelang keinen Comic mehr von gelesen, und jetzt habe ich zwei gelesen, da dachte ich, dann will ich das auch im Podcast erwähnen dürfen, und das tue ich jetzt. Also über Berlin haben wir schon geredet, als Spirou in Berlin. Ich habe noch einen anderen gelesen, und zwar den Spirou. Ja, danke, danke, danke. Ich habe es wirklich gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe zwei Spirou und Fantasios gelesen. Einfach so. So, jetzt seid ihr dran. Das war das Spirou und Fantasio Spezial 20, ein großer Kopf. Und optisch hätte ich den vielleicht gar nicht ausgewählt. Oder wenn ich reingeblättert hätte, ich vielleicht immer noch nicht ausgewählt. Und ich habe auch gar nicht alle Spezialbände jetzt gekauft, weil ich festgestellt habe, das sind einfach viel zu viele. Also anfangs weiß man ja nicht. Da nehme ich aber auch nur die mit, die mich irgendwie interessieren, ja. Ja, aber ich manchmal. Wobei in letzter Zeit mehr.
ja. gekauft habe. Aber jetzt ging ja auch die Emil Bravo-Sache weiter. Genau, die mussten wir eigentlich ja. schon haben. Ja. Aber den letzten, also die späteren Emil Bravo-Sachen habe ich jetzt nicht gekauft. Ist schon ein neuer draußen? Oder ein neuer ist jetzt schon draußen, ja. Und die alten zwei, die habe ich zum Beispiel auch auf jeden Fall gekauft. Die hatte ich damals auch gelesen, aber danach hatte ich schon, also davor hatte ich schon lange keinen regulären mehr gelesen und danach habe ich auch keinen mehr gelesen bis mhm. jetzt. Also die Emil Bravo-Dinger waren die letzten, die ich ins Büro gelesen habe. Und jetzt habe ich den gelesen, weil der von einem Autor ist, den ich schon immer wahrgenommen habe und toll fand, schon zu Zeiten, als ich gar nicht wusste, dass die tollen Comics, die ich lese, von ihm sind. Mhm. Und das ist halt der Macchio. Also den spricht man gar nicht so aus, aber ich bin Hesse, deswegen sage ich das so. Ich weiß nicht, ob der Macchio heißt oder so. Mhm. Macchio wahrscheinlich. Pierre Macchio. Ist auch ein Künstlername. Echt heißt der nochmal anders, aber das ist jetzt wurscht, weil er ist bekannt unter Pierre Macchio. Ich sage trotzdem Macchio, ich bin der Hesse. Und der hat zum Beispiel in Deutschland Sachen, also nicht er hat sie veröffentlicht, Verlage haben von ihm Sachen veröffentlicht. von Grimjon Leberhandschuh gab es mal eine Reihe. Früher bei Carlsen sind 3 Bände erschienen und ich bin ja auch im Phoenix-Verein, den Verein, der in Deutschland abgebrochene Comic-Szenen zum Ende führt, und die haben dann den 4. Band noch rausgebracht, 2016. Habe ich noch nicht gelesen, aber das andere war 1988. Ich musste nochmal die ersten 3 lesen, ich jetzt den Abschlussband lese. Und dann, das fand ich eine ehrenwerte Serie, dann hat er einen Hit gehabt, das war Die Reise ans Ende der Welt, auch bei Carlsen erschienen über lange Jahre. Dann auch bei Aboris mal zwischendurch, und ich weiß gar nicht, ob die es bis zum Schluss gemacht hatten, aber die Hammer-Story war, Lion war halt während der ersten 4 Bände, und dann ging es noch weiter und dann ging es bis Band 13. Die Reise ans Ende der Welt ist, glaube ich, bis heute Kult. Vielleicht bringt es irgendwann mal Splitter wieder raus, wobei heute sind die ja nicht mehr so schnell mit, wir legen den nächsten Superklassiker auf. Und die Serie. Ja, also von ihm mag ich eigentlich die lustigeren Sachen auch viel lieber von Macchio. Und zwar allen voran die Bokros. Ich vermute mal. Dieses Grunzen hinterher. Ich dachte, es wäre von dir. Nein. Ich weiß. Die Leute, die heute zuhören, sind wahrscheinlich nicht die Leute, die schon in den 80ern Carlsen Comic-Alben gelesen haben oder sogar von Feest, wer weiß, was Feest war. Das war mal ein Comic-Verlag. Der hatte dann seinen Schwerpunkt auf Amis verlegt, dann wurde von EHPA gekauft, damit EHPA eine Ami-Schiene hat, und dann ist es Untergang Vergessenheit geraten. Die hatten früher mal einen Comic rausgebracht. Yeah, der hieß Gulli. Und Gulli, das ist so ein schöner, herzenswarmer, niedlicher, trotzdem richtig toller franco-belgischer, sowas wie ein Knollnasen-Comic. Also würde heutzutage bei Thunfisch rauskommen, wo der Horst ja leider uns gestehen musste, dass die Sachen bei Thunfisch nicht so viele Leser finden, wo ich denke, sag mal, jetzt kommt mal wieder langsam runter und holt euch richtig schöne, charmante, sympathische, wie es der Steffen L. und ich mögen, witzige Funny-Comics aus dem franco-belgischen Bereich, die Klassiker. Und auch wenn er nicht so berühmt ist, aber trotzdem gehört Gulli zu den Klassikern dazu. Das ist, der Gulli ist einer, der wohnt in einer Welt, in einem Land, glaube ich. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gelesen, müsste mal wieder reinlesen. Universum. Nicht ganz, aber in dem Land wird, wie rum war das jetzt nochmal? Ich glaube, in dem Land sind alle ein bisschen trist drauf. Mhm. Und einmal in alle 100 Jahre wird einer geboren, der ist fröhlich oder umgekehrt von was. Und mehr will ich gar nicht von der Handlung erzählen, weil die ist so süß, das müsst ihr lesen. Das ist mein Geheimtipp an euch. Gulli findet man bestimmt auf dem Flohmarkt oder im Internet für ganz wenig Geld, weil es nicht rar und wertvoll unter Sammlern geworden ist. Aber unter Lesern muss es auf jeden Fall zugelegt und gelesen werden. Mhm. Und so geht der Macchio oft vor. Der nimmt immer einen Charakter, der etwas anderes hat, eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit oder körperlich irgendwas, was das Gegenteil oder komplett anders ist als die Gesellschaft um ihn rum. Mhm. Auch wenn er einen Krimi schreibt, ist da irgendeine Frau, die, fällt mir jetzt nicht ein, ist wurscht. Also, ja, es gab auch mal so eine Krimi-Reihe von ihm oder eine Krimi-Reihe, wo er auch Bände gemacht hat. Und Kaltes Licht hieß die, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich hier drauf gucke und es lese. genau, das waren auch oft die Charaktere, die
die einfach eine Eigenschaft hatten. Natürlich ist das ein Dreh von vielen Autoren, aber bei ihm, wenn ihr 2, 3 Serien von ihm lest, merkt ihr, dass das Konzept eine bestimmte Richtung immer einschlägt. Hm. Und das zweite Wunderschöne von ihm, das müsste eigentlich auch jeder lesen, der ein bisschen leichten, humorvollen, charmanten, franco-belgischen, witzigen Comic mag, das sind die Bokros gewesen. Das ist 1989 bei Schreiber und Leser erschienen. Das ist das Volk von den Leuten, die vor allem Angst haben und im Wald leben. Also nicht die Schlümpfe, aber so ähnlich. Und die haben vor allem Angst, vor allen Kleinigkeiten, vor allen großen Sachen noch viel mehr. Und deswegen verlassen die auch ihren Wald nie. Und der erste Band hieß die große Angst. Mhm. Und der zweite Band hieß die kleinen Ängste. Okay. Das ist so charmant. Das gibt es bestimmt auch irgendwo im Internet oder auf dem Flohmarkt. Wenn man Glück hat, findet man es. Für wenig Geld zu kaufen, das müsst ihr euch zulegen. Das ist so charmant und süß. Ansonsten gab es noch Alceor Mondrago, auch eine sehr schöne Geschichte, wo ich aber damals, als es neu war, die Serie ist 2002 bis 2006 bei Arboris erschienen, da war ich halt von den Zeichnungen, die weit unter dem oberen Durchschnitt waren. Es waren so normale Zeichnungen, die vielleicht kleine Kinder, die noch nichts Besseres kennen mögen. Und deswegen wurde der Zeichner auch ausgewählt, weil es eben auch für jedes Alter sein soll, auch für kleinere Kinder. Und das ist halt einer der Hauptcharakter, der hat immer nur Pech. Und dann kriegt er auf einmal mit, warum das so ist. Ja, immer nur Pech. Also dieses Tollpatsch-Pech, dass ihm einfach nichts gelingt und so weiter. Und dann, genau, sowas passiert da. Und dann kriegt er einfach mit, woran es liegt, nämlich, dass jeder hat so beigestellt, so einen kleinen, wie heißt das, so einen Engel oder sowas, so einen Schutzpatron. Und dem seiner, der hat die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob es, also der hat nicht richtig gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es an ihm lag oder an der Zuteilung oder an irgendwas. Und seitdem er das weiß, hat er den so ein bisschen verpflichtet, ihm bei seinem Schicksal jetzt ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Auch sehr schöne Serie. Ja, und der, den ich so positiv kennengelernt habe. 200 Bild habe ich! Bald! Ja. Der hat jetzt halt diesen Spirou und Fantasio gemacht. Und also bin ich mit dieser Erwartung rangegangen. Und wurde leider ein klein bisschen enttäuscht. Also die Geschichte war eine ganz normale Spirou und Fantasio-Geschichte. Ich habe ihn weg! Aus der Spezialreihe. Du hast irgendwie bei deinen Synthesizer hast du da die passendsten Sounds. Die passendsten Sounds in die andere Ebene gewechselt. Es ist eine Comic-Geschichte in sich abgeschlossen, wie bei den Specials immer ist. Hinten dran sind nochmal 2, 3 Seiten mit Strips. Die sind viel lustiger als die ganze Geschichte. Aber ich vermute mal, dass der Macchio einfach, das gibt ja immer diese Rahmenbedingungen. Wenn du ins Büro machst, dann muss das so sein und du darfst das nicht und du musst dich an das halten und das geht nicht. Und das hast du schon geschrieben, lehnen wir dir ab. Das musst du bitte nochmal umschreiben. Und dann passiert zum Schluss, so ähnlich wie bei Disney, kommt halt immer dasselbe Scheiße raus. Hier! Das ist echt jetzt hier! Und so viel Spaß für wenig Geld. Entschuldigung. Und die Story, nur weil er wahrscheinlich auf eine kurze Inhaltsangabe wartet, von diesem Der große Kopf, Spirou-Spezial, ist die, dass halt einer von den beiden hat einen Roman geschrieben, der andere wird damit berühmt, ohne dass die sich gegenseitig was klauen, wird es nämlich verfilmt und dann ist der eine der Schauspieler und dann ist das die Story. Mehr will ich jetzt, muss man jetzt nicht sagen, mit wenigen Sätzen habe ich es angerissen. Hey, warum hast du den jetzt schon vorher gemacht? Ja, man muss sich auch ein bisschen was aufsparen. Ja, weißt du? da hast du recht. Alle Leute, die bis jetzt zugehört haben, ihr wisst jetzt, warum sich's gelohnt hat. Ja. So, genau. Also, die letzten Strips in diesem Band sind wirklich köstlich. Davon hätte es die ganze Band sein können. Ja. Und ansonsten ist es einfach eine Spirou-Geschichte. Und manche Spirou-Geschichten sind einfach nur Spirou-Geschichten durchschnittlicher Natur. Und deswegen lese ich auch nicht immer jeden neuen Spirou-Band, sondern ab und zu habe ich mal Lust zu. Und dann möchte ich sowas lesen, dann stimmt auch und passt. Und so einer ist dieser Band leider auch. Aber ich werde ihn irgendwann nochmal lesen. Und dann habe ich nicht mehr diese hohe Erwartung. Vielleicht gefällt mir dem dann einfach auch besser. Das war soweit zu dem Spirou, weil ich auch einmal in einem Podcast sagen wollte, ich lese Spirou und ich habe die gelesen. Ich habe jetzt hier ja. So. Beim Ton war es. Dann habe ich ja einfach blöderweise. Moment. Schraub stehen. Gerade Bescheid schreiben.
Ups, das war die Katze. Die Emmy. War auch wieder da. Na. So. Soweit. Diese Ohrwurm habe ich zunächst nicht. Stunden und Tage im Kopf. Mach doch gerne. So, das klang jetzt mehr nach Action. Dann gehen wir halt zum Superman, weil der enttäuscht mich jedes Mal wieder, weil er immer nur Action-Szenen aneinander reiht. Aber muss ja, weil die Serie in Amerika, wo Superman seit 1900 erscheint, heißt ja Action Comics. Moment. Manche setzen das geschickt gekonnt ein, manche klicken einfach eins nach dem anderen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst, ich werde es nie rausfinden, weil es passt einfach alles. Warte mal, hier ist eine Mücke. Das ist ärgerlich, wenn hier Mücken drin sind. Ich hätte die Tür früher zu machen sollen. Ja, jetzt kommen auch die ganzen Frösche rein. Naja, ich habe zumindest Essen. Larry, das Nabel hier. Ach so, ich dachte. Oh Mann. Frisst er die Mücken? Fast Superman. Was passt zu Superman? Fast. Ach so, fast. Mhm. Ja. So, jetzt. Superman, aber. Ja. Mal jetzt, ein bisschen Angst hier. Jetzt sind wir halt zu Superman gekommen. Gut. Let's get ready to rumble! Yes! Der Superman kämpft. Es sind schwere Kämpfe, es sind harte Kämpfe. Es ist nicht ganz klar, aber zum Schluss, ob siegen wird, gewinnen wird und die Überhand, was weiß ich. doch, es ist klar, die Überhand gewinnt. Ja. Leider ist es schon irgendwie immer klar. Gewinnt er denn die Überhand? Manchmal schon, aber der hat, manche alten Menschen haben ein Überbein und der hat eine Überhand. Mhm. Oh, Superman Mann. Erscheint in den USA. Seit über 1000 Heften, seit Jahrzehnten, also der hat jetzt ja 80-jähriges Jubiläum gehabt, aua. Ja. Und es gibt immer wieder Zeiten zwischendrin, wo Superman-Geschichten besser werden und es gibt lange Strecken da wiederum zwischen, die bestimmt den anderen Leuten besser gefallen, weil die lesen das ja wegen der Action. Die wollen jedes Mal, dass er sich kloppt und gewinnt. Ja, das kann ich auch verstehen, aber ich lese noch andere. In der Tat. In der Tat. Und jetzt sind wir in Amerika schon bei Heft 1005 oder sowas und da habe ich eine Zeit lang auch mal die US-Hefte mir gekauft wegen schönen Cover oder wegen sonst was, aber eigentlich lese ich Superman auf Deutsch und jetzt habe ich es halt gemischt, so ein bisschen durch, quer, kreuz und gelesen. Nein, doch. Oh. Und bin jetzt sozusagen bis zu Heft 1000 angelangt mit einer Mischung aus, ich lese es in Deutsch und ich lese auf Englisch. Auf Deutsch wird demnächst in dem nächsten Heft, glaube ich, die Nummer 997 erscheinen oder sowas. Das heißt, ihr seid hier, wenn ihr Deutsch lest, auch nah dran an der 1000. Ist schon in der nächsten Panini-Vorschau angekündigt, dass es kommen wird. Also es ist nah dran. Hm. Und dann habe ich irgendwie jetzt genug gehabt. Also das Heft 998 und 999 waren endlich mal wieder so, dass es mir besser gefallen hat. Also der Superman hat natürlich schon tragische Sachen und hat auch persönliches Leben und so weiter. Und dann ist, während er diese Kampf-Action-Szenen erlebt und da voll in Szene ist, in Kampf sich konzentrieren muss, dass er die Leute auf die Nase haut, weil er gewinnen will, weil er weil das Gute siegen soll, hat er Gedanken und Sprechblasen, wo er um was ganz, wo er so nebenbei ist, wird sonst gar nicht behandelt, aber in den Sprechblasen macht er sich gerade Sorgen um die Lois Lane, um seinen Sohn und sonst was. Ich habe schon mal andere Comics gesehen, wo sich Leute Sorgen um was gemacht haben. Da haben die sich auch gerade damit beschäftigt. Und das ist halt das, was ich beim Superman, weil es um die Action geht, es muss so schnell erzählt sein, ohne tiefgründig, ohne Ausschweifen, dass mir das immer ein bisschen blöd vorkam. Wenn das dann einfach nur im Sprechblasentext zur Sprache kam, dass er auch noch anderes hat. Eben. Und und die bisherigen Autoren von Superman haben das wohl auch jetzt in den letzten zwei Heften, 998 und 999, ein bisschen ausklingen lassen wollen. Das heißt, da ist der Superman langsam vom Kampf wieder zurückgetreten. Also nicht, dass er vorne war und hat gekämpft, jetzt geht er zurück, sondern von der Handlung her wurde auch zugelassen, dass er halt Sachen wieder ein bisschen herzlicher nimmt und mal drüber sinnt, auch optisch in den Comicheften. Das war schon wieder besser. Trotzdem wollte ich jetzt einfach bis 1000 und dann wollte ich Schluss machen, dann reicht es mir auch mal, dann ist jetzt endlich gültig mal. Der hat mich jetzt jahrelang enttäuscht. 2003, 2004, da war eine Zeit, da gab es gute Superman-Geschichten. Vereinzelt gibt es immer mal wieder ein paar schöne. Aber jetzt wurde angekündigt und längst ist jedem bekannt, Bendis kommt. In den US-Heften wird das so richtig schön beworben. In den Deutschen leider gar nicht. Das hätten die in Deutschland genauso machen sollen.
Aber in Deutschland gibt es halt nicht so einen Autorenkult, dass man schon weiß, der Bendis, der kann was. Das kriegen die Deutschen immer erst 10 Jahre später mit. Ja gut, in der Szene schon, ja. Aber ja, aber die Szene ist aus Verlagssicht scheinbar so klein, dass die sich nicht um die kümmern. Das, also der Panini-Verlag schon ein bisschen mehr als der Carlsen-Verlag. Aber ich finde, das war so eine Werbeseite. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so gut vor Augen, aber die hat gewirkt. Da stand, das war jetzt nicht so. Nee, nicht ganz so. Aber und da wurde es einfach groß vorangekündigt und jeder weiß, was das heißt, wenn da einfach steht Bendis. Ich glaube, das zweite Wort war Bendis kommt. Also das, und das mit dem Superman in Kombination, die Amis haben für Comic-Werbung so drauf, das sieht so cool aus. Ich finde, das sollte viel öfters hierzulande übernommen werden. Einfach, wenn doch eh hierzulande auch das Heft 1000 kommen wird und Bendis kommt, dann kann man doch hierzulande genauso platzieren, die Werbung. Naja, auf jeden Fall kommt der Bendis. Und damit ist nicht der Hannes Bender gemeint, sondern der Brian Michael Bendis, Michael Bendis. Und der hat, bevor er berühmt war, sich die Berühmtheit schon in der ersten Fangruppe geschaffen mit Torso, mit Fire. Das sind so Geschichten, die gibt es jetzt als Paperback. Die werden jetzt auch in New Edition neu aufgelegt von dem Verlag. In der Tat, bei dem er jetzt hingewechselt hat. Also der Bendis ist jetzt ganz beliebt und groß bei der Marvel-Leserschaft gewesen, weil er da das Ultimate-Universum, Spider-Man und sonst was gemacht hat. Zum Schluss die Jessica Jones und ganz zum Abschluss die letzte Jessica Jones-Geschichte von ihm wurde auch auf der Comic-Community-Website schriftlich rezensiert, im Comic-Podcast vorgestellt und besprochen. Ich glaube sogar von Patrick auch nochmal in einem Fremd-Podcast oder bei uns auch nochmal erwähnt. Mhm. Und das Ding habe ich jetzt ja auch gelesen. Und es ist, der Comic ist auch richtig gut. Also er ist sogar noch lieferbar bei Panini. Also auf Deutsch gab es 3 Megabände zu Jessica Jones. 3 Megabände. Der erste ist Verlagsvergriff, der zweite ist noch lieferbar, der dritte ist der, worüber wir gerade sprechen. Der dritte Band umfasst 18 Hefte, das ist eine Storyline komplett. In der Kritik vom Breedstorm, ja. Hat er gesagt, es ist besser, wenn man die ersten 2 liest. Ich bin derjenige, der nur den dritten gelesen hat und die ersten 2 Megabände nicht gelesen hat. Also mir fehlt nichts. Eine Geschichte fängt immer da an, wo man einsteigt in die Story und das ist beim dritten Band auch so passt. Vielleicht ist es besser, man kriegt mehr Hintergrundinfos oder mehr Details, wenn man die ersten 2 gelesen hat. Ich brauche mehr Details, aber der dritte Band, wer Bock hat auf Krimi, wo im Hintergrund nur ganz wenig Superhelden vorkommen, weil sie einfach in dem Universum lebt, aber sie selbst hat ein hartes Schicksal, muss als Detektivin arbeiten, cool, hat er gut abgeschlossen. Und der kommt jetzt nicht nur mit Superman zu DC, sondern mit verschiedenen Sachen und das ist das, was ich dir erzählen wollte, Steffen. Young Justice kommt halt zurück, von ihm geschrieben und nicht nur Young Justice, sondern die Idee, dass einfach Teenager-Superhelden jetzt mal wieder ein bisschen mehr in Fokus gestellt werden sollen, wieder mehr eigene Serien kriegen sollen. Das ist das, was der Bendis sagt, wenn er von Wonder Comics spricht. Und Wonder Comics, die Serie Naomi 1, ist vom John Riddles geschrieben. Das ist der 12 Years a Slave gemacht hat. Das ist der Film, der Kult und legendär ist, der jetzt letztens sonntags auch im Fernsehen auf ProSieben lief. Passt. Und von dem ist das jetzt geschrieben. Dann gibt es noch andere Sachen. Der Bendis selbst schreibt jetzt in den USA dann auch die Superman-Serie, die Action-Comics-Serie. Das heißt, das sind die 2 Haupt-Superman-Serien in Amerika. Dann hat er noch eine Serie Scarlet. Dann hat er noch eine Serie vom David Mack gezeichnet. Achtung, Horn, please. Vom David Mack gezeichnet. Ich glaube, die heißt Cover. Ja, Cover. Da ist gerade das 5. Heft vorangekündigt und Pearl erscheint da auch noch. Im aktuellen Previews-Katalog wird Action Comics 1006 und 1007 angekündigt. Bin ich gespannt, wenn es auf Deutsch kommt, werde ich es lesen. Jawohl. 20 Jahre Jubiläum Harry Potter. Was hat das mit DC, mit USA, mit sonst was zu tun? Bevor es Harry Potter gab, gab es mal eine Comicserie, die hieß Books of Magic, hat der Neil Gaiman gemacht. Der kam übrigens jetzt gerade in den letzten Folgen, die auf ProSieben neu von Big Bang ausgestrahlt wurden, vor. Und die Charaktere haben sie ihn nicht erkannt. Fand ich sehr witzig. Der Neil Gaiman hat mal eine Geschichte geschrieben, die hieß Books of Magic, war 4 Hefte lang, oder circa 4 Hefte lang war eine Hauptstoryline, dass da ein kleiner Junge mit Brille, der in der Klasse nicht so zu den Obercoolsten gehört, von erwachsenen Menschen gefragt wird, willst du in die Magie eingeführt werden, weil er zukünftig größte Zauberer der Welt werden wird. Und
weiß nicht, ob sie das im Hinterkopf hatte oder unbewusst irgendwo schon mal wahrgenommen hat oder ob ihr einfach nur selber eingefallen ist, aber die J.K. Rowling hatte ja auch eine Idee, einen kleinen, bebrillten, nicht obercoolen Jungen in die Magie einzuführen. Jetzt gibt es 20 Jahre Jubiläum Harry Potter. Es gibt aber auch noch was. Es kommt auch wieder Books of Magic zurück, weil einfach das Universum, Sandman-Universum zurückkommt. Und da gibt es ein paar coole Sachen. Da freue ich mich schon drauf. Jawohl. Sandman wird zurzeit auch gerade wieder neu aufgelegt. Jawohl, Magic. Da erscheint in Amerika gerade Volume 5, A Game of You in der 30th Anniversary Edition mit neuem Cover und Vorwort von Paul Dini. Ansonsten gibt es jetzt ja demnächst den Kinofilm Shazam. Das finde ich auch cool, weil jetzt werden da auch wieder ein paar Sachen aufgelegt. Verschiedene Sachen, verschiedenste Sachen und auch Shazam, The Monster Society of Evil. Und das war die vier prestigeheftige Kurzstoryline vom Jeff Smith. Jeff Smith ist der... Yes! Ja, ist er. Ja? Und das ist der Bone-Künstler. Das ist derjenige, der kann. Das ist derjenige, der begeistert. Das ist derjenige, der Hammer. Also der hatte doch mal vier Prestigehefte in den USA rausgebracht. Die hatte ich mir damals, glaube ich, sogar geholt. Richtig. Ja. Das ist die schönste... wie heißt der? Shazam. Schönste Shazam-Comic-Reihe, die ich je gelesen habe. Also ich habe nicht 100.000 Sachen gelesen. Shazam! Hey, hast auch parat. Na, alles. Und deswegen sehe ich den Film jetzt noch ein bisschen kritisch. Der wird mir bestimmt gefallen, aber das ist nicht die ist Darstellung halt vom Jeff Smith. Nee, das finde ich halt schade. Das ist eher die Darstellung vom Geoff Johns. Genau, ja. Genau. Mhm. Das ist ja auch eine, also den Geoff Johns oder auch gezeichnet teilweise dann vom Gary Franks, sieht optisch ja gut aus. Die war auch gut gemacht. Genau, also, das war auch voll okay, deswegen wird auch der Film bestimmt gut sein. Mhm. Aber am liebsten mag ich ja halt die Version von Jeff Smith, weil er einfach richtig der Kontrast zwischen dem kleinen Jungen, so ein Waisenjunge, der auf der Straße lebt und den Superheld. Ich finde, da ist der Kontrast noch viel größer und stärker, weil ein kleiner Junge ist nicht nur schwach und armselig, sondern auch, das ist trotzdem ein kleiner Junge. Ja. Der möchte trotzdem tapfer sein und alles. Und das wird jetzt auch wieder in Amerika neu aufgelegt. Und vielleicht wird es dann ja auch... Was ist das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was du da gerade machst. Und vielleicht kommt es dann ja auch auf Deutsch raus, weil das gab es bisher noch nicht auf Deutsch, glaube ich, gell? Was für? Das ist Jeff Smith Teil vom Shazam. Nee, ich glaube nicht. Nee. Liebe Panini-Leute, ihr macht sowas wie Fernsehsendungen und Podcasts, dann hört auch mal andere, hört mal diesen, hört mal jetzt hier zu, bringt doch das Ding auf Deutsch, das ist so schön. Mhm. Jawohl. Nur weil ich jetzt gerade beim Jeff Smith gelandet bin. der Steffen L., der kauft sehr viele Comics, weil es sehr viele schöne Comics gibt. Der liest auch immer mal wieder einen Comic, aber man kommt nicht hinterher, alle Comics zu lesen, die man gekauft hat. Und hast du bis jetzt schon mal Wrestle gelesen? Ha, das ist schade, das ist schade. Wrestle ist der Hammer. Liebe Hörer, wenn ihr Wrestle noch nicht gelesen habt, wollt ihr so leben wie Steffen L., als jemand, der es noch nicht gelesen hat. Und deswegen, nee, das wollt ihr nicht. Lest Wrestle, Jeff. Steffen, liest auch Wrestle. Jeff. Der Name ist Jeff. weiß nicht, ob ich darüber schon mal im Podcast gesprochen habe. Ist ja jetzt hier auch nicht Sache und Thema. Aber jetzt kommt gerade in Amerika, nachdem es als Heft, 15-teilige Heftserie in Schwarz-Weiß erschienen war, gab es danach gleich ein Hardcover-Sammelband mit Farbe. Das heißt, da wurde es nochmal vorher zu koloriert. Und jetzt erscheint es halt in drei Softcover-Bänden. Also als Softcover gab es bisher noch gar nicht. Mein Name ist Jeff. Und das Coole an diesen Softcover-Heften ist, die haben genau die richtige Leseportion. Also ich habe es zwar schon mal gelesen, aber ich lese das natürlich in jeder Ausgabe gerne nochmal. Und das wäre... Mein Name ist Jeff. Ja. Albern. Ja. Ja, weiter, komm. Und so ein Paperback, der hat halt genau die richtige Leseportion. Das heißt, jetzt erscheint es in drei Paperbacks. Wenn du jetzt nicht eh schon deine Version gekauft hättest, würde ich sagen, kauf dir die, weil du magst nicht einzelne Hefte und so dicke Dinge. Ach, hast du noch gar nicht? Nee, ich habe die, was von Jeff Smith das? Ja. Nee, das gab es damals bei der Buchmesse mal, habe ich das mal mitnehmen dürfen. DC Comics versteckt da immer die Comics dann danach. Ja. Damit sie den nicht immer mit wieder nach Hause schippen. Ja, in Amerika. Ja. Da war der dabei, ja. Cool. Wenn das da der war, aber ich meine schon, ja. Ja. Müsste ich nochmal genau gucken. Liebe Zuhörer, hört ihr noch zu? Also Wrestle erscheint jetzt gerade mit neuen Covern und die Cover sind auch schön. Deswegen habe ich die mir auch nochmal zugelegt und lese jetzt auch nochmal. Das ist halt eine genau richtige Leseportion. So ein dickes Ding von Wrestle.
mit 15 Heften als einen dicken Paperback muss man irgendwann, Hardcover muss man irgendwann Zeit haben, das ganze Ding mal zu lesen. Eben, ja. Als diese drei Paperbacks kann man jeden Paperback mal lesen, nach drei Stück hat man die ganze Geschichte erfasst. Das ist, finde ich, eine gute Portion. Vorher wusste ich nicht, warum es der Zeichner jetzt nochmal so rausbringt, ist aber so, ist cool. So, jawohl. Nur weil ich jetzt ja gleich vom Jeff Smith zum Frank Cho wechsle, aber noch nicht alles vom Bendis und Superman gesagt habe, will ich nur noch mal gerade das kurz abschließen. In Amerika wird gerade vorangekündigt im aktuellen Previews ein Superman 100-Page Super Spectacular. Und das sind immer so dickere Hefte, so ähnlich wie Prestige-Format, wo dann einfach eine ganz dicke, fette Story drin ist. Und das ist mal dies, mal das, mal jenes, mal interessant, mal nicht interessant, mal der Hammer, mal, naja, meistens ist es nicht der Hammer, aber es ist immer ganz nett. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Marcel ist ja leider kein Superman, aber es gibt Geschichten über ihn und es gab zwischen 2006 und 2009 gab es irgendwann mal die Zeit von Superman Confidential und zu der Zeit hatte Marv Wolfman auch Superman geschrieben und der Claudio Castellini hat gezeichnet und zwar eine Geschichte, die, das passiert öfters bei Verlagen und oft auch bei DC, die geben Aufträge an Autoren und Zeichner, die machen das dann und dann verschwindet es in eine Schublade, weil es in dieses Gesamtding, wie sich Superman entwickelt, auf einmal nicht mehr reinpasst. Ja. Und das wird jetzt in diesem Spectacular veröffentlicht zum ersten Mal in den USA, 100-Page-Heft. Das heißt auch immer, dass es ein Heft ist, das heißt, man muss nicht einen Paperback-Preis zahlen, sondern es ist nur ein vielseitiges Heft, ist dann auch günstig zu bekommen. Und dazu sagte Marv Wolfman, also die, wenn die Autoren zuhörst, was die alles schreiben und dann werden die auch dafür bezahlt und das landet halt in der Schublade von DC und du kannst es auch nicht mal selbst veröffentlichen, dass du sagst, ich fand es so cool, ich will es trotzdem, dass veröffentlicht wird, es gehört DC und dann ist es in der Schublade. Und der Marv Wolfman sagt, das ist das Ding, was ich am geilsten fand, das bringen die nicht raus und jetzt wird es in dieser Form rausgebracht. Das wollte ich nur noch sagen, weil Leute, die einfach mal Marv Wolfman, mal wieder Superman lesen wollen, das Ding kann man jetzt bestellen, Erstveröffentlichung jetzt. Cool. Yes, $9.99, Prestigeformat. Genau. Weil es ja Leute gibt, die David Mack mögen und auf dem deutschen Markt hört man ja nichts mehr, aber der lebt noch, der macht noch, der zeichnet noch, kriegt man nur mit, wenn man jetzt Superhelden liest. Der hat ja mit dem Bendis zusammen die Serie Cover und die ist auch, ich habe es zwar nicht gelesen, aber wenn ich durchblätter, immer wenn ich darüber lese, es klingt so, als würde die mir auch sehr gut gefallen, wenn irgendjemand mehr Zeit zum Lesen hat und er findet, das klingt auch gut, soll er die mal lesen. So, ja. Und dann wechsle ich jetzt von eben gerade Jeff Smith zu Frank Cho, bleibe aber bei DC. Oh. Im aktuellen US-Vorschau-Katalog-Previews gibt es immer pro Monat, also pro Previews-Katalog, zwei Harlequin-Comics, weil die 14-tägig erscheinen. Und da gibt es immer ein normales Cover, das sieht schon saugeil aus. Wer Harlequin kennt, weiß, dass er sie mag oder eh nicht liest. Wer sie liest, weiß, dass es ziemlich cool und witzig und abgedreht ist. Die ist immer noch cool. Und dann gibt es immer, muss man extra bestellen, kann man aber extra bestellen. Das heißt, es ist nicht rar, sondern man muss nur sagen, man will es haben, dann kann man es mit extra Bestellnummer bestellen und bekommen. Ein Frank Cho-Variant-Cover. Ich glaube, seit Heft 9. Ich habe leider erst seit Heft 11, weil ich es nicht kapiert hatte, weil ich es nicht mitgekriegt hatte, weil es irgendwie untergegangen war. Seit Heft 9 oder 10, aber ich glaube es war 9, gibt es zu jeder Ausgabe auch nochmal ein Frank Cho-Variant-Cover und die sind immer so witzig, so gut gezeichnet und so schön. Also wer Frank Cho mag, muss die Dinger eh haben. Der Typ ist hier Kult. Und jetzt habe ich in dem Katalog gesehen, dass da bei Variant-Cover bei dem aktuellen Heft nicht Frank Cho beistand. Und da habe ich ja schon einen Schock gekriegt. Aber ich habe ein Smartphone. Das hätte ich mir zwar selbst nicht zugelegt, aber ich hab's. Und da habe ich Instagram drauf und da gucke ich ab und zu mal und da folge ich Frank Cho. Und er hat zwei Sachen mir mitgeteilt. Also nicht nur mir, sondern auch noch zwei, drei anderen, die es interessiert. Die zweite Sache ist noch viel cooler und der Hammer. Also alle Frank Cho-Liebhaber, hört mir jetzt zu und freut euch schon mal, dass ich gleich danach noch was noch Cooleres sagen werde. Aber jetzt erst einmal, er ist schon wieder dabei am Zeichnen von irgendeinem Variant-Cover von Harlequin. Das heißt, entweder zeigt er jetzt noch irgendwas, was er noch abarbeiten muss und letzten Monat vorangekündigt war oder es gab nur zwischendurch mal ein Variant-Cover ohne ihn. Also es sieht so aus, als wäre er noch nicht ganz durch. Und jetzt kommt's. You don't own me. I'm not was? Der Frank Cho meldet via Instagram vor wenigen Tagen. Der hat so ein Crowdfunding gestartet für sein Buch, das Arbeitstitel Ballpoint Beauties heißen soll.
Also der zeichnet sehr oft mit Kugelschreiber und kann das sehr gut. Und er zeichnet gerne Beauties. Das sind zum Beispiel schöne Frauen. Und dazu will er ein Buch machen, aber nicht mit den bisherigen Illustrationen, sondern für das Buch zeichnet er die Dinge. Und das hat er mit Crowdfunding gestartet. Aber nicht nur gestartet, sondern es läuft schon. Und dann hat er vor wenigen Tagen gepostet, dass die Marke $150,000 geknackt wurde. Also er hat schon viele Fans, die machen da echt alle mit. Mhm. Und deshalb ist so viel Geld reingekommen, dass Platz im Volumen, im Geldvolumen, im Buchvolumen ist für 20 Seiten mehr. Das heißt, das Buch wird 20 Seiten mehr haben. Jetzt muss er natürlich 20 Seiten mehr zeichnen, aber für die Leute, die das Buch kriegen, 20 Seiten noch mehr oben drauf. Das musste ich euch erzählen. Frank Cho zeichnet. Yeah, für euch. Also ist schon geil. Mhm. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, also ihr seht, ich lese und dann gibt es auch noch Sachen. die werde ich lesen. Das heißt, damit der Lesestoff nicht ausgeht, kaufe ich ab und zu mal einen einzelnen Comic neu dazu. Vielleicht auch zwei, drei. Vielleicht habe ich auch noch ein paar US-Comics, die ich noch lesen muss. Aber ich kaufe auch deutsche Sachen, also von deutschen Verlagen. Und da ist ja bei Carlsen nicht nur Clever and Smart, sondern jetzt auch mal so ein Einzeltitel mit Band 1. Gut, vielleicht kommt noch mal ein zweiter. Also der Pascal Jusselin, oder wie er sich aussprechen mag, hat einen Comic gemacht, der bei Carlsen erschienen ist mit dem ersten Band und Unschlagbar heißt. Mhm. Und wer jetzt denkt, was ist das für ein Titel, was ist das für ein Comic, komm, will ich nicht. Ich habe dir jetzt schon lange nachzugehört, was soll jetzt noch kommen? Ja, liebe Leute, es gibt aber auch schon Leute, die haben es schon längst für sich entdeckt und nachdem sie es gelesen haben, haben sie gesagt, oh, sowas hatte ich noch nie gesehen. Und die meinen das ernst, die haben sowas noch nie gesehen. Also zu jedem, der sowas mir immer über irgendeinen Comic sagt, kann ich mindestens noch zwei, drei weitere Comics nennen, die, die ich ihm als nächstes empfehlen würde, weil es ist oft nicht erstmals jemand, der sowas gemacht hat. Den Comic werde ich als nächstes lesen. Unschlagbar. Und das ist, also die Handlung kann ich nicht erzählen, was ich noch nicht gelesen habe. Der Comic heißt so, also Unschlagbar. Der heißt Unschlagbar. Ja. Der einzig wahre Superheld des Comics ist der Untertitel. Und das meint wirklich des Comics, weil der lebt nicht nur im Comic, sondern der lebt im Comic. Okay. Und der spielt mit dem Medium des Comics. Der spielt zum Beispiel mit der Sache, dass wir als Comic-Leser Panel für Panel lesen und dann wahrnehmen, was bei ihm Schritt für Schritt in der Zeit fortschreitend passiert. Mhm. Und dann spielt er zum Beispiel so mit den Panels, dass er, wenn er nur an einer bestimmten Stelle von dem Panel in der oberen Reihe ist, vielleicht auch interagiert, was tut in einer anderen Panelreihe, wo er gerade drauf zugreifen kann. Und das kommt da extrem vor. Also wer sich von sowas ziemlich bald genervt fühlt, der braucht ihn gar nicht kaufen, weil das ist genau das, wovon ich mich nicht genervt fühle, sondern also wovon ich nie... Durchbricht eigentlich immer die vierte Wand, oder? Genau. Mhm. Ja, das tut er. Und das ist das, was ich mag, was ich immer raussuche und liebe. Ich habe mir jetzt auch gekauft, auf euer Anraten hin. Ja. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, dann nenn das doch mal beim Namen. Also du behauptest immer... Unschlagbar. Unschlagbar. Was gibt es noch? Es gibt bestimmt noch viele weitere, aber es gibt auch den deutschen Künstler, der in London lebt oder in London jahrelang gelebt hat, keine Ahnung, wo er jetzt wohnt, der heißt Andy Conky Crew. Der war früher auch mal am Comic-Stammtisch. Mhm. Vielleicht war er zu deiner Zeit beim Comic-Stammtisch? Ja, ja. Genau, also der hat früher Comics gezeichnet. Früher zwei Sachen, weswegen früher heute immer noch aktuell ist. Der hat eine Webseite, die heißt conkycrew.com. Und wenn man seine eigenen Comics finden und lesen möchte, die sind da online gestellt unter seinen eigenen Comics. Der heißt Andy, das heißt, da steht irgendwo Andys Comics oder sowas, das klickt da an. Und da könnt ihr mal lesen, was er so immer gezeichnet hat mit Comics, die mit der vierten Wand durchbrechen spielen. Mhm. Das ist saugeil, sehr schön. Ich glaube, bei ihm ist meistens oder fast immer oder vielleicht sogar immer ohne Worte. Und der Unschlagbar ist mit Handlung und mit Worten, also mit längerer Handlung. Andy Conky Crew Sachen sind immer ein bisschen kürzere Sachen. Das heißt so ein Seite oder zwei Seite. Mhm. Genau. Aber es gibt noch mehr. Natürlich die Mathieu Sachen würde ich am liebsten auch nochmal vorstellen, aber ganz grob wurden die immer schon mal angerissen, auch vom Robert Patrick. Patrick Robert. Mhm. ein paar Leute haben sie jetzt auch mitgekriegt, dass es den Mathieu gibt, weil der Comicladen Terminal Entertainment ja mal eine Signierstunde hatte. Dann hat er ja eine Ausstellung gehabt. Auch cool. In Erlangen auch. Das heißt, sogar die Comicleser können jetzt, die ihn bisher nicht wahrgenommen haben, endlich mal wahrnehmen. Der Breedstorm hat ja auch gesagt, hey cool, besser als ich gedacht habe. Mhm. Die Comics von Mathieu müsst ihr auch auf jeden Fall lesen. Also eine Offenbarung im Nachwort vom ersten Band stand damals, glaube ich, auch beim Ersterscheinen 1991 drin. Wer das gelesen hat, muss sein Leben ändern. So ist es echt. Also man hat danach ein komplett anderes Verständnis von der Comicwelt und von der Welt.
Und dann gab es vor vielen Jahren, vor vielen Jahrzehnten, vor 100 Jahren oder vor knapp 100 Jahren nochmal einen Künstler. Da habe ich mir den Namen jetzt nicht gemerkt, deswegen habe ich aufgeschrieben. Und jetzt suche ich eigentlich, wo der steht und finde es nicht. Der hat Upside Down gemacht. Upside Down ist schon so lange her, also länger als 80 Jahre. Das heißt, da gibt es keinen mehr, der ein Anrecht drauf hat, alleine Lizenzen dafür zu haben. Das heißt, jeder darf das ohne Lizenzgebühr zahlen zu müssen, präsentieren dem sein Werk, weil das Urheberrecht abgelaufen ist. Und deswegen gibt es das auch bei Go Comics. Da müsst ihr mal Upside Down eingeben. Das sind oft Geschichten, die in 6 Paneln eine 12 Panel lange Geschichte erzählen, weil man nimmt die ersten 6 Panel, 3, nächste Zeile 3, liest die, dann dreht man, war früher in Zeitung veröffentlicht, die Zeitung um, also die Comicseite andersrum, und dann liest man nochmal dieselben 6 Panel auf dem Kopf und dann ist da die Fortsetzung, die man vorher nicht gesehen hat, der ersten 6 Panel, und es gibt dann eine 12 Panel Geschichte. Okay. Und das ist, also vor 100 Jahren, ich weiß nicht, ob es 100 Jahren waren, also vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, ich hab die Seite immer noch, die Notiz immer noch nicht gefunden. Naja, ihr werdet es eh finden. Also es gibt nur ein, da steht so, Upside Down von Gustave Verbeek. Genau. Und hat man die nicht auch bei der Ausstellung gesehen? Kann das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwas nee, war du meinst im Museum hier in Frankfurt? Nee, ich glaube nicht. Irgendwas war doch auch mit umgedrehten Comics oder irgendwas. Oder hat man das mal irgendwo anders? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor, wie du mir das gerade schilderst. Ja. Aber ja. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich glaube nicht. Und der hat halt, also ohne Computerhilfe, nur mit seinem eigenen Kopf und mit seinem eigenen Ausprobieren Sachen geschaffen. So viel Mühe gibt es heute keiner mehr, weil es auch gar nicht einfach schaffbar ist und was für die meisten überhaupt nicht schaffbar ist. Also der hat in 6 Panels 12 Panel Geschichte erzählt. Geil. Da auch auf jeden Fall mal reingucken. Und weil dieser Herr halt älteren Datums ist, also der Gustave Verbeek ist aus einer Zeit, wo in Zeitungen Comics entdeckt wurden, groß opulent präsentiert wurden, und ja, Antikorki Crew ist auch jemand, der alte Comics forscht und entdeckt und zum ersten Mal wiederentdeckt. Das heißt, manche machen das wissenschaftlich und die klauen dann ab und zu die Informationen, die sie brauchen und kriegen, von seiner Website. Das heißt, ihr könnt auch auf konkicrew.com gehen, wenn ihr mal einfach sehen wollt. Der geht halt auf echte Flohmärkte, sucht einfach so uralte Sachen und guckt, ob da Comics drin sind, und dann entdeckt er, dass es schon vor Yellow Kid Comics gegeben hat, in Amerika. Das ist schon vor zum Beispiel jetzt hier zu Lande Max und Moritz vergleichbare Comics gegeben hat. Also dass diese Meilensteine, ab da gab es Comics, Yellow Kid definiert, das ist immer noch klassisch, aber es gibt schon längst andere Sachen, die davor datiert sind, die es auch schon gegeben hat. Ja, das wollte ich einfach noch erzählen, was wichtig ist, weil es mir wichtig ist, weil es mir Légère Legende wichtig ist, weil Légère Legende wichtig ist, weil Légère Legende auch Comics zeichnet und auch sich mit so Sachen beschäftigt, nicht nur beim Lesen, sondern auch schon immer beim Selbstzeichnen. Jetzt ist es so, wo ist denn das Zeug vom Légère Legende, das, was er zeichnet? Ja. Warum heißt er Légère Legende? Wo ist denn das Zeug vom Légère Legende? Wo ist das Zeug? Also zum einen sind wir ja hier im in der Stadt, ist das die Stadt? Ja, am Rande des Universums, in einem Haus. Der Steffen hat es mal so beschrieben, dass ich selbst hier nicht nur 1-2 Comics mir mit reinnehme, wenn ich gerade heimkomme, sondern dass ich hier im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Comics immer weiter reinschiebe, mehr als ins Haus passen, weil wir ja sozusagen am Rande des Universums sind, kann man sich das bildlich dann so vorstellen, dass so viele Comics gar nicht ins Haus reinpassen. Dass aber am Rande des Universums dahinter ja das, nach dem Ende des Universums das aufhört und dass dahinter was anderes ist. Und wenn das Haus übervoll ist und auf der anderen Seite des Hauses die Comics rausplumpsen die ja in jenseits des Universums. Und jenseits unseres Universums, sagen ja manche Leute, gibt es Paralleluniversen. Wenn man sich fragt, was ist denn da eigentlich los, da kann ich euch sagen, wenn das hier aus meinem Haus rausplumpst, die ganzen Comic-Geschichten, dann sind jenseits unseres Universums jede Menge Comic-Geschichten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in anderen Universen, also die Paralleluniversen, aus deren Sicht das Realitäten sind, Wahrheiten, echtes Leben, dann habe ich das jetzt einfach mal so definiert, dass also die Comics Realitäten jenseits unseres Universums sind, weil die aus meinem Haus hinten rausplumpsen. Ja, also ich habe schon verrückt.
zwei, drei Comics gelesen und neben den Comics, die ich habe, habe ich nicht nur eingekaufte und mitgebrachte Comics, sondern auch selbst produzierte Comics. Produziert meint, ich habe Papier genommen, Stift in der Hand gehabt und habe mal geguckt, was passiert, wenn man das zusammenführt. Ich habe Comics gezeichnet. Das liegt jetzt schon lange zurück. Wenn ich manchmal aufs Datum gucke, also es liegt einfach 20 Jahre zurück. Hui. Ich habe halt in der Zwischenzeit auch was anderes gemacht. Comics verkauft, Comics gelesen und ja, da gibt es noch ein paar andere Fragen, was er so gemacht hat und warum er und so weiter und so weiter. Aber es ist jetzt etwas passiert. Die Comic-Cookie-Episode wurde ja aufgenommen, wird aufgenommen jetzt hier Anfang November am White Friday. Mhm. Das ist der zweite Freitag im November und das ist der Zeitpunkt, wo ich euch erzählen kann, der Typ, der jetzt 20 Jahre nichts weiter gezeichnet hat, als ab und zu mal privat eine Grußkarte oder ähnliches oder eine Illustration. Ich habe den Inktober genutzt. Yeah! Ja, gut. Für die Zuhörer war es wahrscheinlich nicht so sensationell. Für mich ist es sensationell, weil ich immer wieder versucht habe, einen Punkt zu finden oder einen Anlass, dass ich doch wieder zurückgreife zum Zeichenstift. Und ich habe es mir immer wieder vorgenommen, habe es immer nochmal angegangen, durchgeplant, nicht gemacht. Und ich habe einfach im Oktober jeden Tag einen Comicstrip gezeichnet. Mhm. Ja, habe ich auch, ja, erstmal nicht viel Anspruch an mich selbst gehabt, sondern einfach jeden Tag was zeichnen. Ist das Einzige, was bei Inktober zählt. Mhm. Falls irgendjemand das nachlesen möchte, erwartet nicht, dass jeden Tag der ultimative Comicstrip entstanden ist und dass, wenn man das jetzt der Reihe nach liest, sich was aufbaut, das eure Welt verändert. Dann lest doch nochmal erst Mathieu. Aber ich habe jeden Tag was gezeichnet. Und das haben andere vielleicht auch gemacht. Ja gut, und die haben es auch gezeigt. Ich kann es auch zeigen. Ich habe es jeden Tag hochgeladen. Ich glaube, dass das gar nicht so gern gesehen wurde. Ich habe es auf der Plattform mycomics.de hochgeladen. Und da hat mir jemand von mycomics geschrieben, dass wenn ich jeden Tag was hochlade, dass hier die anderen Zeichner so schnell verschwinden. Ich dachte, das wäre das Konzept, aber ich meinte das nicht böse. Ich packe jetzt alles in eins und dann kann man das in einem durchlesen, durchblättern. Mhm. Und dann ist da einfach eine Comicstrip Geschichte entstanden, lose Comic-Geschichte, die einfach spontan entstanden ist. Das heißt, am ersten Tag habe ich den ersten Begriff gelesen, der vorgeschlagen wird. Bei Inktober wird jeden Tag ein Begriff vorgeschlagen, zu dem man was zeichnen kann, wenn man möchte. Ist man aber nicht dran gezwungen. Andere sagen, ich nehme diesen Inktober einfach mal jeden Tag zum Anlass, einen Bösewicht zu zeichnen oder irgend sowas. Und naja, manche haben es unter Themen gesetzt. Ja. Genau. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, wenn die das so vorschlagen, jeden Tag einen Begriff, dann zeichne ich jeden Tag einen Begriff dazu, weil das habe ich früher auch schon mal gemacht, da habe ich 9 Monate am Stück jeden Tag zu einem Begriff innerhalb von kürzester Zeit, war so ein interner Wettbewerb, auch einen Comicstrip gezeichnet. Das hat ganz gut geklappt. Ich wurde dann damals immer schneller, also das Handwerk ging dann immer zügiger, wo ich damals die ersten Tage über 1 Stunde gebraucht habe, weit über 1 Stunde, auch 2 Stunden, wurde ich dann aber durch dieses tägliche Wiederholen immer schneller, immer schneller. Dann habe ich später inklusive Scannen und Kolorieren dann nur noch 15 Minuten für manche gebraucht. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Ich habe anfangs über 2 Stunden gebraucht und brauche immer noch voll lang, nachdem ein Monat rum ist. Ich habe gar nicht am 31. Oktober aufgehört. Ich habe jetzt einfach mein nächstes Ding Inkwember genannt. Also ich mache jetzt gerade jeden Tag weiter. Und will einfach an den Punkt kommen, wo ich wieder viel schneller bin. Hm. Allerdings bin ich jetzt auch ein alter Sack geworden. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder innerhalb von 16, 17 Minuten einen kompletten Comicstrip inklusive einer guten Idee, die ich früher hatte, schaffen. Früher, wenn ich einen Begriff gelesen habe, dann sind mir dazu 7, 8 Sachen eingefallen und eins davon habe ich einfach genommen, gezeichnet. Die Leute gesagt haben, hast noch mehr, habe ich dann einfach noch mal 2, 3 Sachen gezeichnet. Heute, wenn ich einen Begriff lese, ja, da muss mir erstmal was einfallen. Dann denke ich drüber nach. Das kostet auch schon wieder Zeit. Ja, aber so langsam komme ich wieder rein. Also ich brauche schon unter 2 Stunden jetzt. Je nachdem, wie aufwendig ich es gestalte. Ich nutze ab und zu mal andere Stifte, mit denen man schneller zeichnen kann. Naja, ist jetzt nicht so professionell, aber dafür schneller. Andere schummeln mit Computerhilfe. Ich nutze Computer nur zum Einscannen, um es zu präsentieren. Und weil ich gerade keine Buntstifte parat hatte, koloriere ich es auch am Computer. Geht ja auch schneller. Und da bin ich dabei. Und wer jetzt denkt, ach, was erzählte mir das? Das können mir andere Zeichner genauso erzählen. Ja, was hat denn der? Warum erzählst du denn das? Das können mir andere Zeichner genauso erzählen. Das könnt ihr dir auch erzählen. Aber haben die wirklich das so gemacht, wie ich bisher erzählt habe? Oder könnt ihr auch noch da mithalten, was ich jetzt noch erzähle? Oh. Ich habe ja Episode 77, das ist ja 7 und nochmal eine 7. Wir haben es umgedreht, L und nochmal ein L. Das heißt, jeden Tag ein Strip und nochmal jeden Tag ein Strip. Ohne dass ich den Leuten gegenseitig verraten habe, habe ich jeden Tag im Oktober, nachdem ich
gefühlt 10 Jahre nichts mehr gezeichnet habe, vielleicht auch 15 Jahre nichts mehr, habe ich jeden Tag bei toonsup.de einen Comicstrip hochgeladen. Die denken, was ist das? Da kommt auf einmal jemand, der jeden Tag einen blödsinnigen, nixbringenden Strip hochlädt. Und bei mycomics.de habe ich es selber gemacht. Ich habe jeden Tag 2 Comicstrips gezeichnet. Liebe Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, überlegt euch irgendwas. Wenn ihr meine Comicstrips lesen wollt, das ist einfach, lest einfach meine Comicstrips. Wenn ihr sie scheiße findet, dann ist das so. Und wenn ihr sie toll findet, dann ist das sehr merkwürdig. Und wenn ihr sie aber niedlich und nett findet, dann seid ihr bei mir. Ich habe nicht den Anspruch, jeden Tag den Strip des Jahrhunderts zu zeichnen, sondern einfach nur jeden Tag einen niedlich netten Strip. Also Calvin Hobbs, da kommt nicht jeden Tag der Hammer-Gag vor, dass man sich schlapp lacht, sondern es ist jeden Tag niedlich und nett. Mhm. Und da steckt noch mehr drin, zum Beispiel auch Tiefe. Mhm. Das will ich für mich gar nicht in Anspruch nehmen, mich mit Calvin Hobbs zu vergleichen. Nur es gibt einfach auch Strips, da geht es nicht immer um den Karlauer im letzten Panel. Ja. Und so bitte seht das auch bei mir. Manchmal kommt halt auch was Witziges vor, manchmal kommt auch was vor, was man erst versteht, wenn man 3 Strips weiterliest. Aber die Geschichte ist von mir gar nicht konstruiert. Ich habe jeden Tag einen Begriff gelesen und habe versucht, einfach auf einen Gästestrip aufzubauen mit der Verwendung dieses heutigen Begriffs. Macht das mal nach, das ist gar nicht so einfach. So, das habe ich gemacht. Und bei toonsup.de war es das jetzt eigentlich mehr oder weniger. Bei mycomics.de, heute Abend machen wir was anderes, da komme ich jetzt nicht zum Zeichnen, aber habe ich im November auch noch weitergezeichnet. Das wollte ich erzählen. Das wollte euch Légère Légende erzählen. Légère Légende, was ist das für ein komischer Name? Wo kommt denn das her? Ich könnte euch noch so viel von Légère Légende erzählen, aber es ist spät abends bei uns beim Aufnehmen. Wenn ihr es hört, hört es zu einem Zeitpunkt, wo ihr noch ein bisschen wacher seid. Steffen ist schon ein bisschen müde. War eine anstrengende Woche. Ja, für mich auch. Ja. Und aber vielleicht gibt es ja die Légère Légende Cartoons demnächst auch noch woanders. Ja. Das ist es nämlich. Ich habe Inktober nur genutzt, um wieder reinzukommen, um überhaupt zu zeichnen. Das war jetzt ja ohne vorher durchdachtes Konzept. Wenn ich aber die Jahre über nicht gezeichnet habe, habe ich manchmal trotzdem irgendwelche Sachen notiert. Daraus will ich jetzt sowas Ähnliches wie ein Konzept basteln. Oh. Und dann will ich daraus auch eine Comic-Geschichte machen, die auf lange Sicht Hand und Fuß hat. Also das werdet ihr beim Lesen vielleicht auch nicht sofort erkennen, aber lest mal 100 Strips und ihr werdet, wenn ihr sowas wie Mathieu mögt, wenn ihr sowas wie Upside Down mögt, wenn ihr sowas wie Unschlagbar mögt, wenn ihr niedliche Sachen mögt, dann 100 Strips von mir lest, dann verrückt. Dann, ja, dann werdet ihr verrückt. Also dann könnte es sein, dass ihr denkt, jetzt verstehe ich. Und das habe ich vor. Dann seid ihr verrückt. Genau, dann seid ihr verrückt. Aber mycomics.de ist eh nicht die Plattform, wo man niedliche Sachen hochlädt. Mycomics.de gehört der Panini. Panini präsentiert und andere präsentieren da Sachen. Panini präsentiert da Sachen, zum Beispiel Leseproben von ihren Superhelden-Comics. Da ist eine Leserschaft, die erwartet Superhelden-Comics. Action, coole Sachen, speedige Sachen. Und dann kommt da mein komischer Strip. Ja, irgendwie bewertet ihn auch keiner. Vielleicht besser, als wenn jemand schlecht bewertet. Und es passiert nicht viel. Und das kenne ich auch schon. Ich habe schon früher bei mycomics auch schon Sachen veröffentlicht. Bewertungen fallen bei mir so Mittel aus. Ja, aber wenn das Mittel ist, um berühmt zu werden, dann nehme ich das. Ja, das ist das. Das Mittel zum Zweck. Genau. Und ich muss jetzt nicht weiterhin jeden Tag einen Strip zeichnen. Gibt ja keiner, der mich dazu verpflichtet. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass es mir wieder Spaß macht. Das wollte ich auch feststellen. Ich weiß ja eigentlich, dass mir das Spaß macht. Das, was ich da weiterentwickle, also ich meine jetzt zum Beispiel eine Handlung oder sowas, die ist mir ja vorher auch nicht bewusst, wenn ich dann sehe, ich zeichne schon das, was mir gefällt. Ich lese Sachen, die mir gefallen und wenn jemand fragt, warum zeichnest du so ganz komische Sachen, damit wirst du nie berühmt. Ich zeichne die ja nicht, um berühmt zu werden oder um viel Geld zu machen. Ich habe 14 Jahre lang im Comicladen gearbeitet. Ich weiß, womit man eher Geld machen kann mit Comiczeichnen, womit weniger und dass es eh schwierig ist, damit Geld zu machen. Deswegen ist mir das nicht so wichtig bei meinen eigenen Sachen. Wenn irgendjemand sich darin wiedererkennt, dass es ihm gefällt, was ich da zeichne, dann weiß er, ich habe vielleicht einen ähnlichen Geschmack wie der Zeichner, weil ich zeichne das, was mir gefällt. Und das werde ich zukünftig tun und das werde ich zukünftig nicht unbedingt jetzt exklusiv oder dort überhaupt oder vielleicht auch nicht oder doch oder halb oder doppelt veröffentlichen und da auch, also nicht unbedingt nur auf mycomics.de, sondern es gibt noch eine Plattform, da ist noch alles viel jungfräulicher, da ist noch nicht die Welt so verdorben, da werden nur schöne Sachen gepodcastet und schöne Rezensionen präsentiert, es ist eine Community, es gibt Cookies. das werde ich einfach auf Comic-Community demnächst dann mal starten. Mhm. Ihr werdet es bestimmt mitkriegen, wenn ihr Podcasts hört und unsere Rezensionsseite lest.
Und da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, ihr seid auch so ein bisschen gespannt. Genauso gespannt wie die gehende Steffen. Entschuldigung. Also es ist echt spät, während wir es aufnehmen. Ja. Aber ja, man, ich glaube, man hört es auch in dem, also in dem Monolog. Man hört hier die Stille mit durch. Also so spät in der Nacht ist es, dass hier die Stille um meine Stimme rum alles verschlucken möchte. Mhm. Was ich eigentlich noch erwähnen wollte, weil ich ja ab und zu so ein paar Rückbezüge angekündigt habe, also was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, was ich den besten Versprecher von Comic Cookies Spezial 16 fand, ist, dass der Steffen gesagt hat, Stehletammtisch. Stehletammtisch fand ich. Hast du das jetzt extra aufgeschrieben? Das habe ich mir aufgeschrieben, ja. Dann das Comic Cookies Spezial 15. Da war der Breedstorm bei diesem Fantastic Festival, also die Buchmesse-Con. Das habe ich noch gar nicht ganz gehört, aber ich habe zweimal angefangen zu hören und bin einmal bis zu einer Stunde gekommen, dann bis 100 Minuten. Also ich habe das immer nur als eine Datei und kann ich vorspielen. Und das weckt ja so richtig auch Erinnerungen an die gute alte Zeit, als ich Fantastik-Romane gelesen habe. Also ich glaube, da muss ich wieder mal rein, also so ein paar mehr Autoren raussuchen, mal wieder was lesen. Hört da auch mal rein, wenn ihr Hörbücher mögt, weil der Breedstorm hat ganze Lesungen mit aufgezeichnet. Also cool. Also was die eine vorgelesen hat, würde ich theoretisch gerade weiter zuhören, wenn die ewig weiter gelesen hätte, müsste ich auch mal lesen. Und danach war dann dieser, wie heißt der, Corvus sonst was? Robert Corvus. Genau, der. Klingt ja auch cool. Also mir fehlt zwar die Zeit, um ganze Romane jetzt auch noch zusätzlich zu lesen. Bist du dann nächstes Jahr mit auf der Fantasy? Also im Moment würde ich denken, klar. Auf der Buchan, ne? Im Moment stelle ich mir vor, das macht Spaß, ja. Ja, also das hat mir auch gefallen. Splitterfolge hat mir natürlich auch gefallen, klar. Entschuldigung. Ja, und in dem Splitterfolgen-Podcast mit dem Horst, da hat ja der Horst schon von weggenommen, was ich eigentlich heute Abend erzählen wollte, wie es zu meinem Namen kam. Ja. Manche glauben ja, warum denke ich mir das denn so bescheuert aus? Manche denken auch das. Es ist eine Geschichte der ganz besonderen Art. So manche würde sich wünschen, sie bliebe mir spart. Ich musste es erleben, es war meine Pflicht. Ich könnte noch heute erbeben, doch ich tue es nicht. Ach, ich wollte jetzt ja gar nicht die ERV mit die Geschichte rezitieren. Zurück. So, in der Splitterfolge, da hat der Horst schon vorweggenommen, weil er einfach geschaltet hat und nachvollzogen hat, als ich erzählt habe und angedeutet habe, dass ich das mal demnächst erzählen möchte, hat er es vorweggenommen und gesagt, es ist so. Es gab irgendwann mal neu für manche Leute, die schon ein bisschen länger leben, das Internet. Dann gab es irgendwann virtuelle Communities. Dann gab es irgendwann comicforum.de. Dann ging es nicht nur mir so, sondern manche anderen auch. Und dann hat man sich einen virtuellen Nickname, also Nickname heißt ja Spitzname, gab es auch im echten Leben ja, schon. Ja, war bei der Findung ganz originell. Du? Ja. Ja, aber damit ist halt deine Geheimidentität gewahrt. Und bei manch anderen und bei mir war es auch, dass ich eine Comicfigur hatte, die irgendwie hieß und dass ich selbst einen Namen habe, der irgendwie hieß. Also und meinen eigenen Namen, der war halt natürlich schon vergeben, weil es ein ganz normaler, trotteliger Vorname ist. Mhm. Und wenn man dann aber trotzdem einen Nickname, also einen Namen hat, um in diesem Forum zu sprechen, zu schreiben und wiedererkannt zu werden, dann legt man sich manchmal den Namen seiner eigenen Comicfigur zu und meine Comicfigur heißt Légère Legende. Mhm. Und das ist eine Comicfigur, die viele Facetten hat, die ein paar wenige lange Haare hat, die eine Nase hat, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennt. Aber wenn man dieser meiner Beschreibung folgt und dann sich die Zeichnung anschaut, weiß man, jetzt mal ganz kurz erwähnt, dass die zwei Striche Augen sind, da weiß ich, dass das der Kopf von ihm ist. So sieht meine Comicfigur aus, denn sie ist open-minded. Das heißt, der Kopf ist keine geschlossene Linie, sondern die ist offen. Mhm. Und dieser Légère Legende, der erlebt Sachen und der hat ein großes Herz. Also es ist wirklich ganz lieb, der hat ein großes Herz. Das Herz ist so groß, dass in dem Herz kleine niedliche Elefantchen wohnen und noch andere knuddelige Tierchen. Das sind die Herzentierchen. Mhm. Ja, später werde ich daraus irgendwas ähnliches wie Sternzeichen machen. Vielleicht auch nicht. Hauptsächlich werde ich Comicstrips machen oder Comicgeschichten. Und in den längeren Comicgeschichten ist der Légère Legende der Hauptcharakter. In den Comicstrips sind Elefantchen,
Pinguine. Schildkröten. Vielleicht kennt ihr sie schon zum Teil. Zum Teil könnte es sein, dass er die schon kennt. Mhm. Zu Zeiten, als das Internet neu war und Communities sich bildeten im Internet, da war die Welt noch ein bisschen kleiner im Internet. Das heißt, da gab es noch kaum Leute, die auf deutschen Webseiten was geschrieben hat. Da hatte ich sogar mal Strips auf Englisch übersetzt, weil das englischsprachige Community-Mitglieder irgendwo auf einer Website gefordert hatten, weil sie das echt schön fanden. Damals hätte ich weitermachen sollen, weil die Leute sagten, mehr, mehr, toll, toll. Und heute sagt sowas keiner mehr. Mhm. Aber jetzt zeige ich nicht wieder und dann werden das alle sagen. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Eigentlich wollte ich noch viel, 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 viel mehr von mir erzählen, aber das bleibt euch zum Glück erspart, weil es jetzt voll spät ist. Mhm. Alles Weitere kommt dann in der Folge 177 oder so. Oder im Spezial 77, je nachdem. Das ist gut, weil 177 hat ja gar nichts mit 77 zu tun, sondern mit 177, das ist ja schon blöd. Mhm. Aber im Spezial 77, da werde ich euch viel mehr erzählen, vor allem, ja, bis dahin habe ich vielleicht auch schon die ersten 100 Trips gezeichnet, vielleicht sogar schon eine erste Legende-Geschichte geschrieben und dann verknüpft das mal miteinander, dann lest mal quer, dann guckt mal, wenn er dann schaut, was das Elefantchen erlebt und dann guckt, was der Légère Legende erlebt, ob man das irgendwie verknüpfen kann und dann was sieht. Mhm. Ja. Was bisher geschah. Genau. Was bisher geschah. Ja. Ja, cool. Ich glaube, da haben wir schon wieder was an Material. Ja, also. Danke, danke. Jawohl. Ich habe jetzt hier nicht nur. Ich habe ein paar Notizen zur Comic-Cookies-Episode hier gehabt. Und hier liegt auch noch ein Blatt dabei, wo ich eine Illustration gemacht habe, die ich hier im Stern gezeigt habe. Und weiter unten steht was zu einem anderen Thema. Da ist ein Satz, der macht jetzt für euch so überhaupt keinen Sinn. Der ist auch aus dem Zusammenhang gerissen. Aber den lese ich einfach nur mal vor, weil wer jetzt noch zuhört, ist selbst dran schuld. Umgebung von Unsymmetrie, in Klammern Ego, ist, Klammer auf, auch der, Klammer zu, Raumpunkt. Mhm. Wer das nicht versteht, ja, da habe ich vollstes Verständnis für, muss man auch nicht verstehen, wer das verstehen möchte. Wartet auf die Comic-Cookies Episode Special 77. Bis dahin ist es euch klar geworden, bis wenn ihr dahin meine Comics lest. Ja, genau. Steffen, ja? Hast du eine Frage an mich? Oh Gott. Bitte nicht. Wahrscheinlich so einige, aber das klären wir ein anderes Mal. Ja. Ne? Ja. Fragt mich bloß nie zu Quantenphilosophie und Interwelt. Bloß nicht. Uhu. Wer war denn das? Ich weiß auch nicht. Komische Gestalten hier bei dir in der Wohnung. Also unfassbar. Ja. Hat mich gefreut, dass du mal so eine ganze Ausgabe fast alleine. Ah, cool, oder? Nur ein paar komische Knöpfchen drücken musste. Ja. Hättest ruhig öfter Knöpfchen drücken können. Ja. Hörst du es draußen? Aber Halloween ist doch eigentlich schon vorbei. Diese Geräusche passieren öfters in der Stadt am Rande des Universums. Meinst du, das hat damit zu tun, dass gerade schon wieder Comics ins Nichts fallen? Und neue Universen bilden. Ja. Ja. Siehst du auch dieses Leuchten? Das ist schön, oder? Deswegen wohne ich hier. Vergesst Polarlichter. Das. Das ist schön, oder? Ja. Also Polarlichter sind auch schön, aber das hier ist viel schöner. Viel schöner. Oh, das war ein Horrorcomic. Teil 2 war nicht mehr so gut. Das war ein Karlauer Cartoonbuch. Wahrscheinlich. Aber kein Ralf Rute, der hätte anders geklungen. Oh, das war ein Lemming. Das war vielleicht nicht lustig. Nicht lustig, ja. Was? Nee. Ich hab's nicht verstanden. Nee.
Was war das? Das war Hardcover. Also, liebe Zuhörer, wir schauen hier noch eine Weile diesem Phänomen zu. Diesem Phänomen zu, genau. Und das ist ein Podcast, das seht ihr es nicht. Ich glaube, wenn ihr weiter dabei bleibt, für uns ist es. Das wäre es für euch. Oh je. Die Comicfigur wollte nicht mit. Ja. Wenn ich bei den Comic-Cookies nicht rausgekickt werde, kann ich euch ja bei den nächsten Podcasts immer mal wieder ein bisschen von der Stadt am Rande des Universums erzählen. Mhm. Es ist hier faszinierend. In Zukunft ist das hier eine Pilgerstätte. Aber jetzt noch nicht. Bitte brecht nicht sofort auf. Plant es aber schon mal für in 30, 40 Jahren ein. Liebe Hörer, bevor es hier absolut ins Bodenlose driftet, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. War jemand aufmerksam von euch? Das werden wir dann merken. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt eine Zusammenfassung in die Kommentare. Und ja, danke, danke. Ich glaube, die meisten hören Podcasts bis zum Ende, weil sie nicht am Gerät sind, um zu stoppen, sondern weil sie irgendwas anderes machen und nebenbei laufen lassen. Wenn die Hände gerade nass sind. Die Hände gerade nass sind, weil das iPhone damit so schlecht bedienen kann. Dann. Genau. Und für die ganz Mutigen unter euch gibt es jetzt eventuell im Anschluss noch ein schaltet ab. Ganz komisches Outtake. Letzte Warnung, schaltet ab. Also, ihr hört jetzt gleich noch die Outro-Musik und trocknet euch die Hände ab, geht zum Gerät. Solltet lieber ganz schnell abschalten, weil das kann man jetzt schon sagen, also unter den Leuten, die sowas nicht mögen unter euch, das wird grausam. Also das ist auch nicht so gemeint, dass wir euch damit ärgern wollen. Nee. Also, ist einfach so, dass man manchmal ein Mikro dabei hat und das einfach mal in die Runde hält. Und da kommt halt nicht immer was Positives bei raus. Ja, es gibt andere Leute, die löschen sowas. Aber wenn man nasse Hände hat, kann man nicht auf den Löschknopf drücken. Tja, und schon landet es am Ende. Eines. Am Rande des Universums. Genau. Ja. Ist leider hier nicht runtergefallen. Nein, es ist deswegen, kein Comic. Kriegt ihr das jetzt noch? Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bei den Comic-Cookies. Genau. Bis dahin. Steffen und... Ja, wissen wir noch gar nicht. Die nächste Ausgabe, Ausgabe wissen wir schon. Ach so. Ja. Deswegen habe ich dir nicht gesagt, weil ich nicht weiß, wer als nächstes dran ist. Ja, nee, die nächste müsste eigentlich dann, aber das sagen wir jetzt hier nicht an der Stelle. Lasst euch einfach mal überraschen. Genau. Und man weiß ja nie, was bis dahin noch passiert, ob vielleicht nicht doch nochmal ein Special erscheint oder so. Das weiß man nie. Genug Möglichkeiten gibt es vielleicht. Wir müssen ja mit den Specials vorankommen, um zur Folge 77 zu kommen. Richtig. Sind wir jetzt auch schon bei der 16? 17? Die 16 haben wir, die 17 ist als nächstes dran. Ja, die 17. 17 ist eine kleine 77. Also fehlt oben der Haken von der 7. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Das wünschen wir euch. Weil jetzt hattet ihr ja keinen. Ja, wir wünschen euch mehr Spaß, als ihr bis eben hattet. Nein, Gott. Also ich fand es interessant, auch wenn ich immer mal zwischendurch gähnen musste, aber das lag nicht an der Ausführung hier, sondern daran, dass die Woche echt anstrengend war. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank. La 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 la. Ich weiß es gar nicht. So, wir lassen es laufen. Wir lassen es einfach mal laufen. Wie am Klo. Bei alten Männern ist es so, dass die das ab und an mal was laufen lassen. Einfach laufen lassen. Ja.
wie am Klo schön durchlaufen lassen. Ja, aber die Tür zumachen. Ja. Nee, du kommst nicht mit rein. Kommst du doch gar nicht mit rein. Bin auf Bach. Schnauze. So. Was geht's denn hier? Hier geht's um den Abschluss dieses Gesprächs. Das Gespräch haben wir gerade angefangen. Wen haben wir denn hier? Hier ist der Leger Legende. Patrick. Weiter? Jetzt kommt dein Part wieder hoch. Du kannst hier schon mittlerweile. Ja, ja, Patrick Robert anscheinend. Ja. Übrigens kommt gleich eure Bahn in die verbotene Stadt. Also die fährt aber nach Dietzenbach, nicht nach Hanau. Die ist noch verbotener. So, also. Hallo, schönen Abend. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Geistreich war das. Nee, was haben wir denn heute gemacht? Wir waren heute beim Comic-Stammtisch. War eine lustige Runde, war eine gemischte Runde. War auch mal wieder der Rauti dabei. Waren Tim und Struppi da? Tim und Struppi. Rauti war da. Rauti war da, das Tim war da, Struppi nicht. Tim? Wer war Tim? Der ist das Herrchen vom Struppi. Also. Ja, ich war davor noch in Halloween und... Ist doch schon längst rum. Oh, badumts. Nein, im Kino. Ach so. Und hat vergessen, die Maske abzuziehen. Und dann musst du jetzt auch sagen, wer du bist. Aber wie du sagst, nicht. Ach so, nee. Du fliegst sofort wieder raus. So, nee, ich habe an Nightmare on Elm Street gedacht mit der Maske. Entschuldigung, das war Verwechslung. Matthias, snickt. Und jetzt haben wir hier noch jemanden. Ja, nächstes Mal bitte Steak ein bisschen besser braten, aber sonst... Dafür kann ich nichts. Wie hat einer die Verantwortung? Ja, aber fällt dir auf... Du musst doch deinen Namen sagen. Peter. Gut. Hinterher ist es keiner gewesen. Aber fällt dir auf, dass die Leute, die das Lokal vorgeschlagen haben, nicht da sind oder da waren? Ja. Das ist immer so. Seltsamerweise. Gesetz... Wer hat's denn vorgeschlagen? Ja, das sagt man jetzt nicht. Dann bleiben wir mal offscreen. Ja. Du guckst, dass die Bahn kommt? Ja, die, das ist die Dietzenbacher, aber wir warten auf die nächste Hanauer. Das passt schon. Halt die Tür auf! Wann musst du denn, in welche musst du denn rein? Dann? Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Ach so. Ja. Du? Ist bei mir ähnlich, ich kann auch. Und du? Ja, Bahn fahren mehr, aber der Bus fährt erst in einer halben Stunde wieder. Okay, dann kommen wir ja noch. Dann haben wir ja noch, aber wir müssen wir gucken, dass die Hanauer kommt irgendwann und dann steigen wir da ein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Wie viel Uhr haben wir es? Es ist an einem Stammtischdienstag um 22.13 Uhr. Ah, dann habe ich noch 17 Minuten, also 16 Minuten. Kleiner Disclaimer, also ein paar der Leute, die wir im Podcast überhören, sind tatsächlich vom Stammtisch, wie man jetzt so vermuten könnte. Genau, es gibt seit über 30 Jahren Frankfurter Comic-Treff, der Comic-Stammtisch. Und da waren wir gerade. Müssen wir eigentlich immer häufiger mal erwähnen. Wahrscheinlich hast du jetzt die Hälfte durch den Zug gar nicht gehört. Also es ist so ein bisschen unverständliches Gemurmel. Das macht es authentisch. Das ist hier alles mit Atmosphäre und so. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Hm? Oh ja, den Film bräuchten wir jetzt. Wegen was? Ja, so ein Erlebnis jetzt. Ach so, ja. Oh, immer zur S8 gerannt. Und trotzdem, mehr ist am Ende allen in den Arsch gekrochen, wirklich auf die ekelhafte Art. Was geht's denn jetzt schon? Und wirklich grüßt das Murmeltier. Ja? Welche Version davon hast du gesehen, wenn es da um Arschkriechen geht? Nee, am Ende hat das wirklich allen so richtig, wie heißt's, so gemacht, wie sie es wollten. Also im Prinzip ist er nicht mehr der Alte gewesen. Er kam mit seiner Umwelt zurecht, erstmals. Ja. Und deswegen ist er selbstzufrieden und deswegen ist er kein Stinkearsch mehr. Aber der Humor, der Bitterböse ist damit natürlich zu Ende. Hat jetzt das Ende verraten? Ja, oh nein, wir haben das Ende verraten. Ja, Spoiler! Oder dass er nett auf einmal nicht mehr jeden Tag einen reindonnert. Ja. Das hat auch gefehlt. Oder diese Dutzend Selbstmordversuche von ihm. Aber deswegen guckst du den Film ja von vorne bis hin, damit dich am Ende einfach nur freust, dass es jetzt gut ist. Aber den ganzen Film über freust du dich, dass es noch nicht gut war. Ja, genau. Jeder Film flacht im letzten Drittel so ein bisschen ab, oder fast jeder Film. Das ist ja schon der vorgezogene Filmpodcast. Genau. Ach, es gibt einen Filmpodcast? Filmpodcast in der Nutshell ist das jetzt. Der Filmpodcasten. Der einzige Film, über den wir reden müssen, ist eigentlich täglich Kustos. Nein, wir haben so viele Filme, über den wir reden müssen. Roger Rabbit. Ja. Gerade schon erwähnt. Space Jam haben wir auch erwähnt, ähnlicher Stil. Heute haben wir auch noch Dings erwähnt. Star Trek Star Wars Parodie. Was war das nochmal, Titel?
Mit Möte, halb Mensch, halb Köter. Spaceballs. Spaceballs. Ja. So kennen Sie die Büchle. Spaceballs. Ja, sogar John Hurt war dabei, als das Alien aus ihm rausgeploppt ist. Also er hat seine ikonische Szene nochmal kopiert. Eigentlich haben sie auch versprochen, dass es Spaceballs 2 geben könnte. Das wäre jetzt mal dran. Der soll ja auch in 2 Jahren kommen. Ja? Der Mann manifestiert sich gerade ein mieser Wortwitz in meinem Kopf. Echt? Ich sehe noch gar nicht. Ja, soll ich noch rauslassen? Lassen wir raus. Was ist denn die Porno-Variante von Dings, dem Film? Was für eine Variante? Die Porno. Die Porno-Variante von dem Film. Porto-Variante, verstanden. Ich dachte, wir willst ihn verschicken. Porto-Variante? Porno-Variante. Jetzt ist nicht so lang. Ja, genau. Ganz einfach. Super. Aber auf Porto-Variante hätte ich keine Antwort gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Porto-Variante? Porto-Variante. 6,50. Briefmarke. So, das geht hier gerade noch durch den Schlitz. Dann kostet nur so viel wie ein Brief. Das ist doch aber schon wieder die Porno-Variante mit Schlitz. Das ist die Porno-Variante. Wem das jetzt zu viel blöd gebabbelt ist, der schaltet auch das nächste Mal gerne wieder ein. Oder du lässt es einfach rückwärts abspielen. Dann wird es dann seriöser. Seriös. Satanische Verse. Ja. Seriös, der Porno. Seriös. Welche Braut traut sich nicht? Rübsche mit Kraut. Ach so, Rübsche mit Kraut. Wie kommst du jetzt da drauf? Wir sind hier in Hessen, falls man es nicht erkennt. Satani, ach so, zitierst du gerade Badesalz? Blutwurst. Blutwurst. Im Smashpoint gab es übrigens Spaceballs 2, da hieß aber Spaceballs. Was geht das wieder los? In dieser Bahn gibt es übrigens WLAN, steht zumindest dran. Steht außen dran, innen drin ist es dann doch was anderes. Ich mache mich immer runter zu meiner Bahn. Bis zum nächsten Mal. Oh, Matthias geht. Mach's gut, Matthias. Tschüss, mach's gut. Nein, wir sagen nichts. Bis zum nächsten Mal. So, wann kommt denn die Bahn nach Hanau? Bald bin ich ja Schweighöfer, das solltet ihr nicht wissen, tut mir leid, aber jetzt bin ich weg und. Kann ich schon ein Autogramm haben? And don't forget, Robert Patrick Robert broke my heart. Yes. Oh! Ja, das schon wieder. Das sind wir voll die Insider, aber naja, gut, unsere Stammhörer werden es irgendwie einordnen können. Falls wir Stammhörer haben. Falls wir Stammhörer haben. Was meinst du, haben wir Stammhörer? Ich glaube schon. Na gut. Mal gucken, was wir damit machen mit dem Ganzen. Vielleicht erscheint es nie. Vielleicht erscheint es. Wann fährt der Zug los? Ich hab dich schon gefragt, lohnt sich das denn? Habe ich gesagt, nö, aber es macht Spaß. Genau. Ja. Das muss einfach zusammen, also Einzelschnipsel irgendwo immer einstreuen. Das Statement eben einfach irgendwo reinschneiden. Wann fährt der Zug? Ja. Patrick, was ist der nächste Film, den du sehen willst? Sehen willst oder sehen werde? Kommt drauf an. Im Kino wahrscheinlich Operation Overlord. Kurze Info, das sollte mal so ein Sequel zu, wie hieß dieses? Egal. Auf jeden Fall ist egal, es auch wenn Nazi-Zombies sein. Grund genug reinzugehen und Zeug ans Eingemachte gehen. Der Film heißt Egal. Operation Egal. Operation Overlord. Kaufen Sie sich jetzt schon die Tickets? Lord ist eine Zigarettenmarke. Kann ich nicht empfehlen. Rauchen schadet Ihrer Gesundheit. Ich gehöre hier nicht dazu. Ich gehöre hier nicht Rauchern. Du kommst jetzt nicht mehr raus. Du stellst also Operation Overlord, oder? Jo. Ich bin raus, aber was geht's? Das weiß keiner. Es ist so ein bisschen wie Return to Castle. Wolfenstein, Nazi-Zombies und ordentlich Gemetzel. Ja, ein Zug und Ziel. Wie bei Sam. Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Das ist jetzt hier Gleis 9, 3 Viertel. Ja. Ich hab wieder aufmachen müssen. Was? Ja. Aufmachen. Alle Wege führen nach Rom, alle Züge fahren nach Offenbach. Genau, so ist das. So ist es doch immer. Immer wieder. Ja. Wer zu Fuß geht, kommt nach Rom. Und wer mit der S-Bahn fährt, kommt nach Offenbach. Ich komme auch mit jedem Zug nach Frankfurt. Also so ist es jetzt. Ja, aber nach Rom kommst du nicht mit dem Zug. Da musst du zu Fuß gehen, weil da gibt es nur Wege. Wo schwimmst du denn da hin? Ja, der Herr Legende hat heute Cola getrunken mit Kirsche. Es wirkt bei Ihnen wie Alkohol. Ja?
wieso dann nicht direkt Radler? Dann hat er zumindest ein bisschen was. Ja, wieso eigentlich nicht direkt Radler? Hoffenbach Ost. Ah. Das ist so schwachsinnig, was ich hier gerade aufnehme. Das werden die uns wieder um die Ohren hauen, aber naja, gut. Diese verdammte Kirschkuhle, einfach, das wird mir dauernd zu. Das ist quasi ein langes, langes Outtake. Das ist ja, ne, diese verdammte Kirschkuhle, das wird dauernd als ganz gut betitelt und dann, wenn ich es trinke, dann denke ich, ja, ich weiß wieso oder wie. Die Kirschkuh? Kirschkuhle halt. So, wenn ich die haben es mir heute selbst gemixt. Das ist ja keine fertige Jericho gewesen, sondern Cola. Wo es war Cola mit Saft. Ja. Naja, aber wenn ich die trinke, dann weiß ich immer, wieso ich es wieder nicht trinke. Das trinken nur die Härtesten. Ja. Weißt du, Cola mit Saft. Hardcore. Ja. Und die Härtesten trinken auch den ekligen in der pinken Version. Schmeckt total scheußlich. Cola mit Saft. Was trinkt die Pink gerne? Cola mit Saft. Ah, immer schön gesund. Sehr gut, Pink. Manchmal auch Saft mit Cola. Manchmal auch Saft mit Cola. Du trinkst nur Rum mit Cola, ne? Ja. Oder Cola mit Rum. Oder schönes irisches Bier. Kann man sehen, was das möchten ist, Sie noch was Guinness unter Ihren Schaum? Immer. Friedrichsdorf. Wer muss nach Friedrichsdorf? Friedrichsdorf. Das ist im Prinzip meine Richtung, aber ich kann auch erstmal noch einen Zug aussetzen. Wenn du was hast. Der Patrick Roberts sitzt gerne Züge aus. Ja. Friedrichsdorf, Patrick Roberts setzt Züge aus. Setzt dich gerne für Züge ein. Der hatte Angst vor dir. Nee, der hatte nicht Angst vor mir, der hatte Angst vor diesem pimmelförmigen Aufsatz. Ja, in der Innenstadt, da hast du da wirklich so das Aufsehen. Ja. Das haben sehr viele Leute danach geguckt. Die haben sich gerade gefragt, ob sie in der falschen Ecke sind, in Kaiserstraße. Ja? Und sie haben recht, sie sind in der falschen Ecke. Ja. Ja. Im Prinzip hätten wir uns Oberkörper frei machen müssen, damit die von uns weg waren, aber nein. Oberkörperlord. Es wird nicht besser, meine Damen und Herren. Aber es ist halt am Stammtisch, was soll man sagen. Da sind selbst die Nicht-Alkoholiker alkoholisiert. Ja, Mischen. Oberkörperlord. Wie ist das Mischen? Wie ist das erste Wort? Mischen. Den Oberkörper wischen. Was ist denn das für eine scheiß Mische? Hanau? Nee, Darmstadt. Darmstadt. Die Eichel ist sehr aufgeplustert. Bitte nochmal. Die Eichel ist sehr aufgeplustert. Ja. Muss ich wieder ein Bild dazu posten von meiner Eichel? Naja, gut. Dann viel Spaß. Viel Spaß. Instagram des Grüßen. Was steht da auf deiner Mütze? Bernd? Nee, was? Gond. Gond. Größte Onkels nach Deutschland. Das ist so ein Onkels-Festival. Also da sind Dutzende Onkels. So, das wollen wir jetzt gar nicht hören. Tantenfestival ist uns lieber. Genau, wir wollen lieber zu einem Tantenfestival. Also magst du gern GIFs, Grandmas, you like to fuck. Solange es kein Tuntenfestival ist, dann... Achso, bitte. Aber die Comiczeichner gehen ja zum Tintenfestival. Was ist denn hier los? Was haben wir denn hier für Leute eingeladen? Ich weiß es nicht. Die haben wir gar nicht eingeladen, ne? Die stehen einfach da rum. Gegen so viel Wortwitz können wir nicht anstecken, oder? Doch. Wir gehen lieber zum Tintenfestival und das ist auch nächstes Jahr wieder der Engtober. Ja, das ist Tinte auf dem Füller. Dieses Jahr dabei, nächstes Jahr dabei, immer dabei. Und sparen Sie sich mal die unqualifizierten Kommentare hier, Herr Bond. Was ist das Tintenfestival? Das habe ich nicht gesagt. Also. Ist das dasselbe? Nur Tintenfestival? Wer hat es gesagt? Was ist denn hier los? Gar nichts. Habt ihr irgendwelche von ihm, er hat das habt nie... Habt ihr irgendwelche unerfüllten Träume oder Wünsche oder irgendwas? Er hat gesagt, wenn man bei Titten das TH vertauscht, wird es witzig. Also das ist witzig, hat er nicht gesagt, aber ich fand es ab dem Moment witzig, wo er es gesagt hat. Was sind für TH? Wo ist denn da ein TH? Da musst du mal genauer gucken. Entschuldigung, schenkt mir ein bisschen Kleingeld. Ein paar Cent, ich nehme für auch ein paar Euro, aber ein paar Cent sind schon super. TH. Bitteschön. Vielen Dank. Schönen Abend. Ebenso. Es wollte auch unbedingt noch jemand mit dem Podcast. Naja, vielleicht wieder ein Bohnen-Comic haben. Er hat heute Spendierlaune. Bohnen-Comic. Wow. Das mehr hatte ich jetzt gemacht. Der Röder Mark. Bringt es auch nicht weiter. Also, dich zumindest nicht. Jetzt ist er weg. Jetzt holt er sich Geld zurück. Nein, jetzt gibt er ihm wirklich ein Bohnen-Comic. Ich glaube, der hat nur nicht das
Interesse an einem Bodencomic, aber Hohenberg. Und wieder ein WLAN-Zug mit Securities. Wieder ein WLAN-Zug mit offensichtlichen Securities. Ja, welche auch bitter notwendig sind. Ja. Michael, was machst du gerade da? Gerade um die Uhrzeit muss man das leider... Das ist nicht schön. Fragt er uns jetzt nach der Sendererlaubnis. Sendererlaubnis. Haben wir hier eine Sendererlaubnis? Hören Sie mich, hören Sie auf, mich zu filmen. Sie begehen hier eine Straftat. Ja, genau. Hören Sie auf, mich ins Gesicht zu filmen. So. Hören Sie auf, mich ins Gesicht aufzunehmen. Weiß nicht, ob man das... Bleibst zu Hause. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Aber ich habe den, Patrick gerade ins Gesicht aufgenommen. Ach, das ist ein Rasierpinsel. Das ist ein Rasierpinsel, aber ich habe den Schaum vergessen. Er macht gerade Pogo für Tunden. Schaum, Eiche, Rasierpinsel. Also diese Parallelen. Hast du ihm jetzt einen Comic geschenkt? Ja, ich habe ihm Obdachlosen einen Comic geschenkt. Aber nicht irgendeinen Comic, einen richtig guten Comic. Ja. Was hast du jetzt dafür gekriegt? Nee, das war auch noch in der Tasche drin. Ach so. Du hast ihm Bone gegeben. Ja. Cool. Bis auf die Knochen, ja. Das war so. Ja. Bist ein Zyniker, bist du. Ich hoffe, es gefällt ihm. Ist ein cooler Comic, sollte jeder lesen. Ja. Kann man absolut empfehlen. Ja. Ja. Und auch das Werk danach vom selben Künstler, Wrestle, absoluter Hammer. Diese Zeitreise-Story. Ich glaube, dessen sind sich die Hörer, die schon Episoden mit dir gehört haben, überhaupt nicht bewusst. Nee, können sie auch gar nicht. Es wurde ja bisher noch nicht erwähnt. Hören Sie auf, mich ins Gesicht aufzunehmen. Ich komme mal wieder vor. Ich sag's ja, das ist hoffentlich wird der Eichelschwamm auch ab und zu mal gereinigt. Kommt jetzt wieder in die... In die. Er ist schon ganz weiß, ich glaub's nicht. Kommt jetzt wieder in die Schnellwäsche. Ist das Schaum oder? In die Schnellwäsche. Ist das Schaum oder ist das Sommer? Oder wir haben festgestellt, das ist ein Rasierpinsel. Ach so. Ja. Also keine Frankfurt Süd ist der nächste. Hier auf der Spur und bei euch? Wie sieht es bei euch aus? Falsche Richtung. Das ist falsche Richtung. Das ist falsche Richtung. Kannst du bitte umsteigen, junger Mann? Und für den Zug umdrehen. Was? Er soll nach hinten gehen, dass er in die richtige Richtung fahren kann. Ach so. Da musst du aber aufs andere Gleis. Nein, der fährt voll gegen die Fahrtrichtung. Er fährt voll gegen die Fahrtrichtung. Ich dachte, für uns würde er das machen. Ja. Jedenfalls ist das ein Vollzug. Ich bin Bone-Comic auch los. Ist der? Bone-Comic? Ja. Hab schon gedacht, ich hätte ihn umsonst mitgeschleppt, aber nein. Er hat einen glücklichen zukünftigen Leser gefunden. Möglicherweise. Bitte? Möglicherweise. Möglicherweise. Ja, der hat sich erkundigt, ob er auf Deutsch ist. Also auf Deutsch wird er wohl lesen können. Hat einen schönen Comic. Ja. Friedberg. Kommt jetzt. Das in Kürze. Das ist in Kürze mein Zug. Aber in Kürze hören wir dich auch schon wieder. In Kürze hören wir mich wieder. Ja, weiß nicht, wie du das schneidest, wo du es rantust. Jetzt hin dran tust, haben wir uns gerade gehört. Im Zweifel... Für den Angeklagten. Im Zweifel hört man dich trotzdem in Kürze wieder. Ich höre mich jeden Tag. Echt? Kannst du dich noch hören? Ja, ob das schön ist, weiß ich nicht, aber ich höre mich jeden Tag. Ja, und die Kürze ist relativ. Und die Kürze ist relativ. Und der Kürze liegt auch manchmal... Nicht die Größe macht. Nee, die liegt gar nicht da drin. Meistens liegt die Würze nach der Kürze. Das ist einer, der meine Gedanken auf. Was? Nicht die Größe macht's. Oh Gott. Die Kleine macht's. Oh Gott. Die kleinsten Dinge. Sind wir jetzt auf dem Niveau, ja? Bitte? Sind wir jetzt auf dem Niveau, wo wir von der dicken Groben reden, die heute frei hat? Waren wir mal oben? Das ist so schlimm. Also ich war in oben, sehr schöner Film. Ja. Ich war damals im Kino. Wer sich das hier noch anhört, schalte doch einfach ab. Es gibt hier nichts mehr zu hören. Gehen Sie bitte einfach weiter. Einfach oben gucken, sehr schöner Film. Oben kann man auf jeden Fall empfehlen. Coco kann man auch ziemlich empfehlen. Coco. Ja. Oder Loris. Der zweite Teil von Coco hieß Loris. Und gab es Double Features, hieß Coco Loris. Ich möchte das nicht. Das tut so gut. Das ist meine. Und was meinst du, wie viele? Friedberg. Macht's gut. Ciao. Mach's gut. Bis Freitag. Ciao. Coco Loris. Ja. Mit sowas will er jetzt im Gedächtnis bleiben. Ne? Mit solchen, deine letzten Worte. Mit solchen Sachen. Welcher war jetzt dein Film des Jahres bisher?
Ich würde jetzt sagen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und Shape of Water sind ziemlich geniale Filme dieses Jahr gewesen. Kamen auch ziemlich am Anfang dieses Jahres. Okay. Und ausnahmsweise mal so Oscar-Filme, wo ich auch dachte, ja okay, die haben es verdient. Okay. Was wäre es bei dir denn gewesen? Bisher? Oh, ja. Du musst ja auch erst mal nachdenken drüber. Was war denn dein Lieblingsfilm? Ich kenne nur den schlechtesten Film der letzten anderthalb Jahre. Das war Der dunkle Turm. Oh Gott, ja. Und Mord im Orient Express. Die waren beide so grottenschlecht. Matthias fand den Dark Tower eigentlich ganz okay. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe die Saga auch gelesen. Dark Tower ist das Beste, was der Stephen King je geschrieben hat. Neben S und Schreiben und seinen Altwerken. Aber die Verfilmung war ja so Katastrophe und grottenschlecht. Vor allem, du hast danach keinen Bock. Das soll ein episches Werk einleiten, aber du hast nach diesem Film einfach keinen Bock auf eine Fortsetzung. Auch wenn die Schauspieler Idris Elba und Matthew McConaughey eigentlich ziemlich gut gecastet sind, aber... Das ist im Prinzip Underworld. Das Shining, das Kind hat das Shining. Das kommt nicht für das Casting der Carsten zustimmen. Ja, der Glatzenkopf. Ich wollte einfach das Niveau einfach noch tiefer senken. Unten lassen. Unsere Bahn kommt jetzt auch demnächst. Okay. Das heißt, wir brechen das jetzt hier ab. Liebe Hörer, die sich das bis hier angehört haben, ihr seid beneidenswert. Auch das zum Teil. Ohne festes Thema, wenn diesmal gesagt wird, wir schweifen wieder ab. Ja, nein, das war diesmal das Konzept. Genau, es gab kein Konzept diesmal. Ja, genau. Und wir hatten das Ziel, von schlechter zu schlechter zu kommen. Es war im Prinzip unsere Seinfeld. So ein richtiger Ausschmeißer einfach. Genau, eine Sache über nichts, so das Seinfeld von uns, so gesehen. Spart uns Sendeminuten. Nicht, dass noch jemand auf Seinfeld reinfällt. Naja, gut, okay. Jetzt, wird's aber auch Zeit, das hier aufzugeben. Das Ganze. Und keine Suppe für dich. Macht's gut, ihr Jungs.